der Weg von Großkraftwerken zu vielen kleinen Kraftwerken, von Stromtrassen, Einbahnstraßen zu weit verzweigten und vielfältig nutzbaren Netzen, der Weg von fossil und nuklear zu erneuerbar, das alles ist natürlich mit Herausforderungen verbunden und die Digitalisierung hilft bei der Lösung dieser Herausforderungen. Dazu hören wir gleich noch viel mehr, denn wir haben ja einen Keynote-Speaker, jetzt muss ich ja im Englischen bleiben, und dann diskutieren wir diese entsprechenden Aspekte ja auch miteinander. So viel zu meinem Bereich und jetzt bist du dran. Ja, auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen. Netzpolitik und Datenschutz. Viele haben sich vielleicht so vor ein, zwei Jahren noch gefragt, was hat das eigentlich mit Energiewende zu tun? Inzwischen ist die Diskussion weiter fortgeschritten und wir sehen, es ist noch eine ganze Menge. Aber es ist gut, dass man jetzt auch mal zusammen diskutiert und nicht nur alle in ihren jeweiligen Fachbereichen. Denn der Satz, den du gerade gesagt hast, Digitalisierung und Energiewende, das geht doch Hand in Hand. Das ist etwas, worüber wir sprechen müssen, sehr intensiv sprechen müssen. Wie kriegen wir diese verschiedenen Ziele, die sich daraus ergeben, wie kriegen wir die übereinander gelegt? Aus Sicht der Digitalpolitik, aus Sicht des Datenschutzes ist für uns klar, wir wollen einen maximalen Datenschutz und wir wollen auch eine maximale Datensicherheit. Wir haben es im letzten Jahr sehr anschaulich diskutieren können anhand des Romans Blackout, dass möglicherweise im Zuge der Digitalisierung der Energienetze auch anfälliger werden. Das heißt also, die Frage, die wir heute miteinander diskutieren wollen, ist zum einen, wie schaffen wir es, ein hohes Maß an Sicherheit festzuhalten. Wie schaffen wir es aber auf der anderen Seite auch, einen größtmöglichen Datenschutz zu gewährleisten? Wie schaffen wir es zu verhindern, dass Stromkundinnen und Stromkunden im Zuge der Digitalisierung der Energiewirtschaft zu gläsernen Kundinnen und Kunden werden? Das sind die Fragen, die aus meinem Bereich dazukommen. Umso besser, dass wir heute gemeinsam zusammensitzen, weil es teilweise auch schon als Zielkonflikt diskutiert wurde in den vergangenen Monaten. Wie bringen wir diese beiden klassischen grünen Ziele, auf der einen Seite 100% Erneuerbare, auf der anderen Seite maximaler Schutz der Privatheit, wie bringen wir das übereinander? Und insofern freue ich mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, mit beiden Communities eine hoffentlich interessante Diskussion zu führen, auf die ich mich sehr freue. Vielleicht ein paar Worte jetzt zum weiteren Ablauf des Nachmittags. Ihr habt gesehen, wir haben uns bis 20 Uhr vorgenommen, hier miteinander zu diskutieren. Wir werden am Anfang eine Keynote haben von Oliver Krischer, vielen hier, glaube ich, bekannt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Danach werden wir direkt in die Diskussion eintreten und keine weiteren Vorträge hören. Ihr habt es wahrscheinlich wahrgenommen, auf euren Tischen ausgelegt sind Fragen für diese Diskussion und wir werden das so machen, dass wir jede einzelne Diskussionsfrage zunächst einmal vorne auf dem hier im Plenum in die Runde geben und dann aber auch mit euch sehr schnell in die Diskussion kommen wollen, damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt, welche Fragen wir stellen werden, haben wir sie für euch ausgedruckt und es ist total gut, wenn ihr euch Gedanken macht, wie ihr euch einbringen könnt und das dann auch reichlich tut. Wir werden zwischendurch eine Pause haben, in der ihr euch draußen verpflegen könnt, weil es hier im Plenarsaal nicht möglich ist, sich mit Essen und Getränken aufzuhalten. Aber dafür haben wir dann eben eine Pause vorgesehen, damit ihr euch auch erfrischen könnt. Dann werden wir heute Abend in eine Abschlussrunde gehen, wo wir dann auch Peter Knietsch als Staatssekretär aus dem Umweltministerium Nordrhein-Westfalen dazu haben werden. Euch wurde ein Reader ausgeteilt, in dem ihr Gastbeiträge findet. Wir haben unsere Referentinnen und Referenten gebeten, uns Gastbeiträge zu schicken vor dieser Veranstaltung zu zwei Fragen, die, wie es aussieht, mit Digitalisierung und Energiewende aus ihrer Sicht. Das ist eine kleine Einführung, ein kurzer Input, bevor wir jetzt in die große Diskussionsrunde gehen. Und
möchten uns da auch nochmal ganz herzlich für bedanken, dass das möglich war, diese Beiträge zu bekommen. Zweite Besonderheit, wir haben eine alternative neue Form der Protokollierung, die seht ihr hier auf der linken Seite, das der Herr, der das macht, heißt Markus Frey. Das, was er macht, heißt Graphic Recording. Das ist eine besondere Dokumentationstechnik. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da immer mal wieder zwischendrin hinschaut und vor allem auch in der Pause und zum Ende einmal ganz genau euch nochmal diese Grafiken, diese Bilder anschaut, weil wir gehört haben, wenn man etwas grafisch aufbereitet bekommt, dann kann man das viel besser verarbeiten und sich viel besser merken. Wir sind gespannt und freuen uns da auch über Rückmeldungen und Herr Frey bat auch darum, dass er angesprochen wird, wenn es dazu Fragen gibt. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, genau. Wir sind jetzt schon fast so weit, dass wir wirklich direkt einsteigen können. Ich möchte nur mal einmal für die paar, die jetzt nachträglich gekommen sind, nochmal sagen, sie haben sich immer so in die letzten Reihen gesetzt. Das Problem ist, in den letzten Reihen liegen die Fragen nicht aus auf den Tischen, über die wir gleich miteinander diskutieren. Also ich kann nur noch mal dazu aufrufen, es ist für uns hier vorne auch schöner, wenn sie näher zu uns kommen, weil wir schon so da hinten sitzen mussten, weil sonst alles so schwierig mit der Akustik ist. Also das nochmal da als Bitte und rum geht auch die Möglichkeit, sich bei uns in unseren Newsletter einzutragen, das einfach nur noch vorweg. Ja, jetzt möchte ich einführen Oliver Krischer. Er ist Bundestagsabgeordneter, das haben wir eben schon gehört und in seinem Gastbeitrag, den Sie ja auch im Reader haben, sagt er, Energiewende ohne Digitalisierung ist kaum vorstellbar und intelligente Messsysteme alleine sparen aber noch keine Energie. Und dazu und natürlich auch zu anderen Aspekten, also Digitalisierung ist eine verlorene Chance, zwei zukünftige Themenfelder miteinander intelligent zu verknüpfen. Das ist seine zweite Antwort, die er gegeben hat. Oliver Krischer ist ausgewiesener Energieexperte aus Nordrhein-Westfalen und ist direkt aus dem Bundestag zu uns gekommen, aus einer Woche, wo es viel um Energiewende und auch um Digitalisierung der Energiewende ging. Also wir hätten uns keinen passenderen Termin aussuchen können, denke ich. Also hören Sie jetzt mit uns die einleitenden Worte von Oliver Krischer. Herzlichen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Wiebke Brems, Martin Bolte, für die Einladung und für die nette Begrüßung. Ich freue mich heute hier zum Thema Digitalisierung in der Energiewende oder wie es hier die Veranstaltung formuliert ist, Megatrend digitale Energiewende. Das sagt ja eigentlich schon alles über das, was wir hier reden. Es ist in der Tat richtig, der Zeitpunkt ist sehr passend. Wir hatten diese Woche im Bundestag die Anhörung zu dem, was wir Smart Meter Gesetz nennen. Das war eine interessante, wenn auch, ich sag mal, auf einige wenige sehr konkrete Punkte am Ende fokussierte Anhörung. Aber man kann da schon ein paar Dinge sehen. Da werde ich gleich noch ein paar Worte zu sagen, wo sich auch bestimmte Tendenzen hinbewegen. Ob man das gut oder schlecht findet, ich glaube, das wird dann auch Gegenstand der Diskussion sein. Ich möchte aber vorher noch eines sagen, weil Energiewende heißt ja weg von Kohle und Atom hin zu Erneuerbaren und Effizienz. Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren, das ist die Botschaft. Und wir haben heute einen EEG-Entwurf, also einen Entwurf des Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energien bekommen von der Bundesregierung, der mich mit ganz großer Sorge erfüllt, dass die Energiewende überhaupt in dem Sinne weitergeht, dass tatsächlich der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland möglich ist. Wir hatten 2012 schon mal so eine EEG-Novelle, da hat man die Photovoltaik mehr oder weniger beendet. Seitdem dümpelt der Zubau irgendwo an der Nulllinie rum. Das, was wir eigentlich bräuchten, was selbst die Bundesregierung, die Große Koalition sich vorgenommen hat, das gibt es im Bereich PV nicht. 2014 hat man das Thema Biomasse, Biogas mit einer EEG-Novelle ganz offiziell beendet. Da gab es in der Tat eine Reihe von Fehlentwicklungen, aber statt da intelligente Antworten zu finden, hat man einfach der Branche gesagt, für euch ist hier Schluss in Deutschland.
Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt von der Bundesregierung und die Unionsfraktion ist dann noch sehr viel weiter, bedeutet am Ende, dass jetzt das, was bisher noch gut lief, der Ausbau der Windenergie, dass auch das ja auf deutlich zurückgeführt wird. Und wir haben dazu Studien in Auftrag gegeben. Das wird sogar dazu führen, dass dann Anfang der 20er Jahre, das bestätigen auch viele Unternehmen, die in der Branche tätig sind, wir sogar zu einem Abbau kommen, weil die ersten Anlagen aus der EEG-Förderung rauslaufen und wir möglicherweise im Jahr 2020 erstmals erleben werden, dass es nicht mehr Erneuerbare gibt, sondern auch, dass das runtergeht. So, und das ist, glaube ich, ein Unding, weil wir hatten eine Klimakonferenz in Paris. Und eigentlich müsste doch allen klar sein, dass wir mehr machen in erneuerbaren Energien. Eigentlich müssten wir in Deutschland weiter Vorreiter sein. Wir haben Sonne und Wind mit dem Erneuerbaren Energiengesetz in Deutschland billig gemacht. Das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Die Welt investiert jetzt in Erneuerbare und wir in Deutschland treten jetzt oder legen den Rückwärtsgang ein. Das passt eigentlich nicht zusammen und am Ende könnte es dann so ausgehen, dass die Welt einsteigt, aber Deutschland in die falsche Richtung aussteigt. Und ich komme gerade aus dem Bundestag, da hatten wir eine Debatte zu Tschernobyl und wenn dann ein Redner sagt, Atomkraft ist eine Technologie, die niemand braucht, da klatschen drei Fraktionen, aber eine nicht, niemand von denen. Und das macht mir ein bisschen Sorge, dass das, was wir vielleicht 2011 gedacht haben nach der schlimmen Katastrophe von Fukushima, was in Deutschland gehalten ist, dass wir wieder irgendwann absurde Debatten führen. Ich hoffe es nicht. Ich kämpfe dafür, so wie alle Grünen, dass wir mit der Energiewende vorankommen, dass wir möglichst schnell 100% erneuerbare Energien erreichen. Das ist unser Ziel. Und Wiebke Brems hat es völlig richtig gesagt, ein erneuerbares System, ein Stromversorgungssystem, auch verbunden mit dem Verkehrssektor und der Wärme, ist ohne Digitalisierung nicht vorstellbar. Digitalisierung ist sowieso ein Megatrend in unserer Gesellschaft. Und was die Digitalisierung in den letzten Jahren in der Wirtschaft verändert hat, das hätten viele sich vor 10 Jahren nicht erträumen können. Ich ganz offen auch nicht, dass ich auf der Fahrt in der Straßenbahn hierhin, was ich alles mit diesem Ding mache, für meine Kinder ist das selbstverständlich, aber vor 10 Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum vor der Energieerzeugung diese Digitalisierung Halt machen soll. Warum man das da bestimmte Dinge nicht passieren sollen. Und ich finde, es ist auch notwendig. Weil wir haben sowieso schon immer einen volatilen Verbrauch gehabt. In der Mittagsspitze, das waren so Begriffe aus der alten Energiewirtschaft, oder Nachtsenke, wo wenig Strom verbraucht wird und wo mehr Strom verbraucht wird. Und jetzt kommt hinzu, dass wir eine volatile Erzeugung haben. Weil natürlich ist es so, dass gerade die Säulen unseres zukünftigen Energiesystems, nämlich Wind und Sonne, dass die nicht vorhersehbar, nicht berechenbar sind. Berechenbar schon, aber dass man jetzt nicht 3 Tage im Voraus genau weiß, was wird wann wie erzeugt. Und das alles dann intelligent zusammenzubringen, für mit Speichern, mit Lastmanagement, mit flexibler Erzeugung. Das, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir ohne Digitalisierung, ohne digitale Steuerung am Ende nicht vorstellen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, es findet auch heute schon lange statt. Ich habe es mag 10 Jahre her sein, da gab es in diesem Saal hier eine energiepolitische Debatte. Und da hat eine Energieministerin dieses Landes gesagt, ja, das geht gar nicht, dass wir mehr als 5% Windstrom haben hier im Land, weil wenn dann richtig mal die Windbrise kommt und die Kohlekraftwerke, die laufen ja auch, die kann man ja nicht so schnell abschalten, dann bricht uns das Stromsystem zusammen. Das war die Vorstellung noch von vor 10 Jahren. Das wurde hier als Regierungspolitik verkauft. Dass das heute nicht passiert, dass wir in Deutschland heute weniger Stromausfallzeiten als jemals zuvor haben, dass wir eines der sichersten Energiesysteme, was zumindest Stromausfallzeiten angeht, der Welt haben, trotz eines inzwischen Anteils von 33% erneuerbare Energien. Das hat etwas mit den erneuerbaren Energien zu tun. Das hat vor allen Dingen aber auch etwas mit der intelligenten Steuerung zu tun, die heute schon stattfindet. Die Frage ist nur, wie geht es am Ende weiter, wie weit wird das ganze System der Energieversorgung dann am Ende durch Digitalisierung durchdrungen.
Ganz entscheidend ist auch ein Thema, wo wir als Energiepolitiker immer davon reden, es braucht Preissignale. Also dann, wenn das Netz besonders belastet ist, muss es besonders teuer sein. Dann, wenn der Bedarf besonders hoch ist, das sind ja die Prinzipien der Marktwirtschaft, dann soll natürlich der Strom auch teurer sein. Und umgekehrt, wenn wir sogar Strom im Überschuss haben, dann kann er vielleicht sogar umsonst sein, kann, oder wenn man ihn abnimmt, kriegt man sogar noch Geld dafür. Und um das hinzukriegen, diese Preissignale zu schaffen, von Erzeuger und Verbrauch zusammenzubringen, auch das ist am Ende ohne eine digitale Welt überhaupt nicht vorstellbar. Wenn man dann aber mal so in die Energiewirtschaft guckt und an Veranstaltungen teilnimmt, ich habe noch vor 3-4 Monaten an einer Veranstaltung teilgenommen, da waren vor allen Dingen Stadtwerkevertreter, da sagte ein CEO eines großen deutschen Stadtwerks, nicht aus Nordrhein-Westfalen, das ganze Thema Digitalisierung und Energiewende wird überschätzt, da sollen wir mal langsam tun. So, da habe ich ein bisschen geschluckt und habe ihm widersprochen und habe gesagt, naja, also das haben vielleicht auch andere mal gesagt, das haben auch Schreibmaschinenhersteller mal gesagt, als der erste PC aufkam, das haben Kamerahersteller gesagt, als die erste Digitalkamera aufkam. Und natürlich war das an vielen Stellen dann am Anfang keine bewegende Sache, aber dass die Digitalisierung, die Energiewirtschaft nicht verändert, dazu fehlt mir im umgekehrten Schluss die Fantasie. Aber auf der anderen Seite weiß ich heute auch längst nicht alles, was in Zukunft kommen wird. Und das wird ja dann ein Teil unserer Debatte sein. Ich finde es spannend, wenn man selber mal zu Hause sich das Ganze anguckt, wo sind wir da, wo haben wir da bei der Stromversorgung mit Digitalisierung zu tun. Da gehe ich in den Keller und sehe bei mir zu Hause in einem Haus, was in den 90er Jahren gebaut worden ist, einen Stromzähler, der ist älter als das Haus und der dreht sich immer so. Und dann kommt einmal im Jahr ein älterer Herr, ein Rentner, und er liest das ab. Und das, glaube ich, das ist 20. eher, man muss fast schon sagen, wahrscheinlich sogar eher frühes 20. Jahrhundert. Da sind wir also offensichtlich noch nicht bei der Digitalisierung angekommen. In allen Bereichen ist es völlig selbstverständlich hier beim Handy schon immer so gewesen. Es gibt monatlich eine Rechnung. Von meinem Stadtwerk kriege ich einmal im Jahr eine Rechnung und da gibt es schon mal die ein oder andere Überraschung. So, da glaube ich, ist schon ganz offensichtlich etwas, was mit Sicherheit in Zukunft auch nicht so bleiben kann. Und deshalb muss man schon feststellen, was intelligente Messsysteme bei privaten Verbrauchern, ich rede jetzt nicht von der Industrie oder von Großverbrauchern, da ist das sicherlich in weiten Teilen schon anders, aber was intelligente Messsysteme und entsprechende Gateways angeht, hinkt Deutschland eher hinterher. Da ist Europa auch in den USA, da sind die Entwicklungen schon viel weiter. Und es ist eigentlich bezeichnend, dass wir im Bundestag erst jetzt im Jahr 2016, obwohl das eigentlich nach dem Energiewirtschaftsgesetz schon lange eine umgesetzte Verpflichtung hätte sein müssen, einen Gesetzentwurf auf dem Tisch haben, der die Einführung von Smart Mietern regeln soll. Mit diesem Gesetzentwurf beschäftigen wir uns jetzt schon länger. Der liegt schon einige Wochen da. Wir als grüne Bundestagsfraktion haben wir auch schon zwei Anhörungen dazu gemacht. Wie gesagt, diese Woche war die Ausschussanhörung. Und ich glaube, dieser Gesetzentwurf hat einen Grundfehler. Es ist gut, dass die Bundesregierung da endlich mal handelt. Wir haben an anderen Stellen, da würden wir wünschen, dass was passieren würde, dass überhaupt mal was vorliegt. Das ist schon mal positiv. Aber er hat einen Grundfehler. Wir haben eine Situation, dass Menschen einen Zähler, einen intelligenten Zähler mit dem entsprechenden Gateway bekommen sollen, aber dass niemand wirklich erklären kann, wie diese Privathaushalte, was sie denn davon am Ende haben. Weil man hat so ein bisschen immer als die Geschichte früher erzählt, naja, da gibt es einen intelligenten Zähler und dann gibt es variable Tarife und dann kann man die Waschmaschine nachts um 2 Uhr einschalten und dann spart man irgendwie Geld. Und wir wissen heute alle, ich glaube, da werde ich niemandem im Saal hier irgendwas Neues erzählen, dass das so nicht funktioniert und dass das niemand von uns auch tun wird. Es sei denn, er hat irgendwie Schlafstörungen oder sonst irgendwas. Aber deshalb ist die Geschichte, dass dieser Smart Meter automatisch zu Stromeinsparungen im Privathaushalt führt, das ist einfach eine Annahme, die ich nicht unterstützen würde. Und inzwischen ist die Begründung für den Gesetzentwurf auch ganz anders geworden. Er sagt gar nicht mehr, dass die Menschen damit Strom sparen sollen, sondern wir brauchen das für die intelligente Netzsteuerung.
So, und dann ist es natürlich schon eine Frage, dass man von Menschen Kosten verlangt. So ein Zähler kostet dann auch Geld, 100 Euro im Jahr. Und die haben gar nichts davon. Und da habe ich ein Problem mit. Nun wird das jetzt bei den meisten gar nicht auf der Stromrechnung auffallen. Und das ist jetzt auch keine Frage, dass da jetzt Menschen drüber arm würden. Aber wenn ich etwas kostenmäßig verlange, dann muss ich auch den Menschen erklären am Ende, was soll es denn dann bringen, und das funktioniert im Moment nicht. Das hat die Bundesregierung dann selber auch gemerkt und hat gesagt, unterhalb einer Grenze von 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch gibt es dann kein Zwangsrollout. Das ist richtig, dass man das jetzt sagt, aber manche größeren Familien und wenn man dann vielleicht den ein oder anderen größeren Verbraucher im Haus hat, dann ist man schnell über den 6.000, dann sieht das Ganze schon anders aus. Und wenn man in einer Mietwohnung wohnt und der Vermieter entscheidet sich für einen Smart Meter, dann muss man unter Umständen auch das nehmen, ob man will oder nicht. Das sind Probleme, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen und wo ich gewisse Sorge habe, wenn wir dieses Gesetz dann beschließen im Bundestag, ob das dann auch die nötige Akzeptanz findet, wenn Menschen dann plötzlich merken, sie müssen da für etwas zahlen, wo der Benefit bei ihnen am Ende nicht da ist. Ein weiteres Problem ist, und das betrifft dann vor allen Dingen die größeren Verbraucher, wo so ein Smart-Meter-System mit Gateway dann auch Sinn machen kann. Aber die haben das heute schon oft. Wenn ich ein Industriebetrieb bin oder ein Gewerbebetrieb, der einen größeren Strombedarf hat und der da schon intelligente Steuerung hat, jede Windenergieanlage heute verfügt über die entsprechende Digitalisierung. Da führen wir jetzt aber eine Technik ein, die passt da gar nicht zu. Wie geht das mit diesen vorhandenen Systemen dann weiter? Das sind viele Fragen, die sind ungeklärt. Auch Photovoltaikanlagenbesitzer, 1,5 Millionen haben wir davon in Deutschland, die sollen, wenn die Anlage mehr als 7 Kilowatt Leistung hat, sollen in Zukunft in jedem Fall einen Smart Meter nehmen müssen. Das wird die Wirtschaftlichkeit von vielen Anlagen noch mehr in Frage stellen. Gerade kleine Anlagen sind oft so, dass es nicht unbedingt einen reich macht. Und vor allen Dingen aber wird das wieder dazu führen, dass das Image der Photovoltaik, was ja ein bisschen, wo es ja durchaus immer Fragen von Verbrauchern gibt, ist das überhaupt noch wirtschaftlich, wird das noch ein bisschen mehr in Frage stellen. Was in der Anhörung am Mittwoch dann die Hauptdiskussion war, und das war sehr spannend, das war eine Debatte zwischen den Übertragungsnetzbetreibern, also denen, die die großen Masten haben und quasi das große, das Übertragungsstromnetz betreiben, wie beispielsweise Amprion oder Tenet, und auf der anderen Seite den Verteilnetzbetreibern, also den Stadtwerken oder auch RWE, ein Verteilnetzbetreiber. Und da war die Auseinandersetzung sowas von heftig, wer bekommt denn jetzt die Daten? Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Übertragungsnetzbetreiber die bekommen soll. Aber in einer dezentralen Energiesendung finde ich das ein bisschen widersinnig. Wir wollen ja gerade vor Ort die Erzeugung zusammenbringen und wollen vor Ort in den Stadtteilen gucken, wenn da viel verbraucht wird, dass und die Photovoltaik-Erzeugung zusammengebracht werden müssen. Das muss man ja gerade dezentral machen. Warum dann vier große Übertragungsnetzbetreiber, wo einer von ein Gebiet hat von Flensburg bis nach Oberammergau, Tennet, was das dann für einen Sinn macht, das erschließt sich mir nicht. Es ist aber auch deshalb interessant, weil wenn man die Debatte etwas länger verfolgt, vor 2 Jahren habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen, da wollte niemand die Daten haben. Da haben die alle gesagt, wollen wir nichts mit zu tun haben. Inzwischen hat sich das geändert und ich glaube, es hat sich offensichtlich in der Energiewirtschaft rumgesprochen, dass das ganze Thema Daten, Big Data, die Verfügungsgewalt über Daten, dass das hochinteressant ist und dass daraus sich auch wirtschaftliche Potenziale erschließen. Ich glaube auch, das kommt aus der Erkenntnis heraus, dass die Erzeugung, das mit dem Geschäft Strom zu erzeugen und dann zu verkaufen, also einfach irgendeinen Preis für eine Kilowattstunde zu verlangen, ich glaube, das ist in der Energiewirtschaft zwischen der Binsenweisheit, sich nicht mehr so viel Geld zu verdienen lässt, dass viele erwarten, dass die neuen Geschäftsmodelle in der intelligenten Steuerung des Netzes und dann liegen. Und dann ist es so, das wissen wir spätestens seit Apple und seit Google, weil die Unternehmen, die über die Daten verfügen, die wissen, was die Leute machen wollen, die machen auch das Geschäft nicht umsonst, sind das inzwischen die weltgrößten Börsenkonzerne, was früher mal Energieunternehmen wie ExxonMobil waren. Und ich glaube, deshalb ist die Einstellung, will ich die Daten haben, dann inzwischen noch eine ganz andere geworden und der Streit darum entbrannt. Und dann bin ich beim Thema Datenschutz.
Das ist natürlich eines, was uns zuvorderst beschäftigen muss. Martin Bolter hat das völlig richtig gesagt. Wir wollen absolute Datensicherheit haben. Da muss das gemacht werden, was wirklich Gewähr leistet. Ich glaube aber, am Ende wird es gar nicht so sehr die Frage sein, wird der private Haushalt da an dem Gateway, irgendwo kann man da der Nachbar die Daten abzapfen oder so. Was da an BSI-Standards gemacht worden ist, glaube ich, geht schon in eine ganz gute Richtung. Werden wir sicherlich gleich diskutieren. Herr Dahlmeier hat vielleicht da auch eine andere Meinung zu. Aber es ist am Ende, glaube ich, das ganz, ganz große Risiko, wenn da riesige Datenmengen jetzt gesammelt werden, irgendwo auf Rechnern. Und dann wird es immer Leute geben, die da auch drankommen und die im Zweifelsfall das auch missbrauchen können. Da kennen wir ja alle ja nur genug Fälle. Und auch da muss man gucken, was kann man da tun? Ist es vielleicht eher dann sinnvoll, dezentral die Daten zu speichern oder gar nicht zu speichern? Und wie lange und wer hat dann da Zugriff drauf? An wohin werden die verteilt? Wie werden die anonymisiert? Alles das sind Dinge, die man am Ende dann wirklich auch klären muss und die die weiteren Debatten bestimmen. Deshalb für mich zusammenfassend nochmal, Energiewende oder das Thema Digitalisierung ist in jedem Fall ein entscheidendes Thema der Energiewende, der Energieversorgung insgesamt. Man kann sogar sagen, wenn man so ein bisschen guckt, dass heute das größte Medienunternehmen Facebook keine eigenen Inhalte mehr hat, dass das größte Taxiunternehmen Uber kein eigenes Taxi mehr hat, dass möglicherweise in Zukunft auch in der Energiewirtschaft diejenigen, die kein eigenes Kraftwerk mehr haben und keinen eigenen Vertrieb mehr haben, dass die trotzdem die wichtigsten Unternehmen sind. Deshalb kann man auch darüber diskutieren, ob die Digitalisierung nicht sogar das zentrale Thema der Energiewende ist. Das muss sich zeigen. Ich glaube, der Ausbau der Erneuerbaren und am Ende so Fragen, auch wie kommen wir aus der Kohle raus, das sind noch Dinge, die sicherlich auch relevant sein werden. Aber Digitalisierung ist auf jeden Fall etwas Zentrales. Für Bündnis 90 Die Grünen kann ich nur sagen, wir wollen dezentrale Erzeugung ermöglichen. Wir wollen, dass Menschen, wenn sie daran Interesse haben, ihren Strom zu Hause vor Ort auch selber machen können. Und weil es ist völlig selbstverständlich, dass jemand, der sich eine Heizung einbaut, seine eigene Wärme produziert. Warum soll der nicht seinen Strom erzeugen? Wir erleben aber im Moment in Berlin eine Politik, die genau das verhindert, die mit EEG-Umlage auf Eigenstromerzeugung, mit vielen anderen Schikanen genau diese Dezentralität kaputt macht. Das wollen wir nicht. Wir wollen da eine Ermöglichungsstrategie haben. Und für diese Ermöglichungsstrategie brauchen wir am Ende ein Stück weit auch Digitalisierung, weil ein Stromversorgungssystem, das insgesamt immer noch vernetzt ist, auf jeden Fall auf der lokalen und regionalen Ebene, das denke ich, ist nicht anders zu machen. Und ich glaube auch, dass sich an der Frage der Digitalisierung ganz entscheidend entwickeln wird, wie sehen die zukünftigen Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft aus. Weil die Debatte, die man führen kann und führen wird und führen muss, ist es am Ende das Stadtwerk oder RWE oder sind es am Ende Google und Apple, die dieses System betreiben? Findet das in den alten Stromleitungen statt, die Steuerung, oder kommt die Steuerung dann ganz anders übers Internet oder woher auch immer? Und das, glaube ich, sind ganz, ganz spannende Fragen. Ich glaube, die Digitalisierung wird kommen. Sie wird in jedem Fall laufen. Es ist Job der Politik, das zu steuern, es so dann zu machen, dass es tatsächlich einer sicheren und umweltfreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung dient. Das sehe ich jetzt bei der Bundesregierung nicht oder sogar gegenteilig. Aber es ist eine Aufgabe, die am Ende zu bewältigen ist. Und dieser Herausforderung stellen wir uns. Und ich freue mich auf eine absolut spannende Diskussion heute in einem neuen Format und bin mal ganz gespannt, weil ich merke bei dem Thema auch immer wieder, weil hier unterschiedliche Bereiche zusammenkommen. Sonst sitzen immer die Energiefreaks zusammen und Matti Bolte kennt das wahrscheinlich, da sind die Freunde des Datenschutzes und die sich mit der Technik auseinandersetzen.
Und dass das hier an der Stelle zusammenkommt, bringt für viele ganz, ganz neue Blickwinkel. Und ich glaube auch, egal wie jetzt am Ende in Berlin das Smart-Meter-Gesetz verabschiedet wird, das ist mit Sicherheit nicht der Schlusspunkt. Ob es überhaupt ein entscheidender Punkt am Ende im Rahmen der Digitalisierungsdebatte sein wird, das kann man auch schon ein Fragezeichen hinter machen. Es wird eine zentrale Aufgabe der Energiewende und von Politik insgesamt sein, das in den nächsten Jahren zu gestalten. Und deshalb ist es völlig richtig, dass ihr euch heute hier in diesem schönen Plenarsaal in Düsseldorf die Zeit nimmt und dass Sie alle hier hingekommen sind, das dann auch mit zu diskutieren. Und ich hoffe, dass wir nachher hier alle ein Stück weit schlauer und mit neuen Ideen und mit neuen Erkenntnissen dann rausgehen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ich bitte einfach schon mal alle Diskussionsteilnehmer hier mit nach vorne. Wir steigen dann direkt in die Vorstellung und in die Diskussion gemeinsam ein. Also erst noch mal ganz herzlichen Dank an Oliver Krischer. Und jetzt diskutieren wir hier gleich in etwas größerer Runde. Und wer die erste Einladung gesehen hat, hat vielleicht gemerkt, dass sie noch etwas anders aussah, dass noch andere Namen auch mit dabei waren, beispielsweise Frau Poth von der Handwerkskammer. Wir haben uns bemüht, an der Stelle natürlich auch mit das Podium etwas geschlechterparitätischer zu besetzen. Ich spreche es jetzt einfach lieber von alleine an. Frau Poth hat aber beispielsweise kurzfristig absagen müssen, weil sie erkrankt ist. Auch andere Namen waren noch zwischenzeitlich mal auf der Liste, aber leider ist alles anders gekommen und auch noch in den letzten Tagen anders gekommen, als es war. Aber nun sitzen wir hier zusammen, darüber sind wir froh. Also wir sind froh, dass Sie hier da sind. Erstmal für Sie alle hier ein herzliches Willkommen, einen netten Applaus für Sie. Für euch. Und wir machen das jetzt einfach so, dass wir in aller Kürze mal einmal kurz vorstellen, wer hier so dabei ist, und dann diskutieren wir gemeinsam. Ich fange mal an, wir machen das jetzt so ein bisschen durcheinander, weil wir keine Vorgabe gegeben haben, wer wo sitzen soll. Jan Dobertin ist Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen und er hat in seinem RIDA-Beitrag, den wir hier mit dabei haben, gesagt, die steigenden Anforderungen durch die Energiewende haben die Digitalisierung mit beschleunigt. Finde ich ein spannendes Zitat, auch eine spannende These vielleicht erstmal, die man vielleicht noch diskutieren kann. Erstmal herzlichen Dank dafür und dann diskutieren wir gleich weiter. Dann ist mit dabei, ich muss gucken, Elmar Thün. Da. Genau, er ist Leiter der Unternehmenskommunikation von Trianel, einem Stadtwerkeverbund, so kann man es glaube ich sagen. Und in deinem Beitrag hast du Beispiele, wie ich fand, sehr interessante Zahlen genannt, nämlich, dass in der fossilen nuklearen Welt noch 700 konventionelle Kraftwerke es damit zu tun hatte. Und jetzt haben wir jetzt schon alleine 1,4 Millionen Photovoltaikanlagen und 25.000 Windanlagen. Ich finde, diese Zahlen zeigen ganz deutlich, vor was für eine Herausforderung man da eben auch steht und dass es ohne Digitalisierung eigentlich kaum zu schaffen ist. Dann als vierten haben wir Dr. Bernhard Thies, der hier neben mir sitzt, der Initiative EE-Bus. Und in dem Kurzbeitrag, den Sie uns geschickt haben, stand, ja, Sie haben im Grunde genommen Ihre eigene Initiative mit einem Parlament verglichen. Und weil, glaube ich, Ihre Initiative jetzt am wenigsten bekannt ist, würde ich jetzt einmal Ihnen kurz die Chance geben, so in zwei Sätzen zu sagen, wer ist eigentlich dabei und was machen Sie eigentlich genau? Ja, vielen Dank. Erstmal recht herzlichen Dank dafür, dass ich hier eingeladen bin, die EBUS-Initiative zu vertreten oder darzustellen. Wir sind ja alle digital, das findet man alles im Internet. Was im Internet nicht ist, gibt es nicht. Aber ich will Ihnen ein paar Sachen sagen, die nicht im Internet drinstehen, wie das Ganze entstanden ist. Die EBUS-Initiative ist entstanden aus den E-Energy-Projekten bei der Bundesregierung aus der Region Aachen. Und der Herr Keldendonk, kleines mittelständisches Unternehmen hier in Köln, hat das Ganze dann damals mitgeführt im E-Energy-Projekt. Wir sind uns zufällig auf der Hannover-Messe über den Weg gelaufen und haben mal darüber gesprochen gehabt. Ich komme von der Normung Standardisierung aus dem VDE. Wir haben gesagt, da muss man doch was draus machen. Wir können doch damit jetzt eine Home-Automation-Systematik aufbauen zur Energiesteuerung in den Haushalten selber. Wir haben dann 15 Unternehmen angesprochen, von der weißen Ware bis über Alarmanlagenhersteller bis über Energieversorger, und wir haben uns da mehrfach getroffen und haben gesagt, okay,
Wir gründen diese Initiative. Kellenlong und ich haben dann den Auftrag von den Unternehmen gekriegt, diese Initiative zu gründen. Und das Ziel dieser Initiative ist, Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Telekommunikation, Energieversorgung, Elektrotechnik, miteinander zu verbinden und Systematiken zu schaffen, dass eine Energiewende, das heißt die Beteiligung der Haushalte an der Energiewende, digital überhaupt möglich ist. Und es gibt so viele unterschiedliche Sprachen, wo man die Geräte mit dem Internet verbinden kann. Man kann ja heute die Waschmaschine mit dem Internet verbinden, aber alle benutzen ihre eigenen Sprachen. Und wir haben uns dann überlegt gehabt, wenn wir uns auf eine Sprache einigen, wird das nie funktionieren. Wir haben dann gesagt, die Initiative sorgt jetzt dafür, dass wir einen Umsetzer bauen, der alle Sprachen weltweit versteht. Und wenn neue Sprachen dazugekommen, werden die dort mit eingebaut, sodass der Verbraucher frei ist, Geräte zu kaufen, unterschiedlichster Hersteller, wenn er denn Home Automation machen will. Zurzeit geht das nicht. Okay. Mehr dazu im Internet. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Thies. Und dann möchte ich als Letzten vorstellen, und Matti Bolte macht dann gleich weiter, Andreas Brabeck vom Leiter der Politik von RWE. Ich glaube, RWE muss ich jetzt nicht vorstellen, ist, glaube ich, hier bekannt. RWE, was? Das haben Sie gesagt, dass Sie berüchtigt sind. Sie sind hiermit dabei, weil ja auch Ihr Unternehmen selbst im Thema Smart Home auch aktiv ist, auch selber Produkte mit anbietet. Und in Ihrem Reader-Beitrag haben Sie nochmal darauf hingewiesen, dass das klassische Geschäftsmodell der Energieversorger bei den Haushaltskunden eigentlich ausgehebelt werden kann in Zukunft. Das heißt, Sie passen eigentlich mit auch darauf auf, dass Sie sich selber nicht abschaffen. Und das diskutieren wir dann ja hier auch gemeinsam. Ähnlich geht es da ja beispielsweise auch Trianel. So, das wären die Bereiche eher aus dem Energiebereich. Und jetzt darfst du die anderen Diskutanten vorstellen, Matti. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich mache weiter. Sie haben sich nicht in der Reihenfolge hingesetzt, wie Sie auf unserem Zettel stehen, deswegen muss man immer gucken. Es geht weiter mit Professor Ulrich Greveler, Hochschule Rhein-Waal, hier am Niederrhein. Sie beschäftigen sich mit IT-Sicherheit, Datenschutz, sicheren Industriesystemen und auch dem Internet der Dinge. In Ihrem Reader-Beitrag haben Sie das Stichwort gegeben, das uns, glaube ich, sehr interessieren wird, Security and Privacy by Design. Wie wir das konkret hinbekommen, ist, glaube ich, eins der zentralen Themen. Herzlich willkommen. Dann direkt neben Ihnen sitzt Udo Sieverding, Verbraucherzentrale. Seit 1998 sind Sie bei der Verbraucherzentrale, seit 2007 verantwortlich für den Energiebereich. Die Verbraucherzentrale ist ja ein ganz wichtiger Partner bei der Energiewende. Sie verzeichnen etwa 50.000 Energieberatungskontakte in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen, und im Bereich Digitalisierung der Energiewirtschaft hat sich die Verbraucherzentrale sehr stark dafür eingesetzt, dass es nicht zu einer Zwangsdigitalisierung kommt, wie Sie es ausgedrückt haben. Dann geht es weiter mit Joachim Selzer. Er ist Diplom-Mathematiker, arbeitet im IT-Bereich, ist Mitglied unter anderem auch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und im Chaos Computer Club. Seit 2008 ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter bei der Evangelischen Kirche im Kirchenkreis Bonn und auch Organisator von Krypto-Partys. Das ist sicherlich für den Bereich sozusagen digitale Selbstverteidigung ein ganz spannender Bereich, und das spielt ja auch ganz stark hier in unser Thema mit rein. Und neben dir sitzt Matthias Dahlheimer, ebenfalls Mitglied Chaos Computer Club, und du befasst dich mit Auswirkungen, die die zunehmende Vernetzung der Energiesysteme auf die Gesellschaft und auf die Verbraucherinnen und Verbraucher haben könnte, und bist Wirtschaftsingenieur und unter anderem auch beim Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik tätig in einer Arbeitsgruppe für IT-Systeme zur Integration der erneuerbaren Energien ins Energienetz. Das ist jetzt unsere
breite Diskussionsrunde. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ja, wunderbar. Dankeschön. So, jetzt steigen wir gemeinsam in die Diskussion ein. Wir haben es eben schon mal gesagt, vor Ihnen, vor euch liegen die Zettel mit den Fragen, die wir jetzt miteinander diskutieren wollen. Es ist wirklich die Bitte, damit wir das hinbekommen. Ihr merkt sicherlich, die ersten drei Fragen gehen eher so in die energiewirtschaftliche Richtung. Die anderen drei Fragen, die dann auch in der Moderation Matti Bolte nach der Pause übernehmen wird, in den Bereich Digitales und Datenschutz. Und damit das so halbwegs klappt, brauchen wir schon auch Ihre und eure Mitarbeit, also sich dann möglichst an den Stellen eben auch zu melden, wenn es inhaltlich passt. Da hoffen wir dann eben entsprechend auf die Mitarbeit. Und die Bitte wäre dann noch eben nach der Meldung und nach dem Aufrufen dann einmal auf das Knöpfchen vor sich, entweder rechts oder links in der Nähe dieses Mikrofons zu drücken, dann den Namen auch bitte zu nennen und nach der Wortmeldung bitte das Mikrofon wieder ausmachen. Wir haben nicht irgendwann das Problem, so ab 2, 3, die dann an Mikrofonen offen sind, irgendwann funktioniert das hier nicht mehr und dann müssen wir nachher rumgehen und alle ausmachen, das wollen wir ja nicht. So, das nochmal kurz zur Einleitung und jetzt fangen wir direkt an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal von links nach rechts durch in der ersten Fragerunde, wenn das okay ist, oder sollen wir von rechts nach links anfangen? Okay, dann fangen wir von rechts nach links an. Herr Brabeck, für Sie ist das kein Problem, oder? Wunder. Genau. Das Mikrofon einmal unten, glaube ich, noch draufdrücken. Das ist, glaube ich, noch nicht an. Einmal länger auf den roten Knopf. Noch ein bisschen. Sonst, ja, ich stelle schon mal die Frage. Müssen wir Ihnen von RWE nehmen das mit das? Der Technik da erklären? Bin ich nein. Wunderbar. Also, der erste Satz, den es zu vervollständigen gilt, ist: intelligente Systeme in Verbindung mit erneuerbaren Energien bieten die Chance, weniger Geld in Stahl und Kupfer zu stecken, weniger erneuerbar erzeugte Energie wegwerfen zu müssen und weniger Energie fossil erzeugen zu müssen. Okay. Oliver Krischer macht weiter. Bieten die Chance, volatile Erzeugung und Verbrauch miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, bieten die Chance, ein neues, größeres System zu gestalten, was organisch wächst, auf Veränderungen reagiert und was ganze Kraftwerke virtualisiert. Ja, bieten insbesondere für Verbraucher die Chance, Verbraucherinnen und Verbraucher die Chance, zum Prosumer zu werden, also selber auch Energie zu erzeugen für sich selber, die zu nutzen, aber in der Perspektive auch die Nachbarschaft daran teilhaben zu lassen beispielsweise und das vernünftig abzurechnen. Bieten die Chance, zu geringstmöglichen Kosten Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen. Sie haben, glaube ich, ein Mikrofon, genau. Sie bieten die Chance, die durch die Digitalisierung der Energiewende, ähnlich wie wir bei der Automatisierungstechnik Weltführer sind, Leitmarktanbieter sind, Leitmarktanbieter werden für die Energieversorgung der Zukunft weltweit. Ja, bieten die Chance, bei einem verhältnismäßigen Einsatz eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung der Energiewende zu gewährleisten. Das ist quasi nochmal so eine Zusammenfassung vielleicht auch einiger anderer Sätze, die wir schon vorher gehört haben. Ist auch erstaunlich nah bei RWE, wenn ich das mal sagen darf, oder? RWE wandelt sich auch gerade, ne? So, Entschuldigung. Ja, bietet ganz viele Chancen, die haben Sie jetzt alle schon genannt. Die Frage ist nur, was ist ein intelligentes System? Ist das wirklich ein Smart Meter oder muss man da vielleicht in eine andere Richtung denken? Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich da reinbringen will. Bieten die Chance, genauere Prognosen über den Verbrauch zu erstellen und bergen das Risiko, Daten halten zu erzeugen. Okay. Daten halten, ja. Ich gucke jetzt, wir sind so schnell hier vorne in der Runde, wie ich es nie gedacht habe, dass sie sich alle so toll dran halten.
Und ich gucke jetzt schon mal in die Runde, ob es Wortmeldungen sind. Es gibt schon eine Wortmeldung. Ich würde, bevor wir das machen, aber jetzt einmal noch kurz die Rückfrage stellen, weil Sie, Herr Selzer, jetzt gerade noch mal die Frage nämlich aufgeworfen haben. Ja, was sind denn eigentlich dann entsprechende... Ach nee, Herr Dahlmeier war es, ne? Entschuldigung. Sie dürfen aber auch gerne was dazu sagen, noch zu den Halden. Was sind denn intelligente Systeme? Und ich gehe davon aus, dass Sie jedenfalls, wenn Sie die Frage aufwerfen, auch einen Ansatz einer Antwort hätten. Ja. Also ich muss vielleicht vorweg schicken, ich bin im Chaos Computer Club, weil ich Computer eigentlich toll finde und spannend finde, aber ich glaube nicht, dass ein Computer eine Lösung für alles ist. Ja, es hat ja seinen Grund, warum unser Stromnetz auch im Moment, selbst mit einem Anteil von 30% an erneuerbaren Energien, trotzdem funktioniert. Ja, wir haben im Moment keine Smart Meter. Es gibt gewisse physikalische Eigenschaften des Stromnetzes, die einem, ich sag mal, im Moment an jeder Steckdose schon sehr viel Information über den Zustand des Stromnetzes liefern. Ja, und man braucht dafür eigentlich nicht unbedingt eine, wie du es gesagt hast, zentrale Datenhalde, wo dann an einer zentralen Stelle alles ausgewertet wird. Man könnte vieles, denke ich, ohne Kommunikation machen. Man könnte auch vieles dadurch sehr viel preiswerter machen. Diese Smart Meter Debatte ist aus meiner Sicht weniger getrieben von technischer Notwendigkeit, sondern mehr getrieben von Business-Prozessen, von Compliance-Prozessen, wie sie im Moment halt einfach erforderlich sind. Aber das ist ja ein politisches Problem. Das kann man ja ändern, was erforderlich ist. Okay. Danke nochmal für diese Präzisierung. Ich glaube, wir kommen gleich in den zweiten Frageblock, wo es ja auch nochmal genau auch mehr um die Technik geht, steigen wir dann sicherlich dann nochmal auch mehr in die Richtung ein. So, jetzt habe ich in der ersten Reihe direkt die Wortmeldung. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Klaus van Waan, selbstständiger Elektrotechniker, Elektroinstallateur. Und bei den Grünen ein Jahr als Industriepolitiker aktiv gewesen. Meine These ist, die Strompreise können in Zukunft von Zeit und Ort abhängig gemacht werden. Der Oliver hat gerade schon angesprochen, dass man Verbrauch und Erzeugung in Einklang bringen müsste über Preise. Das unterstreiche ich sehr. Aber das bezieht sich auf die Zeit. Ort wurde gerade schon mal gesagt, dass man auch an den Nachbar seine Energie verkaufen können sollte, ohne eben die große Infrastruktur nicht nutzen zu müssen. Ort bezieht sich für die energieintensive Industrie, aber auch dahingehend, dass man dahin geht, wo der Strom am günstigsten ist, und das ist in Deutschland, wahrscheinlich Norddeutschland, wo viel Wind an der Küste erzeugt wird. Es gibt auch bei den Grünen immer noch die Diskussion, brauchen wir diese energieintensive Industrie überhaupt? Wollen wir die überhaupt? Und da ist nach einer langen Diskussion immer das Ausrufezeichen gewesen, ja, wir wollen die energieintensive Industrie, und zwar als Technologieführer weltweit, als wichtiger Baustein der Energiewende. Danke. Das war jetzt aber war das eine Frage an einen bestimmten hier in der Runde oder als Beitrag gemeint, ne? Ja. Ja, damit ich das einfach nur noch mal kurz nachfrage. Du hast jetzt auch noch mal den Punkt aufgegriffen, den Udo Sieverding, glaube ich, gerade genannt hat, diesen Aspekt, dass Nachbarn auch vielleicht gegenseitig noch ein bisschen näher kommen können. Wir sprechen ja jetzt gerade an den Stellen über Chancen, es sind zwar eben auch noch mal Risiken aufgekommen. Jetzt ist natürlich die Verbraucherzentrale auch immer dafür da, auch manchmal so vor Risiken zu warnen, aber gerade diesen Punkt hast du ja auch nochmal angesprochen. Ich würde den gerne nochmal aufgreifen, weil ich den nochmal bisher auch etwas fand, was vielleicht nicht so typisch in der öffentlichen Diskussion einfach stattfindet. Genau, das ist bei den, insbesondere bei den Chancen der Digitalisierung, ist wirklich aus unserer Sicht, das kann jetzt nicht für die große Onshore-Wirtschaft oder sowas sprechen oder für den großen Netzbetrieb, aber das, was die Verbraucher unmittelbar betrifft, die Chance jetzt wirklich teilzuhaben, selber mit dem Geld, was sie in die Hand nehmen, nicht nur den Windpark mit zu unterstützen, sondern sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, das machen jetzt viele schon, auch schon viele sehr lange,
Im Moment erleben wir, dass die Verbraucher sich derzeit noch nicht wirtschaftliche Batteriespeicher daneben stellen, in die Garage oder in den Keller. Rechnet sich im Moment trotz KfW-Förderung noch nicht. Es machen trotzdem viele, zunehmend, weil sie damit, wenn man sie fragt, warum machen sie das? Ja, wir wollen unabhängiger werden, wir wollen autark werden, sagen auch einige. So, wenn man dann sagt, ja, aber mit normalen Energiesparmaßnahmen, neuer Kühlschrank, bessere Wärmedämmung, Energieeffizienz, wird ja auch die Energierechnung runtergehen, wird ja auch unabhängiger werden. Warum macht er das denn nicht? Ja, nee, das ist was anderes, wir wollen diesen Batteriespeicher haben. Das heißt, wir erleben jetzt erstmalig auch, dass dieses ganze Thema Energie, was für viele Verbraucher von den 40 Millionen Haushalten eben die 38,5, die noch keine PV-Anlage irgendwie haben, die sich in der Regel mit ihrem Energieverbrauch ja gar nicht beschäftigen wollen, die ihren Stromverbrauch nicht kennen, das ganze Dilemma auch in der Energieeffizienz, das kennen wir alles viel beschrieben. Und jetzt erleben wir erstmalig, dass es Verbraucher gibt, nicht nur, weil sie erzeugen, sondern auch, weil sie anfangen, selber zu speichern, weil sie dann anfangen, auch alte, ineffiziente Geräte rauszuschmeißen, weil sie ihnen irgendwie diesen Eigenverbrauch, diesen Autarkiegrad kaputt machen. Und das ist natürlich eine große Chance, wo wir im Moment, jetzt haben wir das, gibt viele gute Gründe, den EEG-Entwurf jetzt irgendwie in Bausch und Bogen zu verdammen. In einer Nuance ist ja zumindest der letzte Stand, den ich kannte, steht weiterhin die 10 kW Bagatellgrenze ohne EEG-Umlage für die Eigenstrom, für den Eigenverbrauch. Wir würden uns wünschen, dass das auf 30 kW hochgeht. Ich vermute, das ist im Moment nicht machbar, aber es wäre sinnvoll, weil wir dann nicht nur wirklich die Eigenheimbesitzer mit ihrer PV-Anlage drin hätten, sondern dann hätten wir bei 30 kW auch größere Anteile von Mieterstromprojekten drin. Etwas, was wir sehr sympathisch finden, was wir auch genau in diesem Sinne, wenn man selber erzeugt, bekommt man und auch speichern selber nutzen kann, bekommt man ein anderes Verhältnis dafür. Dann haben wir die Chance, wieder auch so ein Gelegenheitsfenster bei den Verbrauchern zu wecken, sich überhaupt mit ihrem Energieverbrauch, mit ihrer Effizienz so zu beschäftigen. Das ist eine große Chance, die ich hier sehe, bedeutet aber natürlich auch, und das ist auch dann die Schattenseite, Energiewende ist und Digitalisierung sind Strukturwandelprojekte, da gibt es nicht nur Gewinner. Wir wollen die Verbraucher an dieser Stelle, die Prosumer, zu Gewinnern machen, aber in vielen Diskussionen vor Ort mit örtlichen Energieversorgern, auch mit den vielerorts sehr sympathischen Stadtwerken, erlebe ich, dass sie nun mal ganz klar im Vertrieb hier die Verlierer werden. Das bleibt ja nicht aus, wenn wir selber stärker auf Eigenverbrauch und Eigenerzeugung gehen, und das muss man, glaube ich, auch einfach klar dazu sagen. Ja, Herr Brabeck, genau. Und danach würde ich dann, weil jetzt eben die Stadtwerke auch schon angesprochen werden, als mögliche Verlierer das gerne nochmal aufgreifen, was das an der Stelle bedeuten kann. Und ich habe ja eben auch schon in der Einführung gesagt, naja, es ist natürlich auch schon eine gewisse Veränderung und Gefahr auch für Energieversorger damit verbunden, wobei man deswegen ja nicht sagen kann, dass man es nicht macht. Aber es ist ja eine Veränderung, vor denen Sie stehen. Dann ja, das wäre ja nicht das erste Schlimme, was auf uns zugekommen wäre, ja. Nein, man kann da viel jammern, aber ich glaube, wenn sich ein Geschäftsmodell überholt, dann ist es halt so. Ja? Ich habe letztens in Berlin auf einer Podiumsdiskussion bei so einer lustigen, nachhaltigen Start-up-Initiative da auf dem Podium gesessen mit einem von Grundgrün, glaube ich, oder irgendwie, also irgendeiner von den Grünen. Der war total biestig, der hat die ganze Zeit nur schräg geguckt und da irgendwie rumgemotzt oder so weiter. Der hat aber kein anderes Geschäftsmodell, als Strom zu verkaufen. Wenn demnächst die Leute direkt vermarkten und die eigenen Hände nehmen von erneuerbarem Strom, dann ist sein Geschäftsmodell komplett weg. Wir können immerhin noch mal überlegen, werden wir vielleicht irgendwo Portfolio-Manager oder managen oder helfen wir, solche Dinge zu machen. Also ich glaube, da darf man jetzt nicht heulen, sondern muss man einfach sehen, gibt es Alternativen, kann man eben andere Dinge tun, die sozusagen in die Energiewende passen, und den klassischen Vertrieb, der wird halt schwinden, das ist einfach so. Also das ist bei anderen, bei Einzelhandel genauso, das ist jetzt Internet und so weiter, oder man teilt und kauft gar nicht mehr, sondern guckt zusammen Fernsehen oder so, überall tun sich ja so Dinge auf, verändern sich Dinge. Aber Herr Sieverding hat ja ein wichtiges Ding angesprochen. Vieles passt heute nicht mehr, was früher mal gepasst hat. Die wesentlichen Abgaben oder wesentliche Komponenten im Energiesystem bezahlen wir oder rechnen wir heute immer noch über Kilowattstunden ab. Wir laufen aber erstens in eine Welt, wo EEG-Förderung eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Es gehört eigentlich in Steuer. Und weil wir mit der momentanen Situation, mit der Abgaben eben genau diese Modelle belasten, die
dann möglich wären. Ja? Also das, wir führen ja diese Diskussion der EEG-Befreiung, Umlagebefreiung, nur deswegen, weil es die gibt und weil die auf die Kilowattstunde umgelegt wird. Das müsste man wirklich mal rangehen, das Gleiche mit Netzentgelten. Die ganze Infrastruktur, Erneuerbare, auch die Kraftwerke, die irgendwann mal kaum noch Kilowattstunden erzeugen, aber nur noch Backup stehen, die Netze, alles Kapitalkosten, kaum noch variable Kosten und trotzdem rechnen die wir alle noch über Kilowattstunden ab, also über Arbeit, über einzelne Einheiten. Und das System kann irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Also da muss man grundsätzlich mal ran. Ja. Wolltest genau. du noch eine ja. Frage stellen oder nicht? Ja, ich hatte das eben auch so verstanden. Der Udo Sieberding hatte ja so ein bisschen da auch drauf angesprochen, dass hoffentlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, und dafür ist er ja auch mit da, die Gewinner der Energiewende sind, aber vielleicht können nachher die Stadtwerke die Verlierer sein. Ja, die Was Verbraucher tun denn die und Verbraucherinnen, ob die Gewinner der Energiewende sind, das ist eine vielfältige Frage. Der Andreas Brabeck, also das mag für den einen oder anderen im Publikum befremdlich sein, dass sich hier relativ viele auf dem Podium duzen, bis hin zu RWE-Kollegen oder wir beide jetzt, Wiebke und ich, das hängt einfach damit zusammen, dass diese Energiewirtschaft ein extrem kleiner Bereich ist. Und das ist eine wichtige Aussage, das hört sich jetzt komisch an, aber auch bei den großen Konzernen gibt es erstaunlich viele nette und liebenswerte Menschen, sogar bei Stadtwerken. Also deswegen ist das insgesamt, also deswegen ist, wird oder kann Oliver Krischer beispielsweise, wie auch Wiebke Grimms, mit allen sprechen, deswegen würden auch immer alle kommen, wenn sie eingeladen sind. Das vielleicht als Vorbemerkung. Das eine, was ich grundsätzlich sagen will, dieses Gesetz zur Digitalisierung kommt viel zu spät. Also was hier kaum einem klar ist, und wenn Sie davon reden, dass wir Weltmarktführer sind, wir sind auf dem Abstiegsplatz in Europa. Wir werden im Jahr 2020 in Europa 200 Millionen intelligente Zähler haben. Davon werden 2 Millionen in Deutschland stehen. Wir mögen ja nicht, ich sage mal, 50% der Bevölkerung ausmachen, nicht mal 25%, aber wir machen auch nicht 1% aus. Es ist wirklich 2 Millionen von 200 Millionen werden in Deutschland stehen 2020. Das ist ein Treppenwitz. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, das wir hier machen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat mit Sicherheit auch Gründe in den letzten beiden Bundesregierungen, ohne Zweifel. Es ist interessant, dass, oder ist für viele überraschend, dass Oliver Krischer zu den Treibern der Digitalisierung gehört, weil er in erster Linie die Chancen sieht. Jetzt zur Frage, wer verliert. Es gibt sowas wie eine schöpferische Zerstörung und das erleben wir im Moment gerade im Bereich der Energiewirtschaft. Und die traditionelle alte Energiewirtschaft hatte überhaupt keine Kunden, die hatte Zähler. Wir hatten eigentlich nur Zähler und wir haben unsere Größe, also der eine Stadtwerkechef oder der eine Vertriebschef bei RWE hat zum anderen Vertriebschef bei RWE gesagt, wie viele Zähler hast du denn? Und wenn man dann 100.000 oder 200.000 oder 500.000 Zähler hatte, dann war man der große Macker. Bei den Stadtwerken waren es dann 25.000, aber der Kunde war völlig egal. Der musste nur die Rechnung bezahlen. Das ändert sich. Das ändert sich im Rahmen einer, ich sage es, schöpferischen Zerstörung, am Anfang über die PV-Anlagen. Und es wird jetzt weitergehen. Und wir werden uns wandeln müssen. Der Energieversorger von morgen wird mit dem Energieversorger von heute wenig zu tun haben. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe wird Versorgungssicherheit sein. Und da bin ich völlig bei Andreas Brabeck. Es wird nicht mehr die Lieferung von Kilowattstunden sein, sondern es wird die Aufgabe sein, für ein sicheres Stromnetz zu sorgen und für eine sichere Stromversorgung, und zwar jederzeit und für jeden. Ich glaube auch, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, den Klimawandel hier entgegenzutreten. Und deswegen finde ich die Überlegung zu sagen, wir müssen bei der EEG-Umlage möglicherweise in eine steuerliche Umlage hinkommen. Im Moment ist es so, dass die Aldi-Verkäuferin mit 1500 brutto, nicht netto, mit 1500 brutto genauso viel EEG-Umlage zahlt, wie der Alleinstehende oder Double Income No Kids mit einem relativ geringen Stromverbrauch, weil sie hocheffiziente Geräte haben. Das geht nicht. Das ist eigentlich eine soziale Ungerechtigkeit. An der Stelle müssen wir gesamtgesellschaftlich ran. Ich glaube nicht, dass die EEG-Umlage noch groß steigen wird. Ich sehe, die Zukunftschancen würden bei denen sein, die flexibel sind. Und jetzt wird es noch wichtiger, die Zukunftschancen wird bei denen liegen, denen die Verbraucher vertrauen. Wenn das Verbrauchervertrauen gegenüber einem Stromlieferanten YouTube, Google oder auch Facebook größer ist als gegenüber einem traditionellen Energieversorgungsunternehmen, dann haben wir verloren. Das würde ich relativ klar sagen. Ich glaube aber, dass wir eine Chance haben, das Vertrauen zu erhalten und auch weiter zu bewahren. Aber das wird das Entscheidende sein. Irgendwann hat Nixdorf niemand mehr zugetraut, einen besseren Rechner zu bauen als irgendein Koreaner. In dem Moment ist das Unternehmen dann verschwunden.
Okay, also das heißt, Stadtwerke können schon auch Gewinner sein. Sie müssen es aber nicht. Sie müssen sich natürlich auf den Weg machen. So, ich hatte die Wortmeldung von Herrn Dahlheimer, aber es waren ja eben auch Herr Dr. Thies zum Beispiel noch angesprochen. Würde ich gleich noch dann darauf zu sprechen kommen, ob wir jetzt nun wirklich Weltmarktführer sind oder nicht. Das war ja eine spannende Frage. Und ich gucke auch immer noch mal. Ich sehe aber gerade keine Wortmeldung. Das heißt, Sie wollen gleich, ja, dann nehme ich Sie gleich auf. Und wir haben jetzt eine Wortmeldung hier vorne vom Podium und dann nehme ich die beiden Wortmeldungen aus dem Publikum noch mit auf. Bitte schön. Ja, Dahlheimer erstmal. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Ja? Die Kilowattstunde ist das falsche Instrument. Trotzdem bauen wir im Moment eine Infrastruktur zur Abrechnung der Kilowattstunde. Ich bin auch beim Herrn Krischer. Digitalisierung verändert im Moment ganz viel. Bin auch bei den Verbraucherzentralen, weil ich einfach Verbandsgemeinden kenne, die ihr eigenes Stromnetz anfangen, im Boden zu vergraben. Oder Mieter, Hauseigentümer kenne, die über Grundstücksgrenzen hinweg einfach Kabel lege, um ihre Photovoltaiksysteme besser auslasten zu können. Also da ist eine ganze Menge Dynamik drin. Und warum sollte nicht ein Digitalunternehmen wie Google oder ich zähle auch mal Tesla dazu, kommen und ihnen einfach eine Batteriebox auf ihr Grundstück vorne stellen? Da fährt ein automatisches Auto vor, tauscht die Batterien und sie haben wieder für 3 Tage Strom. So, und das Ding managt sich einfach selber. Selbstfahrende Autos kriegt Tesla fast schon hin. Also ich bin mir nicht drüber im Klaren, ob die Player in 10 Jahren überhaupt noch die gleichen sind. Okay, ich würde jetzt die beiden Wortmeldungen auch direkt hintereinander dran nehmen. Wenn Sie halt eine Frage an jemanden speziellen haben, dann vielleicht vorher sagen, dann weiß derjenige direkt Bescheid, dass er dann gleich dran ist. Und ansonsten gerne Statements oder Fragen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Schönbeck, ich komme aus Petershagen. Für mich war jetzt das Stichwort gerade, wie der Herr Elmar Thün gesagt hat, es geht um das Vertrauen des Verbrauchers und konträr zu dem Vertrauen stehen ja halt die Ängste der Verbraucher. Und so wie das Professor Dr. Grevler mal geschrieben hat, dass man dann nicht zu Hause sitzt und das Gefühl hat, wenn ich jetzt meine Kaffeemaschine angucke, ja, ich werde hier genau beobachtet. Meine Frage, ohne digitale, klare Datenerfassung geht es nicht, aber muss man wirklich, kann man diese Daten nicht zusammenfassen, wenn ich jetzt den Ortsteil nehme, aus dem ich komme, und da gibt es ein bestimmtes Verhaltensprofil. Muss man denn wirklich das Profil des Einzelnen speichern? Kann man nicht die Profile einer gesamten Region, eines Ortsteils speichern? Würde das nicht vollkommen ausreichen? Das würde doch dem Einzelnen mehr das Gefühl geben, dass er da nicht transparent ist und dass er da auch wirklich vertrauen könnte. Weil dass Daten sicher sind, das ist etwas, was ich nicht glaube. Und ich glaube, so geht es vielen. Deswegen wäre es mir lieber, bestimmte Daten werden gar nicht erst erfasst oder als Sammeldaten erfasst, sodass ich als Individuum im Detail gar nicht erscheine. Ja, wer mir da die beste Antwort drauf geben kann, das würde ich mal in die Runde werfen. Aber danke. Ich würde einmal, wir nehmen einmal die zweite Wortmeldung dazu, weil wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, dass wir weitermachen und dann kommt hier vorne nochmal auf dem Podium die Antworten. Bitte schön. Meine Frage geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das zwar, Mikro vielleicht nochmal einmal ein bisschen runter, ja, ein bisschen näher ran. Genau. Also mein Name ist Moritz Dago und ich komme aus Mülheim. Und bei uns wurde der analoge Zähler durch einen digitalen ersetzt, weil das das EVU so wollte. Und wurde ja gerade eben schon angesprochen, dass die EVUs jetzt die Daten schon auswerten. Aber wenn man die als Anwender auswerten möchte, braucht man noch ein Zusatzgerät und das wäre kostenpflichtig. Trotzdem glaube ich, dass eben dieses digitale Haus kommen wird. Und zwar glaube ich das deshalb, weil ich gerade miterlebe, bei uns in Bochum findet so ein Webprojekt statt und da geht es darum, dass also für Smartphones eine App entwickelt werden soll, mit der man die Haustechnik steuert. Und deshalb geht meine Frage auch an den Herrn Thies von RWE, inwieweit die mit dieser EE-Bus-Initiative zusammenarbeiten. Es gibt ja schon seit langem dieses intelligente Haus von der Uni Duisburg-Essen.
hier denken immer noch Leute, es käme darauf an, ob wir das brauchen. Wir haben also überall einen Anbietermarkt und es ist so, dass diese Geräte produziert werden. Und man muss auch sehen, Mikrocontroller sind viel billiger als die jetzigen Schaltplatinen. Das heißt, die Mikrocontroller-gesteuerte Geräte werden ohnehin kommen. Wir haben gar nicht die Entscheidung, ob wir das wollen oder nicht, sondern die werden einfach nach und nach den Markt fluten. Und dann habe ich noch eine Zusatzfrage, die in eine ganz andere Richtung geht. Warum gibt es eigentlich zu Hause kein 12 oder 24 Volt Gleichstromnetz? Wir haben lauter Geräte, die alle Gleichstrom brauchen. Und wir haben Photovoltaikanlagen, die Gleichstrom erzeugen. Und es gibt bereits mit USB einen Standard, der 5 Volt erzeugt. Also man braucht ihn nicht immer umzuspannen. Okay, es ist sicherlich ein spannender Aspekt. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, was wir heute und auch in der Runde wirklich diskutieren können. Ja? Also deswegen... Ja, gerade eben wurde angesprochen, es gäbe zu viele Daten, und ich sage, die im Haus produzierten Daten werden noch viel mehr werden. Ja, genau. Machst du dein Mikrofon bitte dann auch wieder aus. Und ich habe jetzt noch eine dritte Wortmeldung, die würde ich jetzt eben noch dazu nehmen, und dann machen wir hier für diese Frage den Abschluss hier vorne und gehen zur nächsten. Bitte schön. Machen wir dann gleich beim nächsten Punkt, ja, bitte. Ulrich Burmeister, mein Name, im Bauministerium zuständig für energetische Quartierserneuerung. Ich habe etwas nicht verstanden und möchte einmal nachfragen, und zwar die Abschaffung der Kilowattstunde. Das habe ich nicht verstanden, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum man irgendetwas intelligent steuern soll, wenn sozusagen der Aspekt der Arbeit abgeschafft wird und am Ende ein steuerfinanziertes System dabei rauskommt. Ich kann das verstehen, dass viele im Moment Geld damit verdienen wollen, dass sie reine Reservekapazitäten vorhalten, also keine Arbeit leisten, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Mich erinnert das so ein bisschen, bei den Grünen gibt es ja seit Jahrzehnten eine Diskussion, die ohne Ergebnis geführt wurde, nämlich die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich habe das Gefühl, so habe ich es jetzt verstanden, aber Sie können mir das gerne erklären, dass es nicht so gemeint war, dass die Abschaffung der Kilowattstunde das bedingungslose Grundeinkommen in der Energiewirtschaft sein könnte. Nein, 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 das ist es nicht. Also so viel können wir schon mal sagen, oder kommen wir gleich noch drauf zu. Matti leitet jetzt kurz um. Ich würde vielleicht die Frage hier vorne aus Petershagen aufnehmen, ein bisschen dazu sagen, dass wir das ja im späteren Bereich noch die Stichworte, in welchen Intervallen und in welcher Weise muss man Daten erheben, nochmal aufgreifen werden, in der Detaillierung auch. Ich würde aber die Frage, die damit verbunden war, zum einen an Herrn Greveler und ich glaube auch an Herrn Dahlheimer richten wollen. Was können wir denn eigentlich oder wie können wir eigentlich durch technische Rahmenbedingungen das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken und vielleicht auch damit verbunden, welche rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen Sie, um technisch etwas zu schaffen, was dann zu vertrauenswürdigen und für die Verbraucher akzeptablen Lösungen führt. Ja, vielen Dank. Also auf die Frage kann ich auch direkt eingehen. Ich habe die Digitalisierung ja in meinem Eingangsstatement auch begrüßt, will aber auch gleich dazu sagen, ich denke auch, die kommt sowieso. Also die können wir vielleicht politisch gestalten oder regulativ beeinflussen. Aber das ist etwas, was einfach auf uns zurollen wird. Alle eingebauten Komponenten dieses zukünftigen Stromnetzes, ob das dann Smart Grid ist oder nicht, werden digital sein, miteinander kommunizieren können zumindest. Was jetzt diese Granularität angeht, die Sie angesprochen haben, dass man quasi schauen könnte als einer dieser Player, ob jemand gerade eine Kaffeemaschine benutzt hat oder nicht, diese Daten benötigen wir natürlich nicht, um jetzt dieses Smart Grid der Zukunft zu bauen. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, auch diesem Eingangsstatement, das möchte ich vielleicht nochmal klarstellen, habe ich überhaupt nicht vom Smart Meter gesprochen. Also der mag eine wichtige Komponente sein bei diesem digitalen Stromnetz, aber er ist in erster Linie immer noch eine Abrechnungskomponente, eine Tarifierungskomponente. Nicht unbedingt die Komponente, die Daten liefert, um ein Netz zu stabilisieren. Das wären eher Netzsensoren, wie Sie schon gesagt haben, es wären aggregierte Daten. Das können also, vielleicht anschaulich beschrieben, kleine Kästen im Niederspannungshauptverteiler am Straßenrand. Sie kennen diese grauen Kästen am Bordstein. Also dort wäre das eher veranlagt, verortet. Und dort könnte man tatsächlich auch Daten von mehreren Haushalten gleichzeitig aufnehmen, sodass sich dann gewisse Datenschutzproblematiken auch gar nicht mehr stellen. Das ist ja übrigens auch gleichzeitig dieser Aspekt,
Privacy by Design, dass man das schon bei der Planung der Architektur berücksichtigt. Und wenn man keine personenbezogenen oder haushaltspersonenbezogenen Daten braucht, dann sollte man sie weder erheben, noch speichern, noch übertragen. Okay, vielen Dank. Ich würde die Frage dann, also Herr Selzer hatte sich gemeldet, vielleicht einfach zu dir weitergeben. Okay. Ja, auch nochmal da unterstützend, bei der Granularität der Datenerhebung bin ich auch Ihrer Meinung, ich brauche nicht die Werte des einzelnen Verbrauchers oder des einzelnen Haushalts. Wir leben im Zeitalter von Big Data, wo man dann eben ja gerade mit den großen Datenmengen, die man hat, insbesondere auch Rückschlüsse auf das Individuum ziehen kann. Das heißt, ich brauche gar nicht zu wissen, was das Individuum, also was jetzt Herr Schulze in der Meierstraße 13 verbraucht, weil ich das aus statistischen Gründen sowieso weiß. Er weiß es vielleicht selbst nicht mal so genau, wie die Leute, die diese Daten erheben, das wissen. Wenn man jetzt, ich bin ja Nerd, jetzt unbedingt wild darauf ist, sich selbst zu verdaten und zu gucken, was verbrauche ich denn zu Hause, dann soll man sich mit Gottes Segen, ich bin ja von der evangelischen Kirche, soll man sich mit Gottes Segen so ein Zusatzgerät kaufen und gucken, was geht in meinem Haushalt gerade ab. Das kann ja durchaus auch interessant sein. Ich frage mich nur, welchen Erkenntnisgewinn ziehe ich daraus? Also wenn ich jetzt wirklich mal Strom sparen will, dann gucke ich auf meinen alten gammeligen Wäschetrockner und stelle fest, da ist mal ein neuer dran, weil der alte einfach eine Energieeffizienzklasse hat, die gewisse Einsparpotenziale bietet. Deswegen, wenn ich jetzt wirklich mal ziemlich offensichtlich Strom sparen will, dann lautet die Binsenweisheit, kauft ihr einfach Geräte, die weniger Strom verbrauchen. Und dafür brauche ich auch keinen Smart Meter oder irgendeinen intelligenten Verbrauchszähler. Ich würde direkt dazu noch im Anklang. Also ich habe bei Fraunhofer eine Smart Meter Infrastruktur mit etwa 400 Haushalten, die wir aus Projektgründen betreue, die wir als Forschungsplattform benutze. Ganz spannendes Ding. Und es gibt da so zwei Gegebenheiten, die dich eigentlich vollkommen unterstützen. Das erste ist, etwa nach 6 Wochen meldet sich ein neuer Teilnehmer bei mir oder bei einem meiner Mitarbeiter. Hier, ihr seht ja alle möglichen Daten von mir. Ja, deswegen haben wir in unserem Teilnehmervertrag entsprechende Klauseln drin, wir geben die Daten nicht nach außen und so weiter. Das ist aber einfach eine reale Sorge. Ja, sobald Leute mit ihren eigenen Verbrauchsdaten konfrontiert werden, kommen halt Denkprozesse zugange. Und ich glaube, man kann das im Moment noch gar nicht so abschätzen, was da kommen wird. Das andere sind die Einspareffekte. Das sind Einmaleffekte. Ich kaufe mir halt einmal einen neuen Wäschetrockner oder ich schaffe einfach meinen Wäschetrockner ab. Ich habe eine Dachterrasse, dort wird getrocknet. Das sind aber Einmaleffekte. Ein Smart Meter muss ich halt kontinuierlich bezahlen. Und das geht immer so ein bisschen unter. Ich habe jetzt die Wortmeldung von Oliver Krischer noch. Ich glaube, da war auch die Frage mit den Kilowattstunden sonst noch mal offen. Und dann würde ich zum Abschluss für diese Frage Herrn Dr. Thies noch mal das Wort geben und auch direkt zur nächsten Frage überleiten. Wir müssen halt so ein bisschen gucken, aber wir kriegen das, glaube ich, noch gemeinsam hin, weil da wird es dann... Darf ich nur ganz kurz antworten, weil das jetzt gerade mein Bereich war? Wenn es ein Satz ist. Das finde ich sehr nett, vielen Dank. Ich wollte nur sagen, dass Sie, bei mir fing das auch so an, ich habe mir dann einen neuen Gefrierschrank gekauft und dann habe ich mir so ein Teil geholt für die Steckdose, wo ich die Daten abrufen darf. Und Männern machen Daten einfach Spaß. Und wenn ich dann sehe, das finde ich doch klasse, genau. Und mit diesen Daten habe ich dann angefangen zu gucken, was macht der Wasserkocher, was macht der Toaster. Ich glaube, dass das tatsächlich so ein Selbstläufer dann werden kann, ne? Das wollte ich nur ergänzen. Danke. Okay, Oliver Krischer. Also ich glaube, die Begründung für den Smart Meter Rollout, die wir jetzt ja haben, ist ja die, dass das Sammeln der Daten, das Aggregieren der Daten dann zu mehr Netzstabilität, zu mehr, wir bringen Erzeugung und Verbrauch, führen soll. So, mein Eindruck ist, das wurde auch gerade schon angesprochen, dafür muss man eigentlich nicht auf die Haushaltsebene gehen, sondern da reicht der Ortsnetz-Trafo. Also quasi für einen Stadtteil, eine Straße, da die Daten dann zu sammeln. Und das reicht schon für das System. Eine völlig andere Diskussion ist die, was dann die Frage Einsparung und
möglicherweise irgendwelche darauf entstehenden Geschäftsmodelle mit Smart Home, intelligente Haussteuerung stattfindet. Und für mich ist die große Frage, die ich ehrlich gesagt auch bis jetzt nicht beantwortet habe, wird der Smart Meter in irgendeiner Weise eine Rolle spielen bei diesen neuen Geschäftsmodellen? Oder, also wenn er denn kommt, ich gehe jetzt mal davon aus, die Bundesregierung wird es irgendwie machen, aber wenn er denn kommt, wird das eine Rolle spielen oder wird das überhaupt keine Rolle spielen? Haben wir da einfach nur einen Zähler, der jetzt irgendwie das digital erfasst und funken kann und spielt dann ansonsten überhaupt keine Rolle mehr? Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Und wenn ja, kann man etwas machen, dass darauf neue Geschäftsmodelle entstehen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Diskussion. Zu der Frage von Uli Burmeister. Natürlich, es geht nicht darum, die Kilowattstunde nicht mehr zu bepreisen, sondern es geht darum, bestimmte Kosten, die bisher über die Kilowattstunde, über den Verbrauch der Kilowattstunde abgerechnet zu werden, da andere Komponenten reinzukriegen. Die EEG-Umlage ist das eine. Wir zahlen mit der EEG-Umlage quasi die Entwicklung der Erneuerbaren in der Vergangenheit. Die könnte man aber auch anders finanzieren. Weil eigentlich, warum soll jemand, der jetzt Strom verbraucht, die Kosten der Technologieentwicklung aus der Vergangenheit zahlen? Die Frage kann man stellen. Was meines Erachtens die in Zukunft wichtigere Debatte noch ist, ist, dass wir nicht Netzentgelte stumpf auf eine Kilowattstunde umlegen, völlig egal, wann sie verbraucht wird, sondern dass es da eine Zeitkomponente reinkommt. Also beispielsweise, wenn das Netz belastet wird, ist das Netzentgelt höher. Wenn ich meinen Stromverbrauch zu Zeiten habe, wo keine Netzengpässe sind, wo weniger vorgehalten werden muss, dass dann das Netzentgelt geringer ist. Das meines Erachtens, da stehen große Veränderungen notwendig, um die Preissignale hinzukriegen, dass Leute tatsächlich ihr Verbrauchsverhalten, ich glaube, das ist jetzt weniger ein Thema im Privathaushalt als mehr in Industrie und Gewerbe, ihr Verbrauchsverhalten verändern und wir dann sowas hinkriegen wie Lastverschiebung und Lastmanagement. Ich hoffe, das ist damit klar geworden. Also es geht hier jetzt nicht um ein Grundeinkommen, was angesprochen wurde, oder gerade eine Flatrate, sondern wirklich, dass man einfach aufgrund der veränderten Energieversorgung und der anderen, dass eben auch viele, nicht nur Verbraucher sind, eben wo das Wort Prosumer mal benutzt, sondern auch Energieerzeuger geworden sind und damit nicht mehr so viel Kilowattstunden aus dem Netz ziehen, dass man aber trotzdem gucken muss, wie diese gesamten Kosten zum Beispiel für das Netz trotzdem, das ja auch benutzt wird, auch irgendwie umgelegt werden. Das ist eine dieser Debatten, die wir dabei haben. Herr Dr. Thies, ich würde jetzt überleiten wollen zu der zweiten Frage, die ja lautet, oder der Satz, der Einbau von intelligenten Messsystemen und einer intelligenten Steuerung bedeutet. Sie dürfen diesen Satz jetzt gerne vervollständigen. Ich habe aber aus der Runde eben noch offen die Frage oder der Widerspruch, der zu Ihnen kam. Naja, Sie haben gesagt, wir sind irgendwie Leitmarktanbieter, wir sind ganz toll in Deutschland. Wir haben aber eben gehört, naja, eigentlich hinken wir hinterher. Was stimmt denn jetzt nun? Ja, vielleicht ganz kurz. Ich habe einmal die Automatisierung der Prozesse in der Produktion gemeint. Dort sind wir Weltmarktführer bei diesen Systemen, die dahinter stehen. Ist, glaube ich, keine Frage. Wenn wir diese gleiche Systematik, die wir eigentlich bei der Fabrikautomation kennen und ein Energieversorgungssystem, ist im Prinzip überhaupt nichts anderes. Wir müssen einfach mal nur miteinander reden, wie die das machen, wie könntet ihr das machen. Damit das Ganze auch funktioniert in der Digitalisierung, weil die Produktion ist digitalisiert bei uns. Da sind Systeme dahinter, die ganz komplexe Systeme funktional sicher führen als Arbeitsschutz und als Schutz gegen elektrischen Schlag. Und bei der Energiewende zerreden wir das irgendwie ganz komisch. Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Weil wenn wir die Energiewende wollen, und ich glaube, das wollen wir zum Klimaschutz, dann ist alles das, was wir tun in der Digitalisierung, richtig. Und wir wissen auch alle, dass es Geld kostet. Und irgendwie muss es bezahlt werden, ob es jetzt über EEG-Umlage, über Steuern oder sonst was. Letztendlich hat jeder was davon, denn wenn es nicht funktioniert, haben wir alle nichts. Und das ist in dem Buch Blackout ja sehr gut beschrieben worden. Insofern ist das eigentlich eine ganz interessante Diskussion. Und in dieser Diskussion machen wir ja dem Verbraucher Angst. Wir reden dann über Daten, die wir eigentlich gar nicht brauchen, um das System intelligent machen zu können. Und schon sind wieder alle dagegen. Dann reden wir, alle brauchen jeden Smart Media. Für was denn? Wir sagen, um das Energiewende machbar zu machen, brauchen wir das alles gar nicht. Warum gibt es ein Gesetz zum Smart Meter? Was soll das? Das muss doch das System, das müssen doch die Menschen, wir die Verbraucher
Und diejenigen, die den Strom in das System reinbringen und die Unternehmen, die die Dinger verkaufen wollen, doch eigentlich wissen, wie man das macht. Das kann doch die Bundesregierung nicht sagen, dass der Smart Meter jetzt die Lösung ist. Jeder hat einen Smart Meter und lacht sich tot. Und da geht man zu Anfang, geht man dann 3 Monate lang, ist man da interessiert dran und schaut, wie der Verbrauch so ist. Und dann ist das Interesse sowieso vorbei. Man kann ja nichts verändern da drin. So, das heißt, wir brauchen wirklich völlig anderen Zugang zu dem gesamten System. Und das kann man lernen in der Fabrikautomation. So, jetzt die zweite Frage. Ja, wenn Sie wollen, ja. Passt ja sehr gut schon, ne? Ja, der Einbau von intelligenten Messsystemen und einer intelligenten Steuerung bedeutet, das Energieversorgungssystem völlig umzubauen, weil es dafür gar nicht vorgesehen war. Okay. Ich habe Ihre Wortmeldung gesehen. Ich würde gerne einmal noch einen zweiten, ich mache jetzt nicht so eine Schnellfeuerrunde wie gerade, sondern würde jetzt so ein, zwei Leute immer so dran nehmen und dann nochmal das Publikum mit dazu nehmen. Die Wortmeldung habe ich auch gesehen. Ich finde, dass dazu sehr gut passen würde, wenn Sie vielleicht darauf reagieren, Herr Brabeck, oder Ihre Meinung dazu sagen. Irgendwo muss, glaube ich, das, der, es lag neben Ihnen. Der Krischer sitzt drauf. Ja. Nein. Ja, also wenn man diesen Satz vervollständigen will, würde ich erstmal sagen, es bringt erstmal gar nichts. Es bringt erstmal ein bisschen mehr Stromverbrauch, denn die Elektrischen brauchen mehr Strom als die anderen. Ferraris-Zähler, die alten Blechkisten. Ich habe erstmal nichts außer 70 Euro mehr Kosten im Jahr als Verbraucher. Und es wirft auch die Frage auf, gehen wir eigentlich da, also andersrum, ich finde es völlig vermessen, dass das BMWi oder ein einzelner Mensch im BMWi glaubt, er könne vorhersehen, was wir in 10 Jahren für eine Infrastruktur im Haus brauchen, um diese Digitalisierung da zu machen und neue Produkte zu machen. Das finde ich völlig vermessen, das ist Wahnsinn, ja. Ich meine, das iPhone ist 8 Jahre alt und in 8 Jahren werden wir den Smart Meter Rollout zu Ende haben. Ja, und also wer jetzt hier wird mal aufzeigen, wer glaubt, er weiß, was in 8 Jahren an Produkten und Möglichkeiten da am Start ist. Ja, und zu glauben, eine einzige Infrastruktur, also dieser Ding müsse jetzt alles können und wird auch alles können. Ja, ich meine, Digitalisierung lebt doch eigentlich davon, dass man über eine extreme Vernetzung enorme Datenspeichervolumen billigst und auch noch vernünftige Plattformen wie eBay, Airbnb und so weiter, sehr, sehr kleinmargige Angebote vom Anbieter zum Nachfrager bringen. Also kleine Dinge, so, das ist auch bottom-up, ja, und ich finde, so muss auch letztendlich die Infrastruktur getrieben werden, außer Telekommunikationsinfrastruktur, also leistungsfähige Breitbandnetze und sowas brauchen wir auf jeden Fall, aber alles andere, was wir in Infrastruktur brauchen, muss doch von den Produkten her getrieben werden. Wenn wir zum Beispiel als RWE, wir bieten so einen kleinen Service an, wo auch Leute mit kleinen KWK sich am Regelenergiemarkt beteiligen können. Ja? Und dann bringen wir die Steuerbox gleich mit, und zwar kostenlos, weil wir wollen ja mit dem zusammen da ein Angebot machen und das rechnet sich für den dann auch. Der muss aber nicht dann für die Device noch zahlen. Und so würden wir das auch mit vielen anderen Dingen wie Aggregation oder so weiter machen. Ja? Also wenn ich ein Produkt habe, das sich rechnet, bringe ich das Ding mit, was ich dafür brauche. Und es ist völlig blödsinnig, in viele deutsche Haushalte, 2,5 Millionen oder was werden wir, 5 Millionen am Rollout haben oder irgendwas, in alle Haushalte ein maximal, sozusagen einen beschussfesten, geländegängigen Ferrari zu hängen, wenn ich nun einen getunten Golf für die meisten Anwendungen brauche. Um jetzt einfach nur mal kurz nachzuhaken, das heißt, Sie sagen, Politik muss eigentlich nicht wirklich technische Vorgaben machen, aber ich sag mal, Politik ist, wenn dann dafür da, zu sagen, welche Datenschutzstandards braucht man, so das vorzusetzen und alles andere macht dann die Industrie schon von alleine. Okay. Ich habe jetzt die Wortmeldung von hier vorne, von Jan Dobertin und Udo Sieverding. Ich würde aber erstmal Jan Dobertin einmal kurz nehmen, dann die Wortmeldung aus dem Publikum, wenn das okay ist. Dann gehen wir wieder hierhin zurück. So, bitte. Ja, ich würde mich da ganz gerne auch nochmal anschließen wollen. Ich würde den Satz nämlich auch vollenden mit, bedeutet nicht automatisch, dass diese unbedingt intelligent genutzt werden, diese neuen Steuerungssysteme.
und auch pauschal Vorteile für das Gesamtsystem bieten. Also ich glaube, Smart Meter sind eben kein Selbstzweck, sondern wir müssen eben ganz klare Prioritäten setzen, wenn wir das System intelligent machen wollen, wenn wir es überhaupt dann sogar staatlich getrieben machen wollen. Und ich glaube, da schießt eben, das ist ja auch deutlich geworden, auch in der Einführungsrede von Oliver Krischer, der aktuelle Gesetzentwurf eben doch deutlich über das Ziel hinaus. Also diese Prioritätensetzung und auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, glaube ich, da nicht adäquat abgewogen. Und wenn wir als Erneuerbarenverband natürlich es begrüßen beispielsweise, dass neue Anlagen ans Netz kommen, auch im häuslichen Bereich, Udo Sieverding hat es angesprochen, dann ist es natürlich so, dass wir in letzter Zeit immer mehr sehen, dass es da immer mehr Hürden gibt, beispielsweise mit der Eigenstromumlage, aber beispielsweise jetzt auch mit solchen Systemen, die eben neue Kosten hervorrufen. Und aus netztechnischer Sicht gibt es beispielsweise also bisher keine belegbare Studie, die sagt, dass wir eigentlich Anlagen mit einer Erzeugungsleistung höher 30 Kilowatt Peak netztechnisch mit Smart Mietern ausstatten müssen. Also da gibt es keine Belege. Aber es wird jetzt eben vorgegeben und führt dazu, dass es zu massiven Mehrbelastungen in der, sag ich mal, Kalkulation solcher Anlagen kommt und vielleicht dann eine weitere Hürde auch darstellt, dass solche privaten Haushalte auch in solche Anlagen investieren. Also ich plädiere dafür, eben ganz klar eine Prioritätensetzung zu machen und auch zu schauen, welche geringerschwelligen Möglichkeiten gibt es. Oliver Krischer hat es angesprochen, Ortsnetztransformatoren. Die müssen intelligent gemacht werden. Die können sicherlich auf einer deutlich niedrigeren Kostenebene ähnliche Funktionen erreichen, als wenn wir jetzt einen umfassenden Smart-Meter-Rollout haben. Und auch die Kilowattgrenzen bei den Verbrauchern, ich meine, gut, das ist ja eigentlich das Thema von Udo Sieverding, aber auch die sind sicherlich deutlich zu niedrig gesetzt. Also man müsste sie eigentlich höher setzen, um damit eben auch den, sag ich mal, die Zahl der Rollouts auch deutlich zu minimieren. Also da ist einfach zu viel Vorgabe, zu viel Reglementierung und natürlich auch für uns als Erneuerbarenbranche auch ein Problem. Das ist auch nochmal angeklungen, die Frage der Steuerungstechnik. Also viele haben eben schon in innovative und intelligente Steuerungssysteme investiert und kriegen jetzt quasi die Vorgabe, über dieses neue System kommunizieren zu müssen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob da nicht Investitionen geflossen sind, die jetzt eigentlich dann hinfällig werden. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin gerade noch so ein bisschen immer, das war ja in der ersten Fragerunde auch schon so, wie nah hier wirklich viele, obwohl man so unterschiedliche Blickpunkte hat, sagen wir, ich spreche jetzt auch noch mal RWE an, wie ich glaube, so nah, so oft ist man vielleicht LEE und RWE sonst nicht beieinander, aber ist ja auch mal schön, tut dann ja auch mal gut. Ich dachte immer, wir versuchen ja hier immer so ein bisschen eine bunte Runde zu machen, aber ein bisschen mehr Kontroverse, das muss ja aber nicht sein. Da gibt es ja wieder die Kohleveranstaltung. Ja, das machen wir dann ein andermal. Genau. Gut, bitteschön, die Wortmeldung einmal. Hallo, so gut. Also ich möchte nur Herrn Kies bestätigen. Mein Name ist Lederer, ich bin vom BUND. Es hat ja von der Stadt Düsseldorf in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und ich glaube auch mit der Verbraucherzentrale eine Aktion gegeben. Am Anfang hatten sie ungefähr 80 Leute zusammen, die dann gemessen wurden, so ungefähr wie Smart Meter, nicht ganz das Gleiche. Und später bröckelte es dann etwa ab und dann kamen so ungefähr noch 12. Die waren ganz interessiert, haben ihre Daten gesammelt über Monate und dann haben sie gemeint, eigentlich wissen wir jetzt genug, wir können es auch wieder abgeben. Also dann wurde das dann so langsam beerdigt. Ja, danke für diesen Einblick, den ernüchternden Einblick. Ja, ich sehe jetzt mehrere Wortmeldungen. Stimmt, Sie habe ich aus der ersten Runde nach hinten geschoben. Dann sind Sie zuerst dran, Entschuldigung. Dann nehme ich noch Sie beide dran. Dann in der nächsten Runde, wir machen hier vorne nochmal. Ich habe das im Blick. Ich vergesse es jetzt auch nicht mehr. Bitte schön. Okay, wunderbar. Hallo, mein Name ist Thomas Zimmermann. Für mich teilt sich das Ganze in zwei Bereiche. Wenn ich bei mir die Steckdose im Haushalt als Trennlinie sehe, alles, was außerhalb Richtung, ich sage jetzt mal, Kraftwerk-Energieversorger geht, frage ich mal ganz provokativ, sehr vereinfachend, wozu müssen überhaupt Daten anfallen? Es gibt ein Datum und das ist nämlich der Verbrauch. Strom ist für mich, läuft über zwei Leitungen, es gibt eine Spannung, es gibt einen Strom. Wenn ich eine Kaffeemaschine anmache, meinen Fernseher oder einen Trockner oder was auch immer, dann wird Strom verbraucht. Sie werden das merken. Sie müssen nicht merken, dass ich eine Waschmaschine anschalte, denn das hat für Sie überhaupt 0, gar keinen Mehrwert. Sie werden kein anderes Kraftwerk deswegen anschalten, weil Sie wissen, dass ich die Waschmaschine anschalte und nicht den Fernseher. Auf der anderen Seite
wenn ich eine Photovoltaikanlage auf mein Dach stelle, werde ich weniger Strom brauchen. Warum ich weniger Strom brauche, ist das für Sie wirklich interessant? Brauche ich weniger Strom, weil ich den selber produziere oder weil ich meine elektrischen Verbraucher nicht mehr so häufig anmache? Erklären Sie mir, warum das falsch ist. Zweitens, innerhalb des Haushaltes, also jenseits der Steckdose, habe ich eine ganz einfache Möglichkeit, meinen Stromverbrauch zu senken, völlig ohne Smart Meter. Ich schalte es einfach aus. Ich schalte ein Gerät aus. Ich bin auch mal rumgelaufen mit einem Strommessgerät, habe festgestellt, dass die Kaffeemaschine Strom braucht, obwohl sie quasi aus ist. Ich habe da einen kleinen Schalter, jetzt schalte ich das Ding aus. Genauso die Waschmaschine etc. Wenn ich ein Gerät habe, was sehr viel Strom braucht, ersetze ich das, wenn es dann mal gegen Lebensende geht, durch eins, was wenig Strom braucht. Oder ich schaffe den Trockner ab und trockne auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse. Wozu müssen Sie das wissen? Die Steuerung Ihres Kraftwerks wird sich dadurch nicht ändern. Danke. Okay, dann nehmen wir gleich dann den Kraftwerkern natürlich dann hier an der Stelle mal Trianel. Aber wir machen jetzt erst noch mit den Wortmeldungen weiter. Jürgen Blümer, bitte. Ja, danke, dass du mich vorgestellt hast. Ich habe eine Frage an die Kollegen von RWE und von Trianel. Der Einbau von intelligenten Messsystemen und intelligenten Steuerungen bedeuten ja, dass 80% bis 90% nur eine moderne Messeinrichtung bekommen, die keine Anbindung an irgendwelche IT haben und damit auch gar keine Daten übertragen. Das heißt, wir reden hier von 10-20% Pflichteinbaufälle, wo Daten überhaupt übertragen werden. Reichen diese 10-20% aus, den Funktionsblock Netzstabilität abzudecken? Wir machen jetzt noch eine dritte Wortmeldung und dann machen wir das hier vorne nochmal, bitte, in der ersten Reihe. Herr Rudiger Metzdorf, ich glaube, Energiewende wollen wir alle. Und ich denke, Fakt ist auch, Energiewende ohne Digitalisierung funktioniert nicht. Weil ich glaube, dass diese Aussage noch in der Bevölkerung nicht angekommen ist. Warum ist das so? Da ist die Frage, warum ist das so? Was können wir dagegen machen? Zweite Frage ist, eben kam die Frage hoch, brauchen wir überhaupt Smart Meter? Jetzt frage ich mich, kann mir eigentlich jemand mal erklären, wie sieht denn diese Digitalisierung in der Energiewirtschaft aus? Beziehungsweise, wenn ich 10 Leute auf der Straße frage, kann mir irgendeiner erklären, was das heißt? Was brauche ich überhaupt? Weiß das die Bevölkerung? Ich sag mal nein. Und wenn nur ein Bruchteil, was können wir dagegen tun? Und dann dritter Punkt, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war die Rede von 200 Millionen Smart Meter. Irgendjemand hat das europaweit. In Deutschland, glaube ich, 2 Millionen, ne? Was machen die anderen besser oder anders als wir, frage ich mich. Ich meine, es kann doch nicht sein. Irgendwas muss doch da anders laufen. Die Frage ist, was können wir von den restlichen Europa lernen? Gut, ich würde jetzt die vierte Wortmeldung aus dem Publikum noch dazu nehmen und dann machen wir hier vorne für diese Frage die Runde zu Ende und gehen zur nächsten. Bitte, Christian. Ja, meine Damen und Herren, ich bin Christian Hohn. Ich bin Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz von Bündnis 90 Die Grünen und Stadtverordneter in Olpe. Meine Frage ist die, weshalb nennen wir diese Dinge überhaupt intelligente Messsysteme? Was ist intelligent daran an einem Messsystem, das Daten nur per Funk weitergibt? Das macht jeder Blitzer an der Straße auch und die sind teilweise nur dafür aufgebaut, um Kommunen Geld einzubringen. Deshalb die Frage, es sind nicht alle, aber so, deshalb frage ich, sollte man hier nicht andere Worte verwenden, wie effizient oder sonst irgendwelche Worte? Ich denke, das macht durchaus mehr Sinn. Denn dieses Wort intelligente Messsysteme machen Menschen auch durchaus Angst. Sie sagen, oh, da werde ich tatsächlich beobachtet. Nicht, da stecken irgendwelche andere Gedanken mit dahinter. Deshalb halte ich es durchaus für wichtig, hier auch eine andere Wortwahl zu finden. Danke. Okay, danke schön. Ich hatte jetzt eben Udo Sieberding nach hinten gestellt. Möchtest du anfangen? Ja, dann einmal. Genau. Ja, danke. Wir haben ja zwei Diskussionen heute. Das eine ist die Datendiskussion, welche Daten brauchen wir überhaupt und wie sicher sind die und in welcher Aggregation und sowas. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, später vielleicht gerne nochmal, sondern mir geht es nochmal insbesondere auch um das, um die Smart Meter, um das Gesetzesvorhaben und auch um die Motivation dahinter. Ich freue mich natürlich, dass mittlerweile scheinbar die Verbraucherzentralen nicht mehr die einzigen sind, die davon nichts halten, so wie es jetzt umgesetzt wird. Es geht ja zurück auf
bis ins Jahr 2008. Das war auch da, als wir damals, was Herr Leder angesprochen hat, das Projekt mit den Stadtwerken gemacht haben. Ich hatte das schon wieder vergessen. Da hat die EU ja gesagt, bis 2020 wollen wir 80% in den Mitgliedstaaten, soll es ein Smart Meter Rollout gehen zu 80%. So, und dann hat es in Deutschland die Ernst & Young-Studie gegeben, diese Kosten-Nutzen-Analyse, auf die jetzt bis heute noch die ganzen, das Gesetz und die ganzen Diskussionen fußen. Wir waren damals sehr schnell der Meinung, dass das, was Ernst & Young vorgeschlagen hat, in die völlig falsche Richtung geht, weil es nämlich eben in diesen, jetzt mal plakativ abgekürzt gesagt, in diesen Zwangsrollout geht und nicht in eine wettbewerbliche Lösung. Und das ist das, was ja auch Herr Braberg angesprochen hat. Wer weiß denn, wie das in 10 Jahren aussieht? Ich will das nochmal an 2 Stellen konkretisieren. Zum einen, Oliver, wir haben ja die Diskussion schon häufiger gehabt, wo du immer sagst, bei mir im Keller, ich sehe das gar nicht ein, diese alte schwarze Kiste. Zu der wettbewerblichen Lösung gehört auch, dass du schon längst dir einen neuen Smart Meter hättest kaufen können, weil die gibt es am Markt. Es gibt ja auch schon Verbraucher im Neubaubereich oder jetzt auch schon über 6.000 Kilowattstunden in bestimmten Einbaubereichen, die da jetzt schon zu verpflichtet sind, du noch nicht. Aber wenn du so unbedingt scharf darauf bist, die Kiste im Keller zu haben, dann kauf sie dir. Frag die Stadtwerke in Düren oder wen auch immer, bauen die dir ein, so mit Sicherheit. Und umgekehrt, das, was du vorhin vorgestellt hast mit den 6.000 Kilowattstunden, war noch an einer Stelle ein bisschen unpräzise. Über 6.000 Kilowattstunden kriegen alle Haushalte diesen Smart Meter. Unter 6.000 Kilowattstunden gibt es nicht diesen Flächen-Rollout-Zwang, aber es gibt die Möglichkeit für den Messstellenbetreiber, wenn er es nach seinem Ermessen für richtig hält, dann die Haushalte auszustatten. Es gibt kein Opt-out. So, und das ist was, was wir klar an dieser Stelle fordern. Wenn ein Haushalt sagt, ich möchte das nicht, dann kriegt er auch keins. Und warum auch immer der Messstellenbetreiber sagt, man kann über diese ganzen Preisobergrenzen diskutieren, dass die angeblich nicht auskömmlich sind, kann auch verstehen. Aber wenn der Messstellenbetreiber sagt, da unten ist eine dicke Bäckerei im Haus, da habe ich sowieso schon, die kriegen ein großes Messsystem und da sind noch 10 Mietwohnungen drüber und das nehme ich noch mit, dann kann der das machen. Und wenn dann da oben ein Mieter ist, der sagt, ich aber bitte nicht, dann hat dieser Mieter keine Chance, sich dagegen zu wehren. Sodass wir klar sagen, für alle müsste es mindestens eine Opt-out-Lösung geben. So, und unter 6.000 Kilowattstunden sagen wir sogar, da müsste es eigentlich eine Opt-in geben. Das heißt, genau aus den Gründen, die ja hier angeklungen sind, was will man denn mit einem Haushalt, der 1.500 Kilowattstunden irgendwie im Jahr verbraucht, groß steuern? Da interessiert der Straßenzug oder das Ortsnetztrafo. Das heißt, warum sollen wir diesen Leuten überhaupt zu diesen Mehrkosten gezwungenermaßen, freiwillig können die alle machen, was sie wollen, gezwungenermaßen so einen Zähler verpassen? Da Opt-in würde dann bedeuten, dass die Leute aktiv sagen, hier, ich finde das eine super Technik, ich möchte gerne Teil der Digitalisierung sein, lieber Messstellenbetreiber, nimm mich mit, wenn du jetzt hier durch die Straßen ziehst und versuchst, deine Smart Meter unterzubringen. Das ist der Unterschied und deswegen wäre auch meine Antwort auf den Satz, intelligente Netze, bedeuten, wenn wir das so umsetzen, wie wir das derzeit von der Bundesregierung vorgesehen haben, dass wir eine öffentliche Diskussion bekommen, die an die Glühlampen-Hysterie-Diskussion erinnert, die wir uns damals, obwohl es da auch einen Gesetzesvorlauf, ich halte das für richtig mit den Glühlampen, aber da hatten wir auch einen Gesetzesvorlauf, der mit EU-Richtlinie und Energieökodesign und so mehrere Jahre gedauert ist. Es war allen klar, was passiert. Aber als dann die Glühlampen aus dem Handel verschwinden sollten, gab es eine Riesenhysterie und Aufregung, die ich inhaltlich für unbegründet hielt. Bin froh, dass das alles so gekommen ist. Aber bei den Smart Mietern, wenn der erste Journalist gegen seinen Willen so ein Ding verpasst kriegt und wenn die Ersten aus dem Chaos Computer Club gegen ihren Willen so ein Ding verpasst kriegen, dann geht hier richtig medial, glaube ich, die Post ab. Okay. Elmar Thün, auch an dich wurden ein paar Fragen gestellt. Dann du musst mich im Zweifelsfall erinnern, in der Reihenfolge. Ich will starten, wir sind ja bei den Grünen und da können wir uns ja immer mal wieder eine idealtypische Welt vorstellen. Ja, das ist eine wichtige Vorbemerkung, weil vieles von dem, was in der Diskussion ist, hat mit der Frage Vertrauen und Misstrauen zu tun, das ist das Entscheidende. In der idealtypischen Welt
haben wir mit einem minimalen Ressourceneinsatz einen maximalen Output. Mit minimalen Ressourceneinsatz sage ich, möglichst wenig Umweltauswirkungen, möglichst wenig verbautes Kabel. Das ist das, was Andreas Brabeck am Anfang angesprochen hat. Ein intelligenter Zähler oder ein intelligentes Stromsystem sorgt dafür, dass ich viel weniger Kupfer brauche. In Ihrem Fall, in dieser idealtypischen Welt, in der wir uns alle vertrauen und niemandem was Bösen wollen, da ist das total sinnvoll, dass ich weiß, wann Ihre Kaffeemaschine läuft. Warum? Weil ich weiß, in dem Moment muss ich möglicherweise oder für diesen Moment muss ich möglicherweise einen Batteriespeicher vorhalten oder das Pumpspeicherkraftwerk noch ein bisschen Wasser drin haben, weil jetzt macht er die Kaffeemaschine an. Wir nehmen jetzt nur Ihr singuläres System. Was würden Sie, wenn Sie Notstromaggregat haben mit 2,4 kW und das intelligent steuern würden, dann würde in dieser idealtypischen Welt es wichtig sein zu wissen, der Verbraucher kommt, das Aggregat geht hoch und Sie haben keinen Blackout in Ihrem Haushalt. Das heißt, wir sparen, wir haben die Chance, extrem viel Ressourcen zu sparen, dadurch, dass wir es wissen, was verbraucht wird. Wir können das aggregiert wissen. Insofern ist das jetzt, diese Kaffeemaschine und diese Waschmaschine ist nicht zentral. Es ist im Moment nicht zentral. In einer idealtypischen, vertrauenswürdigen Welt würden wir noch mehr Kupfer sparen und noch weniger konventionelle Kraftwerke brauchen, wenn Sie uns Ihre Kaffeemaschine melden würden, beziehungsweise der intelligente Zähler. Aber dann würden wir uns ja auch alle vertrauen und so ist das nicht. Deswegen, wie gesagt, aggregierte Daten, damit kommen wir aus. Nichtsdestotrotz kann das durchaus Sinn machen. Zweite Frage. Ich glaube, das war die Hauptfrage. Das war die Hauptfrage. Ich glaube, die Hauptfrage ist auch eine, am Ende des Tages. Nee, es war von, ich glaube, ja, Jürgen Lieber hier, kam noch eine Frage. Ja, wir hatten noch eine Frage zur EU. Die kann ich auch kurz beantworten, weil die EU hat vorgestern ihren ersten Bericht oder ihren aktuellsten Bericht zum Smart-Meter-Rollout in Europa veröffentlicht. Die anderen Länder, also Deutschland ist im Moment extrem schlampig mit der Umsetzung von EU-Vorgaben. Das kann Vor- und das kann Nachteile haben, aber wir sind wirklich da in einer, wir werden auch zunehmend mehr Verfahren kriegen. Also wir sind wesentlich schlampiger als der weitgehende Rest Europas. Im Bereich Smart Meter haben viele Länder, sind sehr früh rangegangen. Die EU kommt in ihrem Bericht jetzt zur Einschätzung, dass der Einbau von Smart Mietern europaweit mit Kosten verbunden ist von 200 bis 250 Euro und die Einsparpotenziale für den einzelnen Verbraucher bei über 300 Euro liegen. Das ist das, was die EU im Moment sagt. Bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs bei den Ländern, die dabei sind, das sind im Moment 22 von 27 oder 21 von 27 von rund 3%. Das heißt, die Einsparung, der Einspareffekt ist wirklich relativ klein und beim 1500 kW Haushalt kann ich es dann ausrechnen, das sind dann, ja, das sind dann zwei Colas im Jahr, aber mit dem entsprechenden Aufwand dahinter. Nur, das ist das, was die EU sagt und ich weiß nicht, ob wir was besser oder schlechter machen, nur die anderen Länder haben gesagt, na gut, also gibt es jetzt eine Vorgabe und dann halten wir uns mal dran, weil wir haben das ja eigentlich vereinbart, ne? Packt das uns der Wander. Ganz, ganz kurze Ergänzung. Also da, die anderen Länder haben das ja nicht gemacht. Da kommt eine Vorgabe aus Brüssel und wir halten uns mal gerne dran. Die Italiener waren die Ersten, die flächendeckend intelligente Zähler eingesetzt haben, weil die ein massives Problem im Stromklau hatten. Das hat nichts mit Energieeinsparung oder mit EU-Vorgaben zu tun, sondern die wollten, und das sind auch nur Zähler, es sind keine intelligenten Messsysteme, da wird nicht bidirektional irgendwas im Netz gesteuert. Also es geht schlicht und ergreifend darum, den Leuten irgendwie beim Stromklau beizukommen. Und deswegen gibt es meines Wissens in Italien flächendeckend die Und in Schweden gibt es nun mal auch eine andere Kultur, was so Daten angeht. Die zahlen auch bargeldlos. Da haben wir für uns in Deutschland entschieden, dass wir das erstmal nicht wollen. Aber das muss man dann auch, glaube ich, irgendwie dann dazu sagen. Das machen die alle nicht, weil die EU-Richtlinie umsetzen wollen. Die EU-Richtlinie sagt auch nicht wirklich, dass wir 80% bis 2020 tatsächlich brauchen, sondern sie sagt, wir geben die Vorgabe, solange es nicht durch eine Kosten-Nutzen-Analyse widerlegt ist. So, und das, dann kommt die Ernst & Young-Studie ins Spiel, und vor allen Dingen die Interpretation dieser Studie. Also einen Satz muss ich noch sagen, die Ernst & Young-Studie war darauf angelegt, Smart Meter unwirtschaftlich zu machen. Da muss man ja, das ist eine Frage der Parametrisierung. Also es ist schon absurd, wenn in zwei Drittel bis 75% der EU-Länder rauskommt, Smart Meter sind volkswirtschaftlich und für den Verbraucher sinnvoll. Und in einigen Ländern rauskommt, das ist total unwirtschaftlich. Bei einem gemeinsamen Markt, wo ich mir den Smart Meter herstellen lassen kann, wo immer in der EU, ohne irgendwelche zusätzlichen Abgaben. Wobei nichtsdestotrotz am Ende des Tages diese Frage, warum brauche ich einen staatlich vorgeschriebenen Rollout, die kann man diskutieren, muss man auch diskutieren.
Okay, einmal das Mikrofon durchgeben Richtung RWE, weil da gab es ja auch noch eine ganz konkrete Frage, ne? Ja, also und das will ich verbinden mit der Blick auf dich, Elmar. Ich will ein bisschen, also mich interessiert oder RWE interessiert die Kaffeemaschine definitiv nicht. Und um das Netz zu steuern, hängen wir irgendwas an den Ortsnetztrafo oder wir hängen ein Smart Meter in einen Haushalt am Ortsnetzstrang und wir hängen an ein paar größere PV-Anlagen in jeder Region, 1, 2, 3 und alles, was wir dann brauchen für die Netzsteuerung, aggregieren wir hoch und dann haben wir die Daten, die wir brauchen. Mehr brauche ich nicht und dann sind vielleicht in der ganzen Bundesrepublik 1000 Messsysteme irgendwo und dann hat sich das. Nichtsdestotrotz, ich meine, immerhin ist im Gesetz ja angelegt, wenn ich als Verbraucher nichts anderem zustimme, kriegt auch keiner Viertelstundendaten. Das heißt, ich kann keine Profile machen, sondern ich kriege einen Auslesewert im Monat. Da kann ich eine Rechnung mit erstellen und sonst auch nicht viel. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, eine vernünftige Philosophie, eigentlich die Masse der Daten im Haus zu halten. Und wer die im Haus auswerten will mit einer App oder irgendwie, sollte die Möglichkeit haben, die über eine Schnittstelle auch auszuwerten und nur das rauszugeben, was unbedingt sein muss. Das wäre ja hier auch nicht mit dem Stempel Liesje Müller, sondern mit der Zählernummer versehen. Man muss sich allerdings fragen, warum brauchen vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland mit dem Stempel Zähler von Liesje Müller alle Daten bundesweit und ziehen die dann alle Einzeldaten, alle sozusagen noch mehr oder weniger rückverfolgbare Daten, ziehen sie auf vier große Zähler oder möglicherweise nur auf eine Datenplattform, die auch möglicherweise schneller angreifbar ist, als wenn 250, 300 Netzbetreiber sozusagen jeder für ihre Region diese Daten zumindest vorübergehend speichern. Das ist das Ding, was wir so sehen. Also dieses UMB da, diese Sammelwut, die geht uns so ein bisschen quer. Ne? Und das ist auch die Diskussion, die er ja auch da in Berlin verfolgt hat. Aber eigentlich, wir brauchen nicht viel, ja. Also netztechnisch ist es irrelevant, das kann man auch so machen. Und alles andere sollte man wirklich sagen, ganz viel im Haus, relativ wenig raus. Und was rausgeht, sollte der Kunde erstmal wissen, er sollte zustimmen. Ja, er sollte zustimmen und am Ende, was man mit den Daten macht, das ist auch nochmal so eine Maxime. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch unter den Versorgern und auch irgendwie so allein um unsere Position gegen Google und Facebook zu schützen, nur auch sagen, es wird nur etwas damit gemacht, was dem Kunden nützt. Sei es, dass ich ihm Geld für seine Daten zahle, er sagt, okay, ich kriege Geld dafür, ich gebe sie dir, oder dass ich etwas Sinnvolles damit anfange, dass der Kunde Mehrwert davon hat. Und ansonsten muss Schluss sein. Okay, ich habe jetzt hier vorne noch Oliver Krischer und Matthias Dahlheimer und dann machen wir die dritte Frage vor der Pause. Ich kriege quasi schon den kleinen Stupser von Matti, weil wir ein bisschen gucken müssen. Und bei der dritten Frage machen wir wirklich nur hier vorne in der Runde einmal eine Schnellfeuerrunde und dann gehen wir in die Pause. Da können wir dann auch weiter diskutieren und können dann den dritten Fragenkomplex, weil wir ja in der Richtung auch gerade schon unterwegs sind, dann nach der Pause noch weitermachen. Ja, also Oliver und dann bitte. Also ich glaube, dass die Datensammelei zu den Übertragungsnetzbetreibern geht. Das hat etwas damit zu tun, dass es in Teilen der Bundesregierung, aber vor allen Dingen auch in der Bundesnetzagentur, die ja das Ganze regulieren soll, eine Tendenz gibt, die Verteilnetzbetreiber, die ja in Deutschland knapp 900, 880 sind, deren Rolle weiter zu schwächen und im Grunde genommen die irgendwann auch deren Aufgaben zu reduzieren und das auf viel weniger, eine viel kleinere Zahl. Das ist im Grunde genommen, wenn man so will, so ein Versuch, auch die Zahl der Stadtwerke dann zu reduzieren, weil Herr Hohmann, mit dem ich in meinem Beirat der Bundesnetzagentur sitze, der sagt, 900 Verteilnetzbetreiber ist alles Quatsch. Wir müssen uns gucken, wie das in Großbritannien gibt. Da gibt es am Ende ein Dutzend oder zwei Dutzend und das muss auch das Ziel für Deutschland sein. Und ich glaube, da kommt die Motivation eigentlich her, die da in eine neue Rolle reinzubringen. Ist eine energiepolitische Diskussion, möglicherweise spielen da auch noch andere Dinge. Ich möchte an einer Stelle Udo Sieverding widersprechen und an einer anderen Sache zustimmen. Du hast völlig recht dabei, dass es keine Zwangsbeglückung geben soll. Das halte ich auch für falsch, weil ich das eben ein bisschen kurz gesagt habe. Natürlich muss es die Möglichkeit geben, auch oberhalb von 6.000, dass Leute in jedem Fall sagen können, ich will das nicht. Weil ich glaube, selbst wenn man davon überzeugt ist, dass es richtig ist,
wird es in Deutschland nicht funktionieren oder wird es im 21. Jahrhundert nicht mehr funktionieren. Das haben wir an vielen, vielen anderen Stellen erlebt, dass dann so Dinge uns richtig um die Ohren fliegen und dann einfach die Sache überhaupt nicht läuft. Deshalb glaube ich, dass jemand sagen muss, ich möchte das einfach nicht, weil ich habe Angst, dass da meine Daten irgendwie missbraucht werden und deshalb ziehe ich mich da raus. Wo du aber Unrecht hast, finde ich, wir brauchen schon einen einheitlichen Standard für Zähler, die dann irgendwie das können. Weil das haben wir bisher nicht. Das haben wir bisher nicht. Weil ich kann natürlich zu meinem Stadtwerk gehen und sagen, ich, Bundestagsabgeordneter, will jetzt hier was haben, weil dann würden die im Lager kramen und was finden, was sie mir dann geben oder irgendwo im Internet was bestellen und mir dann einbauen. Aber dann weiß ich doch nicht, ist das der Standard, ist das das, was am Ende auch dann, wenn es mal eine gesetzliche Regelung gibt, dass es da eine einheitliche, dass es da einen einheitlichen Standard gibt. Und deshalb mein bildlicher Kritik an dem 100 Jahre alten Ferraris-Zähler, weil wir da die ganze Zeit es im Grunde genommen in Deutschland nicht geregelt kriegen, dieses Messsystem, und da geht es ja nur um das Messsystem, das erstmal die Daten überhaupt nur aufzeichnet, ist ja noch nicht das Gateway, was die dann irgendwo hin transportiert, dass wir da im Grunde genommen keine, jedenfalls nach meinem Eindruck, keine Klärung haben. Okay, also doch kein Widerspruch an der Stelle, wunderbar. Das hören wir doch gerne, Matthias Dahl, einmal zu dem Punkt. Und dann würde ich direkt Sie bitten, dann machen Sie den ersten Punkt damit, dass Sie jetzt als Erster die dritte Frage oder den dritten Satz vervollständigen: Stromverbrauchsdaten helfen dabei. Im Grunde genommen sind wir da schon auch an der Stelle und dann machen wir die Schnellfeuerrunde zu Ende danach. Bitte. Ja, prima. Ich bleibe nochmal bei der Kaffeemaschine. Im Prinzip wissen Sie, sobald Sie Zugang zu irgendeiner Steckdose in Europa haben, wie der aggregierte Zustand aller Kaffeemaschinen in Europa ist. Denn die Netzfrequenz ist jetzt ein technisches Thema, ich habe da Vorträge drüber gehalten, ich brauche da etwa eine Stunde für, vertrauen Sie mir. Die Netzfrequenz sagt genau das, ist die Frequenz zu hoch, ja, habe ich zu viel Erzeugung, dann fahre ich mein Kraftwerk runter. Ist die Frequenz zu niedrig, habe ich zu wenig Erzeugung und es muss mehr Gas geben. Da brauche ich kein Smart Meter für. Und ich habe diese Netzfrequenzdaten jetzt knapp 2 Jahre lang aufgezeichnet und auch analysiert und es stellt sich raus, der größte, ich sag mal, Unruhestifter in diesem Gleichgewicht sind nicht irgendwelche Verbraucher, das ist der Stromhandel. Ja? Das heißt, wenn man regulatorisch was für die Netzstabilität tun will, muss man sich den Stromhandel genauer angucken und keine Smart Meter und man muss auch nicht in den Privathaushalt rein. Ein anderer Aspekt, der mir immer so ein bisschen verloren geht bei dieser, ich sag mal, wir brauchen Smart Meter für Steuerungsanwendungen-Debatte, ist, wir gehen jetzt den Schritt, dass wir eine kritische Infrastruktur, nämlich unser Stromnetz, abhängig von einem Kommunikationsnetz machen. Ja? Im Moment funktioniert das vollkommen unabhängig voneinander. Beziehungsweise das Kommunikationsnetz fällt aus, wenn das Stromnetz nicht funktioniert, aber nicht andersrum. In Zukunft werden die beiden Systeme untrennbar miteinander verwoben sein, wenn wir diese Schritte machen. Und das ist für eine kritische Infrastruktur, denke ich, etwas, wo man sehr, sehr konservativ agieren sollte. Ja, die Übertragungsnetze haben aber nochmal eigene separate Kommunikationssysteme. Also das würde ich nicht verallgemeinern wollen. Ich gehe jetzt aber trotzdem, weil Sie gucken, zum dritten Frageding. Die dritte Frage. Stromverbrauchsdaten helfen dabei, aus meiner Perspektive, neue Geschäftsmodelle für Stromvertriebe zu schaffen. Aber sie helfen nicht wirklich bei der Energiewende. Wir reden einfach über Geschäftsmodelle, wir reden über regulatorische Anforderungen, aber nicht über physikalische Notwendigkeiten, die uns tatsächlich zwingen würde, exakt diese Lösung einzubauen. Okay, geben Sie einmal das Mikrofon zu Herrn Selzer. Ja, so wahnsinnig viel habe ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Stromverbrauchsdaten helfen dabei, eine dezentrale Versorgung aufzubauen, aber eben auch Konsumentenprofile zu erzeugen. Okay. Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich würde auch sagen, können dabei helfen, für Effizienzgewinne zu sensibilisieren und entsprechende Geschäftsmodelle zu unterstützen oder neue zu entwickeln. Es geht ja um das Möglichmachen der Energiewende und da helfen Stromverbrauchsdaten überhaupt nicht. Okay. Elmar, dann. Kein Problem. Ich schließe mich an. Es geht natürlich um neue Geschäftsmodelle, ich drehe es nur um.
Und der Verbraucher kann Effizienz nehmen, ja, das kann er. Dito, völlig überbewertet, sehe ich selbst, ich sehe das genauso. Vielleicht ein kleiner Kontrapunkt, also ich denke, mit Stromverbrauchsdaten kann man wunderbare Datenanwendungen bereitstellen, auch das Verbraucherbewusstsein dabei schärfen. Und mal offen gesagt, ich würde sie lieber Google anvertrauen, als zum Beispiel Trianel, um immer RWE zu nennen, weil die können mit Daten umgehen. Also über irgendwas müssen wir in der Pause auch diskutieren. Okay, also ich finde, Stromverbrauchsdaten eröffnen, wenn Menschen das freiwillig möchten, auch neuen Anwendungen eine Möglichkeit. Beim Handy nutzen wir das ja alle schön und machen das alle auch freiwillig und da sammeln noch andere Daten von uns. Also das, wenn Leute das möchten, ist das eine Perspektive. Positiv ist eben am Rande angesprochen worden, ist Stromverbrauchsdaten führen aber auch bei Verbrauchern dazu, ihren Stromverbrauch bewusst zu machen. Und es gibt durchaus Studien, die zeigen, allein Stromverbrauchsdaten führen zu 5 oder 10% Stromeinsparung, wenn Leuten das bewusst wird. Ja, ich zweifle das ein bisschen an, also mit den Stromverbrauchsdaten. Wir haben ja auch so diverse Spielchen gemacht in Mülheim und so weiter, so Displays an die Wand, wo die Leute dann auch Spielchen machen konnten und 4 Wochen waren die top dabei, haben alles mitgemacht und auch eben geguckt, ob wir den Energieverbrauch runterkriegen, so spielerisch dann eben auch. Aber nach 4 Wochen war das Interesse vorbei und alles war wieder beim Alten. Also ich zweifle das ein bisschen an. Also auf jeden Fall kann ich nicht diese intelligenten Messsysteme wirklich damit wieder reinkriegen, indem ich Strom spare. Das schaffe ich im Leben nicht. Aber Stromverbrauchsdaten helfen. Also wer will, braucht diese oder kann daran kontrollieren, dass ich ein bisschen einspare, aber da muss man wirklich wollen, da intelligente Intelligenz aber bei Menschen, das kann ich auch mit Ferraris-Zähler tun. Wofür wir intelligente Zähler brauchen, ist, wenn wir etwas komplexere Liefermodelle haben, zum Beispiel Nachbarschaftsmodell, wo ich einem den anderen beliefer oder wenn ich meine eigene Verbrauch oder meine Produktion einem Aggregator unterwerfe, der daraus Regelenergie macht, dann brauche ich schon Stromverbrauchsdaten und dann, aber ich brauche dafür nicht intelligente Zähler für 10 Millionen Haushalte oder sowas. Okay, ganz herzlichen Dank. Das war am Anfang hier eine sehr einmütige Runde. Ich glaube, Herr Professor Grewe, über Ihren Punkt werden wir gleich nach der Pause, vielleicht auch in der Pause noch miteinander diskutieren. Zunächst für diesen Punkt erstmal Dankeschön. Wir machen jetzt eine kurze Pause bis 6:20. Und dann geht es dann hier weiter, dann leider ohne Oliver Krischer. Deswegen kriegt der jetzt einmal einen extra Applaus. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und dann wünsche ich jetzt ja guten Appetit bei Kuchen und Obst und Prost und okay, herzlich willkommen zurück. Wir steigen direkt ein in den zweiten Block. Das sind auf den Zetteln die Fragen 4 bis 6, die wir hier gemeinsam ansprechen wollen. Oliver Krischer hatte ja sich eben schon verabschiedet und Peter Knietsch wird dann zur Abschlussrunde dazukommen, nur dass ihr sozusagen wisst, wo wir im Programm sind. Frage 4 lautet, die Möglichkeit, viertelstündlich Daten durch intelligente Zähler zu erheben, führt zu. Joachim Selzer, wozu? Führt erstmal zu Bedarf nach einem Mikrofon. So ist es. Und jetzt führt sie. Ja, führt zu einem sehr genauen, möglicherweise zu genauen Bild der Verbraucher und zu der Frage, ob es bei diesem Viertelstundenintervall bleibt oder ob man dann, aus welchem Grund auch immer, nicht dann irgendwann mal sagt, komm, lass doch mal etwas genauer diese Daten erfassen. Technisch möglich wäre das schon, auch knappere Intervalle zu machen. Ne? Technisch möglich ist das ohne weiteres. Also man kann, glaube ich, bis auf Minutenintervall, wenn nicht sogar noch genauer runter, also man ist technisch sogar in der Lage, dann aufgrund der Spannungsverläufe, die man dann, oder der Verbrauchsverläufe, die man dann sieht, sogar zu sagen, was die Leute gerade im Fernsehen gucken. Also so weit runter kann man, wenn man will. Okay. Dann gehen wir in der Runde weiter. Also mein privater Smartmeter macht 3 Sekunden Auflösung, aber ich bin halt so ein Daten-Nerd. Ich gucke mir die Daten gerne an und entwickle da neue Dinge auf der Basis.
Nein, keine Geschäftsmodelle. Nicht meine Baustelle. Ja, viertelstündige Daten durch intelligente Zähler zu erheben, führt zu erheblichen Datenschutzproblemen. Ich halte das einfach für falsch. Ja? Und problematisch ist auch, wenn sich Mieter oder Haushalte nicht dagegen wehren können, es keine Opt-out-Möglichkeit gibt, sondern ich quasi von staatlicher Stelle ja, ein Überwachungsding übergestülpt bekomme, was ich vielleicht gar nicht möchte. Ja, meine Vollendung des Satzes geht in eine ähnliche Richtung wie bei der ersten Vollendung, dass durchaus umfangreiche Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten und Lebensumstände von Stromkunden gezogen werden können. Also beispielsweise regelmäßige Abwesenheiten, Fernsehkonsum, meine Elektrogeräteflotte etc. pp. Ja, führt zu unsinnigen Datensammeln, der nichts bringt. Es sei denn, man macht Geschäftsmodelle, aber dafür brauche ich keinen Smart Meter, dann nehme ich einen Widerstand und messe die Spannung und dann habe ich die Energie. Was dann auch wieder ein intelligenter Zähler ist, ne? Das kommt aufs Gleiche raus. Also, absolut. Jetzt mal hilft ja nichts, wenn wir da um heißen Brei rumreden. Irgendwann wird der Erste kommen und wird Ihnen Smart Meter in die Haushalte schicken. Einfach deshalb, weil die Geschäftsmodelle viel zu vielfältig sind, die sich daraus ergeben. Die Viertelstundendaten für die Entwicklung dieser Geschäftsmodelle sind die Viertelstundendaten, die absolut minimal notwendige Masse an Daten, die sie brauchen, um diese Geschäftsmodelle dann daraus auch zu basteln. Also wir müssen uns hier nicht, das ist völlig in Ordnung, aber wie funktioniert Wirtschaft? Das lernt man ja relativ schnell. Es geht um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und ein Geschäftsmodell kann ich natürlich vielfältig entwickeln. Die Geschäftsmodelle haben zum Teil auch gar nichts mit Kunden zu tun, sondern die sind eher beim Energieversorger oder bei dem, der ihnen die Energie liefert. Das muss ja nicht der klassische sein. Das geht bis hin dahin, dass sie einfach zur Arbeit, die Ersten werden das dann auch sofort wahrnehmen, dass sie immer, wenn sie einen Herd angelassen haben, kriegen sie eine SMS. Ja, da klingelt das Telefon in dem Moment, wo sie die Haustür verlassen haben. Sie haben Herd angelassen. Das ist die Frage, ob man das Fernsehprogramm überprüfen kann oder so. Ich weiß nicht, wie viele hier einen intelligenten Fernseher haben. Das ist doch alles Quatsch. Da brauche ich doch keinen Smart Meter für. Das macht der Fernseher doch sofort. Also mein Samsung überwacht mich komplett. Ich habe die Kamera zugeklebt. Mein Fernseher, der überwacht den ganzen Wohnzimmer. Das ist tiefenentspannt, macht er das. Also elektronisch. Deswegen haben wir die ja auch verklagt, deswegen, damit sie das nicht mehr machen. Um in dem Satz zu bleiben, ich denke, das führt zu einer Verschiebung auch der Datensensibilität. Wir haben das Thema Datenschutz im Moment oder Umgang mit Daten führen wir in unterschiedlichen Dimensionen. Und eine Dimension ist, wenn ich weiß, dass ich... Oder Sie müssten etwas näher... Wenn ich möchte, dass die Welt an meinen Urlaubs-Bikini-Fotos teilhat und ich die auf Facebook stelle, dann bezahle ich das darüber, dass ich Facebook kostenlos nutzen kann, dass dann nicht nur meine unmittelbaren Freunde, sondern alle, die sich irgendwie dem System dann sonst noch Zugang verschaffen wollen, was nicht sehr schwer ist, dann auch noch eben diese Fotos angucken können. Das ist nun mal, das ist quasi das Zahlungsmittel dann eben in diesem Internetbereich. Und wir haben umgekehrt eine sehr wichtige Diskussion auch und auch eine sehr kontroverse Diskussion bei der ganzen inneren Sicherheit, wo es auch um Datenschutz und auch viele Daten geht und Überwachung geht, die wir sehr ernst nehmen müssen, wo man unterschiedlich politisch eingestellt sein kann. Aber wenn wir jetzt in einem Bereich, wo der Verbraucher gewohnt ist, wenn für meine Daten bekomme ich auch irgendwas, entweder einen kostenlosen Facebook-Zugang oder das Gefühl innerer Sicherheit. So, und jetzt muss ich hier meine Daten preisgeben, weil, und das ist ja die Begründung der Bundesregierung, weil die Skaleneffekte der Messstellenbetreiber größer sind in einem Zwangs-Rollout als in einem freiwilligen, alle, die nur Opt-in oder Opt-out mitmachen wollen, dabei sind. Die Antwort der Bundesregierung ist Skaleneffekte. Darüber werden quasi, wir haben das gerade in der Kaffeepause auch gehabt, man könnte auch sagen, damit sich das mit der Biolandwirtschaft besser lohnt und die Skaleneffekte da größer sind, werden alle jetzt ab 2017 gezwungen, nur noch im Bioladen einzukaufen. Das wäre ein Skaleneffekt, den die Politik für vielleicht wünschenswert hält. So ähnlich oder Elektromobilitätseinführung. Wenn man das für politisch wünschenswert hält, gibt es den Skaleneffekt, alle sind gezwungen, das zu machen. Genauso übertragen erleben wir das jetzt hier, dass es um dieses Geschäftsmodell, und da hängt dann natürlich auch eben die Daten eben über die Messeinrichtungen dran, ob jetzt Viertelstunden oder wie auch immer,
Und das ist natürlich eine Verschiebung in dieser ganzen Datendiskussion, dass Kunden ihre Daten hergeben sollen, ohne dafür einen Nutzen zu haben. Das ist das große Problem, was wir damit haben. Herr Grefele? Ja, um den Satz fortzusetzen, führen zu einem Datenschatz, der Auswertemöglichkeiten erlaubt, die jetzt hier schon umfangreich genannt wurden. Ich möchte auf diesen Überwachungsaspekt auch kurz eingehen. Ich denke, Sie führen zu einem Datenschatz, der denselben Schutzbedarf hat wie Telekommunikationsverkehrsdaten, also Stichwort Vorratsdatenspeicherung oder wie auch eben andere sehr sensible Daten, die von staatlicher Seite auch gesammelt werden. Bedenken Sie einfach mal in Zukunft, wenn jeder so ein Smart Meter hat, würde es vermutlich, ich kann auch nicht in die Zukunft sehen, aber zu einem Standardrepertoire auch gehören, dass Sie zum Beispiel bei einem Ermittlungsverfahren natürlich solche Daten im Haushalt beschlagnahmen. Also auch wenn die nicht übertragen werden oder einmal monatlich übertragen werden, aggregiert, sind Sie in dem Messsystem ja nach aktueller Gesetzeslage, also beziehungsweise vorgesehenen Lage, vorhanden. Und ja, das sollte man dabei berücksichtigen. Ja, stimmt. Der Smart Meter speichert eine ganze Menge mehr als zwangsläufig übertragen werden muss und der soll ja auch in einer gewissen Zeit auch die Daten speichern. Also um eins richtig zu stellen, er sendet nicht automatisch viertelstündlich Daten raus, also ein intelligentes Messsystem, sondern dann müsste man schon demjenigen, der mit den Zähler aufhängt, definitiv eine Erlaubnis geben, dies zu tun. So. Sonst geht er nur einmal im Monat ein Datum raus und ansonsten nicht. Ich kann Viertelstunden Daten brauchen, wenn ich zum Beispiel mit dem Kunden einen Vertrag geschlossen habe, dass ich ihn ein Stück weit in seinem Verbrauch steuern kann, um eben die nicht verbrauchte Energie oder wenn er eine KWK-Anlage hat, die eingespeiste Energie mit anderen zusammenschweiße und daraus ein Regelenergieprodukt mache und das dann anbiete und dem Kunden dafür entsprechend Geld zahle. Dann brauche ich Viertelstunden Daten, weil ich das mit ihm abrechnen können muss. Aber das sind ja so wenige, den kann ich dann wirklich auch einzeln so ein Ding in den Keller hängen. Und wenn sich dieses Produkt Aggregation rechnet, dann rechnet sich das auch für mich als Anbieter, dem das Ding dann einfach im Rahmen dieses Produkts in den Keller zu hängen, ohne dass der extra was dafür zahlt. Dann kann ich es aber nur da tun. Also wir werden ja eher von Opt-in und nicht von Opt-out. Okay. Erstmal danke für die erste Runde. Ich habe jetzt direkt die erste Wortmeldung aus dem Publikum gesehen. Auch da gilt wieder jetzt für die zweite Runde, meldet euch einfach. Dann kriegen wir das hin. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also aus der Diskussion hat sich für mich erschlossen, dass wir nicht Kilowattstunden, also Leistung, abrechnen sollten, sondern den Fingerprint. Das heißt, wenn ich mitten im Winter bei 10 Grad minus den Wäschetrockner anschmeiße und nur dann einmal im Jahr, dann ist das relevante Größe für meine Stromabrechnung. Oder anders ausgedrückt, der Eigenstromerzeuger, der plus minus null Energiestunden braucht oder verbraucht, hat aber sehr wohl die Regelenergie notwendig. Also der Fingerprint ist das Entscheidende, was man in Zukunft abrechnen sollte. Und dazu braucht man natürlich originäre Daten. Und der Schluss daraus ist für mich, da es auf viertelstündlichen Großhandelsschiene viertelstündlich der Marktpreis ja gebildet wird, lassen sich daraus auch Geschäftsmodelle einzelner Versorger erschließen. Und die können dann ihr eigenes Smart Meter oder ihre eigene App vom Smartphone da installieren. Okay, war damit eine Frage verbunden, die ich überhört habe, oder war das auch ein Statement? Das war eine Weiterentwicklung der Diskussion. Nee, ist ja okay. Ich frage nur, damit ich keine Frage, falls ich eine Frage gehört haben sollte, hier unter den Tisch fallen lasse, weil es sollen ja keine Fragen unter den Tisch fallen. Genau, noch eine zweite Frage. Ja, Schönbeck nochmal aus Petershagen. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Ich hatte ja gefragt am Anfang wegen Ängste und Vertrauen. Da hatten Sie mir das ja nochmal erklärt, dass ja gar nicht die Daten des Einzelnen explizit abgefragt werden, sondern ja eines ganzen Ortsteiles an diesem grauen Kasten abgegriffen werden. Jetzt höre ich aber, dass die Smart Meter eben doch alle Daten speichern. Das heißt, wenn ich so ein Ding da hängen habe, speichert das nun doch explizit meine Gewohnheiten. Also das bringt mich jetzt so ein bisschen durcheinander. Also
kann ich doch kein Vertrauen haben. Also werden mehr Daten, können mehr Daten auf diese Weise mitgenommen werden, auch wenn sie gar nicht gebraucht werden. Um das nur kurz aufzulösen, also Sie haben völlig recht, das, was technisch sinnvoll ist, ist nicht das, was im Gesetz steht. Deswegen dieser Widerspruch. Noch einmal bitte. Müssten Sie noch mal für Leute, die das nicht. Die Antwort war mir jetzt nicht. Bitte nochmal. Ja, um das zusammenzufassen, wir hatten, glaube ich, jetzt hier einen nahezu breiten Konsens, dass man die Daten, die der Smart Meter per Gesetzesvorlage sammelt, nicht für die Netzstabilisierung benötigt, sondern eher Netzzustandsdaten, die für die ein Smart Meter nebenbei etwas zu langsam ist. Die Latenz von 15 Minuten ist dafür schon eher zu hoch. Ja. Das heißt, das, was derzeit geplant ist, was im Gesetzentwurf niedergeschrieben ist, entspricht nicht dem, was so unter Expertenkonsens das ist, was benötigt wird. Aber der Smart Meter... Ich übersetze sie nochmal, versuche es, also ja, bitte, versuch bitte. Der Übersetzung der Gerne. Frage. Die Frage ist, also einerseits sagen wir, die Daten, und das ist ja die Aussage von Andreas Braber, ist ja richtig, Sie müssen als Kunde zustimmen, dass die Daten überhaupt an Ihren grundzuständigen Messstellenbetreiber, das ist im Regelfall der Verteilnetzbetreiber, vor Ort, Stadtwerk oder RWE oder wer auch immer, egal, also Ihren grundzuständigen Messstellenbetreiber, das ist nicht der, bei dem Sie eventuell Kunde sind. Ja. Es kann ein anderes Unternehmen sein, dass die weitergegeben werden, entweder im Viertelstundentakt oder einmal monatlich. Einmal monatlich ist sozusagen das Minimum, aber der Smart Meter wiederum, das ist ja so, der speichert eine viel größere Datenmenge. Und hier geht es, und die Frage ist jetzt, wer kann diese Daten wann wie abgreifen? Und da können Sie dann gerne antworten, der Staat kann es im Zweifelsfall, ja, wenn der, das war ja diese Geschichte vorhin, theoretisch, wenn man eine gesetzliche Grundlage hat, könnte die Polizei vorbeikommen und dann gucken, wann haben Sie Kaffeemaschine angehabt. Dann müsste ich meinen Smart Meter also zukleben, so wie Sie das Ihr Handy zukleben. Hilft nichts. Ja. Also, dann haben Sie keinen Strom mehr. Ja. Zukleben hilft nicht. Danke für die Erläuterung, die Frage habe ich tatsächlich falsch verstanden. An diese Daten kommt erstmal keiner ran, außer Sie selbst. Oder gibt es eine vorgesehene Schnittstelle, sodass Sie da auch so ein Auswertedisplay zum Beispiel anschließen könnten, um Ihren eigenen Stromverbrauch zu visualisieren, was letztlich eine sinnvolle Anwendung wäre. Ansonsten sind die Daten erstmal im Haushalt vorhanden. Das eröffnet die Möglichkeit einer Beschlagnahme zum Beispiel. Ja. Okay. Gut. Nervöses Zucken im Publikum. Ja, da ich ja die Geräte auch mitspezifiziere, muss ich jetzt hier mal eingreifen inhaltlich. Also niemand außer derjenige, für den die Daten bestimmt sind, kann die Daten lesen. Dafür sorgt das BSI. Leider ist heute kein Vertreter für das BSI da. Das heißt also, wir haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Daten, die rausgeschickt werden. Das wird der Kollege von RWE auch bestätigen. Das heißt also, außerhalb ist es eine ganz klare Zweckbindung der Daten. Wenn man die zu Hause ablesen möchte, sorgt auch das BSI dafür, dass sie nur mit einem Passwort zu erfahren sind. Das heißt also, nur derjenige, der seine Daten auch freigeben möchte, kann sie auch weitergeben. Es kann nicht irgendjemand vorbeikommen und irgendwie eine Backdoor aufmachen und die Daten lesen. Das ist in dem System nicht vorhanden. Okay, das ist... Erstmal, weil du gerade das BSI auch angesprochen hast, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wir hatten da einen Vertreter angefragt, haben auch mehrfach nachgefragt und Anfang dieser Woche dann die endgültige Absage bekommen. Das ist schade, weil ja gerade beim BSI-seitig auch ein sehr ausführlicher Prozess, um eben ein technisches Sicherheitsniveau im Rahmen des technisch Möglichen herzustellen, gelaufen ist über die letzten Jahre. Und dazu hatte, ich habe nicht genau gesehen, wer sich gemeldet hatte. Oder ich glaube, kollektiv waren wir beide okay. Aufgeregt. Gerne. Also was die Zugriffsmöglichkeiten auf die in dem Smart Meter vorgehaltenen Daten betrifft, würde ich mal auf die Innovationskraft des Chaos Computer Clubs vertrauen. Wir werden, wie wir das nennen, ein attraktives Gesprächsangebot an die Industrie machen. Wenn wir die Schwachstelle wirklich rausgefunden haben. Aber bei der Größe und bei der Anzahl von Geräten und bei der gesellschaftlichen Signifikanz würde ich davon ausgehen, dass da ja, Leute drauf gucken. Ergänzend dazu, also der 33C3, der kommt ja noch. Also da gibt es immer wieder so schöne Präsentationen. So, hier haben wir die Technologie, die letzten zwei Jahre als super sicher galt. Aber egal, genug Clubwerbung. Das Problem sich eher darin, klar, das Protokoll sagt, wir haben hier eine Blablabla-Bit-SSL-Verschlüsselung, asymmetrisch, Schnickschnack, Schnuck. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Die Frage ist die Implementierung in Ordnung? Ist das
wirklich sauber eingebaut worden? Kann man wirklich gucken, ob die Schnittstelle das tut, was sie tun soll? Und also nur weil das BSI jetzt sagt, ihr müsst da jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Verschlüsselungsstandards einhalten, naja gut, das kann ich auch tun. Aber wenn das zum Beispiel so selbstgestrickte Krypto ist, die dann behauptet, oh, ich habe SSL, naja. Okay, spätestens hier bitte nochmal übersetzen. Achso, also... Für Leute, die das nicht jeden Tag machen. Also runtergebrochen, solange die Theorie besagt, dass eine bestimmte Verschlüsselung eingehalten werden soll, das heißt noch lange nicht, dass das Verfahren, das da beschrieben ist, auch sauber in dem Gerät eingebaut wurde. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel, also um den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zu erläutern. Also wenn Sie sich ein Schienennetz hernehmen, das sind zwei parallele Gleise, dann können die Züge theoretisch nicht kollidieren. Jetzt war das Bad Aibling oder was war das, wo zwei Züge es dann doch getan haben, obwohl es theoretisch nicht hätte passieren dürfen. Entschuldigung. Genau. So, also das ist der Unterschied zwischen der Theorie, wo etwas nicht stattfinden sollte, und dann der Praxis, wo es dann doch tatsächlich immer stattfindet. Heißt, nur weil ein Verschlüsselungsverfahren auf dem Papier gut ist, heißt es ja nicht, dass auf den Maschinen, also auf den Geräten, das auch wirklich sauber drauf ist. Und das gilt es dann eben nochmal zu testen. Also ergänzend nochmal dazu, im Internetbereich haben wir jetzt irgendwie seit 20 Jahren Geräte, wo man prinzipiell weiß, folgende Verschlüsselungstechniken funktionieren, die sind gut, aber wir erleben es seit 20 Jahren, dass sie einfach nicht richtig umgesetzt werden. Jetzt ist es bei dem Smart Meter Gateway so, dass der zertifiziert sein muss, dass es einen Prozess gibt, dass da viele Leute drauf gucken. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir denken, dass das jetzt Amateure sind. Tun wir nicht. Ich sage einfach nur, irgendwer wird mit irgendeiner kreativen Idee kommen, an die vorher niemand gedacht hat, und dann wird man schon an die Daten kommen. Ja, das wird vielleicht nicht im nächsten Jahr passieren, vielleicht auch nicht im übernächsten, aber ja, dann hat man vielleicht auf einmal 20 Millionen Zähler im Feld, von denen man weiß, dass man jetzt irgendwie Software ändern muss. Das ist irgendwie schon mit Kosten verbunden. Okay, Herr Dr. Thies hatte sich gemeldet. Ich wollte dann würde ich die Google-Frage gerne gleich nochmal aufrufen. Ganz, ganz kurz, also im Bereich der Fabrikautomation, wo viel Software eingesetzt wird, ist bei vielen Unternehmen immer noch das Herstellerpasswort drauf, weil das einfach nicht geändert wird. 000-1234 Admin, das sind so die Worte, und da kommen die da ganz leicht rein. Und die müssten nur das Passwort ändern. Das ist genau das, was ich meine, die Implementierung von Software schon im ganz einfachen Bereich beim Passwort. Ich würde jetzt gerne tatsächlich Professor Greveler nochmal die Frage mit Stichwort Google aufrufen, weil Sie haben jetzt gerade in Ihrem Eingangssatz auch gesagt, auf der einen Seite richtigerweise gewisse Datenschutzbedenken, auf der anderen Seite aber haben Sie auch von einem Datenschatz gesprochen, der aber, so wie das Gesetz bisher gestrickt ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch nicht abgegriffen werden kann oder wird. Vielleicht sagen Sie uns zum einen, was hat es mit diesem Datenschatz auf sich aus Ihrer Sicht? Warum haben Sie doch eine relativ, in dieser Hinsicht doch irgendwie positiv, zumindest habe ich so verstanden, Sichtweise darauf? Was müssten wir tun, um diesen Datenschatz zu heben und trotzdem mit den Datenschutzbedenken richtigerweise umzugehen? Also Datenschatz deswegen, weil ich finde, man sollte per se erstmal vor Daten keine Angst haben. Also Daten sind ja auch nichts Schlechtes oder nichts Böses. Und sie ermöglichen erstmal, wurde ja schon angesprochen, Geschäftsmodelle, man könnte erstmal sagen, algorithmische Auswerteideen. Ich habe auch schon einige tolle Anwendungen gesehen, auch von Smart Metering-Daten. Das geht hin zur Überwachung zum Beispiel von älteren Menschen, die allein leben. Also ein Smart Meter zusammen mit anderen Sensoren kann zum Beispiel feststellen, dass eine Person hilflos ist, also mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, aber dann kann sie vielleicht jemanden anrufen, der dann eben schaut, ob das tatsächlich der Fall ist. Man kann damit Geräte identifizieren, die end of life sind. Nebenbei, wenn man die rechtzeitig ersetzt, auch damit wieder Energie sparen und so weiter. Also da ist erstmal so Kreativität gefragt, und das würde ich auch grundsätzlich fördern wollen und da die Ideenwelt von Informatikern, Ingenieuren und so weiter auch nicht beschränken. Google hatte ich auch deswegen jetzt provokant gesagt, zum einen wünsche ich mir etwas mehr transatlantische Gelassenheit an der Stelle. Ich weiß gar nicht, warum Google da immer so als der Bad Guy dargestellt wird. Ich bin jetzt von denen auch durchaus unabhängig, aber ich mag durchaus die Art und Weise, wie Google mit meinen Daten umgeht. Sie geben mir ein Dashboard. Ich weiß ziemlich genau, was für ein Geschäftsmodell sie haben.
Sie leben letztlich auch davon, dass Sie die Daten sehr gut schützen, weil Ihr Geschäftsmodell wäre sehr schnell am Ende, wenn das nicht so laufen würde, wie Sie das planen. Und Sie machen sehr gute Geschäfte damit. Und ich habe immer noch die Möglichkeit des Opt-outs. Also ich kann mein Google-Konto auch jederzeit löschen. Ne? Auch wenn ich jetzt heute mit Google Maps zum Landtag gefahren bin, wenn ich jetzt Angst davor habe, dass das jemand weiß in Santa Barbara oder irgendwo anders in Kalifornien, dann kann ich eben meinen Account wieder schließen. Das ist ein Unterschied, als ob ich es, wenn ich, also Entschuldigung, das ist ein Unterschied dazu, wenn ich es mit einem deutschen Monopolisten zu tun habe. Ich kann mich aus dem deutschen Stromnetz nicht verabschieden. Also Strom verbrauchen muss ich, und wenn dieses Gesetz mal so durchkommt, und danach sieht es im Moment ja auch leider aus, ich weiß gar nicht, ob jemand noch daran zweifelt, dann bin ich daran gebunden. Und am Stromnetz nicht teilzunehmen, also erlauben Sie mir die Direktheit, selbst in der grünen Klientel geht das, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also das ist der völlige Abschied aus der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, also ich bin darauf angewiesen, dass der Staat die Teilnahme am Stromnetz so reguliert, dass ich dort die Opt-in- und Opt-out-Rechte habe, die ich als Bürger benötige. Bei Google habe ich die. Offen gesagt, bei den deutschen Verteilnetzbetreibern habe ich die derzeit nicht. Die Verteilnetzbetreiber sind ein Stichwort, Herr Thien. Ich würde Ihnen gerne auch noch mal eine Frage stellen, die ganz am Anfang aufgetreten ist oder aufgerufen wurde. Wie kleinräumlich muss, also das hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das eigentlich am Eingangs gesagt hatte, so ein Stück weit hat sich die Smart-Meter-Diskussion verschoben. Ich glaube, es war in der Keynote schon, ein Stück weit hat sich die Diskussion verschoben von, wir wollen durch Smart-Meter die mehr Transparenz für den einzelnen Verbraucher und schaffen, und wenn die dann alle wissen, wie viel ihre Waschmaschine verbraucht, dann werden die sich effizientere Waschmaschinen kaufen, so ungefähr. Das war ja die ursprüngliche Argumentation, und inzwischen ist die Diskussion ja sehr stark bei, wenn wir mehr erneuerbare Energien bis zu 100% erneuerbare wollen, dann brauchen wir, dann haben wir ein volatiles Netz, dann brauchen wir Flexibilität und letzten Endes nur, wenn wir Smart Meter einführen, dann kommen wir zu der dafür notwendigen Netzstabilität. So, etwas länger hergeleitet, die Frage, wie kleinräumlich muss ich es und wie genau muss ich es denn eigentlich wissen aus Sicht eines Netzbetreibers? Da reicht im Moment die intelligente Ordnungsstation. Ja, auch langfristig, das ist doch die Frage, wie effizient willst du das System haben? Es geht um die Frage der Effizienz des Systems. Ich will Ihnen das Beispiel geben. Die ganz normale Tiefkühltruhe zu Hause, wenn ich eine Überlast im Netz habe, passiert im Moment Folgendes: ich regle Windparks ab und in Süddeutschland drehe ich ein konventionelles Kraftwerk hoch, sende ich Redispatch, um das Netz zu stabilisieren. Das ist hochgradig ineffizient. Das ist nicht besonders klug. Es wäre viel klüger zu sagen, alle Tiefkühltruhen im Umkreis von 50 Kilometer um diesen großen Windpark rum werden einfach mal 2 Grad kälter gemacht. Das wäre intelligent. Das setzt natürlich relativ viel Steuerung voraus. Allerdings wird diese Steuerung in wenigen Jahren ein Pfennigprodukt sein. Das machen wir jetzt schon mit Kühlhäusern. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht tun. Nur das wiederum, und da haben wir dieses deutsch-schwedische Paradigma, setzt natürlich voraus, dass ich das auch zulassen will. Und da gibt es im Moment keinen Willen. Da sagt man, komm, lass das blöde Gaskraftwerk oder auch das Kohlekraftwerk lieber rauflaufen, Windpark abschalten, kriegen wir das Netz auch stabilisiert. Es geht um die Frage des idealtypischen Systems. Und wenn ich auf der Granularität, die wir jetzt haben, reichen völlig regelbare Ortsnetzstationen. Die Stadtwerke, um das auch nochmal sehr deutlich zu sagen, und auch die traditionellen Energieversorger, lehnen die Smart-Meter-Technik tendenziell eher ab, waren auch Teil der Blockade neben den Verbraucherschützern. Warum wir uns jetzt seit 5 Jahren mit dem Thema beschäftigen, RWE mindestens genauso lang, ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben gesagt, es kommt sowieso. Und wenn du dann nicht weißt, was da passiert, dann gehst du unter. Warum haben die Stadtwerke oder warum haben die traditionellen deutschen Energieversorger, lehnen die das ab? Nicht wegen den Kosten, nicht wegen... Die haben Angst. Die sind nicht anders als wir als Privatperson. Die haben Angst davor, dass irgendjemand kommt, diese Dinger einfach einbaut, neue Geschäftsmodelle entwickelt und ihnen dann das Schicksal von Nixdorf droht. Weil sie nicht schnell genug sind. Ja, wenn ich alles so lasse, wie es ist, dann ist das stabilste aller Geschäftsmodelle auf der Welt. Das ist so. Aber Angst war ja schon, wenn ich kurz einmal, also Angst war ja schon immer eigentlich ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, irgendwie zukünftige Geschäftsmodelle. Angst ist auch ein großartiger Treiber, wegzurennen, aber hilft nichts, ne? Und musst ja auch die Herausforderung mal entgegennehmen. Nein, ich sage nur, diese Sorge, die Frage der Datensicherheit.
Natürlich hat der Chaos Computer Club recht. Wenn Daten da sind, kann man sie auch abgreifen. Und es ist halt elektronisch unendlich viel einfacher, als wie früher ins Haus einzubrechen, die Tagebücher mit, also klassische Industriespionage. Früher war ein ziemlich schmutziges Geschäft. Heute ist das total tiefenentspannt. Das machen Leute für kleines Geld auf der ganzen Welt. Also kluge Informatiker und Mathematiker und so. Die waren früher, hatten die überhaupt keine Chance, kriminell zu sein, bis auf Buchhaltung. Heute ist das anders. Okay. Ansonsten, wir nehmen auch noch Meldungen aus dem Publikum rein. Wir wollen uns nicht ausschließlich hier vorne unterhalten, aber erstmal ja, Udo Sieberding. Haben wir so viel auch an den Smart Mietern rumkritisiert, da würde ich jetzt noch mal einmal, weil Sie mir gerade die Vorlage dafür gegeben haben, eben noch mal für die wettbewerbliche Lösung als Alternative werben, weil genau das, was Sie gerade angesprochen haben, am Beispiel der Tiefkühltruhe, das gibt es in den Haushalten, Oliver Krischer hatte das in seinem Eingangsstatement, immer mit dieser Waschmaschine rauf und runter. Das ist Quatsch, das kann man auch nicht mehr hören. Nicht nur, weil man im Mieterhaushalt nachts um drei nicht keine Waschmaschine rattern haben will, sondern auch, weil es nicht komfortabel ist. Das funktioniert so nicht. Aber bei Tiefkühltruhen, bei Wärmepumpen wäre das noch so ein Einsatzbereich. Oder auch beim normalen Kühlschrank. Auch da kann man den mal eine Stunde vom Netz nehmen oder mal durchlaufen lassen. Also das sind so Einsatzbereiche, wo grundsätzlich auch, und dann ist aber der wichtige Punkt, eine wettbewerbliche Lösung aufgesetzt werden müsste oder könnte. Und dazu muss sie aber dann, muss es einen Anreiz geben. Und diesen Anreiz gibt es derzeit im Tarifgebilde nicht. Wir haben zwar die Pflicht, irgendwie lastvariable Tarife seit 2010, das ist aber nichts, was da derzeit angeboten wird, ganz klar auch, weil wir im Moment in der Umlagen- und Abgabenstruktur überhaupt keine vernünftige Spreizung hinbekommen. Das heißt, da kann der Vertrieb überhaupt nicht darstellen, dass man da so eine Spreizung hinbekommt, dass der Verbraucher dann sagt, okay, dafür hole ich mir dann die Infrastruktur ins Haus und dafür nehme ich dann auch eben in Kauf, dass ich möglicherweise bestimmte Einschränkungen dann mal habe. Das mache ich nur, wenn ich wirklich da auch vor allen Dingen eben einen Preisvorteil rauszieht. Das ist dann wieder die Diskussion möglicherweise um eine Novelle der Netzentgelte, sodass man dann darstellen kann, wir zahlen jetzt irgendwie durchschnittlich so 7-8 Cent pro Kilowattstunde Netzentgelte. Wenn man dann eben sagen würde, in so einer Spitzenlastzeit nehme ich den Strom, niedriger Börsenpreis, ich nehme den Strom auf die Tiefkühltruhe oder auf den Wärmepumpenstrom, dann aber wirklich, wenn ich ihn auch beispielsweise 10 Cent günstiger bekomme, um dann eben auch mit diesem ganzen Infrastrukturaufwand, den ich habe, Smart Meter anschließen, intelligentes Messsystem, um diese Bidirektionalität hinzubekommen, mich mit den Datenschutzfragen zu beschäftigen und sie in Kauf zu nehmen, mich des Risikos zu vergegenwärtigen und dann mache ich das, wenn es dafür einen Anreiz gibt. Das kann irgendwann sein und da ist, glaube ich, ganz viel Fantasie auch und ich finde das durchaus auch positiv, weil es ja auch viele Leute gibt, die nicht nur ihre Bikini-Fotos auf Facebook stellen, sondern auch bei solchen Sachen irgendwie da einfach eine andere persönliche Grenze für sich haben oder auch eine Spielbereitschaft. Sie schildern das ja auch ganz eindrucksvoll. Und wenn es da irgendwie noch auch Geschäftsmodelle dann gibt, die darauf aufsetzen, finde ich das durchaus auch für viele Leute, die sich Lust haben, auch mit sowas eigentlich sehr unspektakulärem wie dem persönlichen Stromverbrauch zu beschäftigen, ist das ja erstmal was, was man unter den gegebenen Spielregeln ja auch gut finden kann. Okay, ich habe jetzt diverse Wortmeldungen aus dem Publikum, die ich gerne erstmal einmal reinnehmen würde und dann machen wir aber auf jeden Fall hier vorne auch nochmal eine Antwortrunde. Ich habe gesehen, sie und da hinten und hier vorne und die machen wir jetzt einfach, naja, wir probieren es mal, wie viele davon wir hintereinander kriegen. Bitteschön. Ja, Verheyen, Universität Duisburg-Essen. Die Diskussion ist ja zweigeteilt hier heute. Die läuft allerdings ständig ineinander über und vielleicht verstehe ich. Das war die Intention. Bitte? Das war die Absicht dieser Diskussion. Auch die Absicht, okay. Aber das sollte man doch sauberer trennen, weil die Argumente der einen Thematik passen nicht auf die Thematik des anderen Bereichs. Ich nenne die mal kurz, das eine ist die Netzstabilität und was wir da brauchen und das andere sind Smart Meter. Und das sind völlig verschiedene Dinge und ich freue mich sehr, dass sowohl der Vertreter des RWE als auch von Trianel
hier sagen, uns reicht es, wenn wir in 1000 Verteilnetz betreiben, mit vielen 1000 Ortsnetztrafos, wenn wir die Informationen haben, dann reicht das. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich bin kein Experte, aber es liegt nahe, dass das so ist. Und von Experten weiß ich, dass man sich nach billigeren Lösungen oft umschaut, als einen regelbaren Ortsnetztrafo einzubauen. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Längsregler, vielleicht tatsächlich auch Netzausbau. Also es gibt da technisch viele Möglichkeiten. Man wird da immer das Beste nehmen. Und die Probleme der Netzstabilität, die kennt man, dass im Norden zu viel Wind ist und die Last eher hier in Nordrhein-Westfalen und im Süden ist. Und da haben wir auch oft schon in anderen Kreisen drüber diskutiert. Und das eine Mal will man eine Kupferplatte, damit die Börse auch richtig funktioniert. Das andere Mal will man keine Kupferplatte, weil man eben smart sein will. Aber smart war der Netzbetrieb immer schon. Ich glaube, da müssten Sie mir vom RWE auch recht geben. Vor 20 Jahren hat man auch schon äußerst smart das Netz regeln müssen. Da ist nicht furchtbar viel dazugekommen. Wir haben ein paar Neuigkeiten da, dass man starke Laständerungsgeschwindigkeiten hat und Ähnliches. Alles bekannt. Und diese Digitalisierung der Energiewende, die gibt es seit langem, die läuft, da gibt es ja gar keine Diskussion drüber, es geht ja gar nicht anders. Man kann nicht immer irgendwo in die Zentrale telefonieren und sagen, hier fällt gerade ein Kraftwerk aus. Also das ist eigentlich erledigt. Jetzt geht es aber, glaube ich, im Moment nur um Smart Meter, nur darum. Und wenn ich dann von Oliver Krischer höre, dass die Argumentation in Berlin, ich habe es nicht verfolgt, mit der Stabilität des Netzes begründet wird, dann scheint da was nicht richtig zu stimmen. Denn wir haben gehört, das ist nicht nötig, das ist überflüssig. Und es kommt mir so ein bisschen so vor wie eher ein Beschaffungsprogramm oder ein Wirtschaftsförderungsprogramm für die Messgerätebetreiber. Wir haben das bei der Kesselindustrie ja auch so, man soll immer alte Kessel rausschmeißen, weil die nicht so gut sind. Studien zeigen ganz deutlich, der Wirkungsgrad von Kessel hängt von vielen Dingen ab, ob warm Wasser gemacht wird, ob es ein Gebläsebrenner ist, ob es ein Brennwertkessel ist, aber hängt nicht vom Alter ab. Da können Sie Professor Grinevicius fragen. Also es gibt solche merkwürdigen Argumentationen und ich würde sagen, ich würde Herrn Sieverding ganz unbedingt recht geben, wenn man nicht muss, dann ist man schon mal auf einer guten Seite. Das wäre ein ganz wichtiges Argument, dass man das mal herausstellt. Und ansonsten kommt es wahrscheinlich von selbst, weil der Spieltrieb ist da und man kann vielleicht Smart Living ohne, geht natürlich nicht, alles völlig klar. Aber diese beiden Dinge, die sind doch völlig unterschiedlich zu betrachten und das kommt zu wenig rüber, finde ich, bisher. Okay, der Punkt ist angekommen, dann würde ich bei dir weitermachen. Was ich meinte, ist, die analogen Geräte, die es jetzt gibt, sind eigentlich Stand der 1930er Jahre. Und es ist so, dass jetzt nach 86 Jahren nochmal neue Strommessgeräte gekommen sind. Das ist ja nicht, dass das wirklich was Neues ist. Und von daher denke ich, die, wie eigentlich alle sagen, die kommen in jedem Fall. Und ich meine, gerade eben die Diskussion hat ja gesagt, also zumindest begrüße ich da, was der Oliver Krischer sagt, dass eben dieses Zwangsrollout sehr schädlich ist. Stattdessen müsste geschaut werden, was können die Geräte denn tatsächlich? Wie sind die technisch definiert? Und da ist eben die Frage, wer bekommt die Daten? Und auf der anderen Seite, wem gehören die Daten? Also sind das letzte Meile, die Versorger vor Ort, oder ist es so, dass es nur die vier Großen sind, die also als Monopolisten dann die Daten kriegen? Und ich meine, da ist die Sache, wo sich die Politik drum kümmern muss. Und was ich hier an den, die Frage an den RWE-Mann war, inwieweit die zum Beispiel diese EE-Bus-Initiative unterstützen, also dass also tatsächlich einheitliche Standards entwickelt werden oder dass die Standards möglicherweise transparent sind, dass man also wie jeder einsehen kann, wie die Standards aussehen. Also, und ich meine, das ist die eigentliche Aufgabe von Politik, dass man wirklich auch in die technischen Details reingeht. Da muss die Politik aktiv werden und nicht bei der Frage, was so drumherum läuft. Der Hausautomation ist also die Frage des Energieverbrauchs eigentlich der Nebenaspekt.
Da geht es um Convenience und da geht es darum, dass man möglicherweise eine Alarmanlage ansteuert. Aber das machen alles die Mikrocontroller, die einfach da sind. Und die werden eingebaut, nicht weil sie was besser können, sondern weil sie da sind. Okay, vielen Dank. Ja. Mein Name ist Raphael Moser, ich bin Politikstudent aus Duisburg. Und wenn ich meine Kommilitonen frage, was sie für ihr Handy bezahlen im Monat, dann können die mir das auf den Euro genau sagen und wechseln für 3 Euro. Aber wenn es um die Stromrechnung geht, da die wohnen in WGs, da wird das bei einem abgebucht und die anderen haben keine Ahnung, was Strom eigentlich kostet. Und ich glaube, dass Smart Meter bei aller berechtigten Kritik vielleicht doch auch dazu beitragen können, dass eine gewisse Sensibilisierung für das Thema passiert. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es einen Zwangs-Rollout geben sollte. Aber meine Frage an Herrn Sieverding wäre, ich weiß nicht, ob das vorhin alle beobachtet haben, als Herr Krischer meinte, dass in Langzeitstudien da 5% Effizienz gemessen wurde, die bei Bürgern, die so einen Smart Meter hatten, testweise. Meinten Sie, es seien 2% gewesen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es aber in der Realität doch nochmal anders laufen würde, weil dann auch, das einfach ein gesellschaftliches Thema werden würde, vielleicht mehr und mehr Sensibilität dafür käme und das sozusagen dann Effekte werden, die zusammenwirken, dass insgesamt eine höhere Sensibilität für den Stromverbrauch ist und ob Sie nicht auch meinen, dass vielleicht da noch mehr Potenzial wäre, als jetzt in diesen Studien gemessen werden konnte. Okay, wir sind auf dem besten Weg, in ein Zeitproblem zu laufen. Ich würde Rüdiger noch mit reinnehmen und dann gehen wir hier wieder in die Antwort und nächste Fragerunde. Zunächst nochmal ein Statement. Ich habe so ein bisschen Eindruck, hier laufen zwei Sachen auseinander. Gerade von den beiden Kollegen kam diverse Kritik an Technologien. Technologie hat immer Vor- und Nachteile. Ich meine, egal was ich nehme, ich kann auch ein Messer nehmen, damit kann ich mein Brot streichen, ich kann auch damit umbringen irgendwo halt mal. Also ich denke, 100%ige Sicherheit, glaube ich, gibt es keine. Das müssen wir uns im Klaren sein. Und da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Und jetzt zum Thema, hier steht digitale Energiewende. Jetzt ist meine Frage nochmal in die Runde. Ich brauche einen gewissen Standard oder eine gewisse Technologie fürs Umzusetzen. Wir wollen ja alle alles außer, sag mal, erneuerbare Energien ja irgendwann zurückfahren. Also brauche ich dafür eine gewisse Technik und ich brauche dafür eine gewisse Mindestanzahl oder Minimum an Daten. Und das, glaube ich, brauchen wir irgendwo halt. Ich glaube, da stimmen auch die, Namen habe ich gerade vor mir liegen, auch wahrscheinlich zu. Es sei denn, wir kippen die Energiewende. Das ist meine Frage. Es ist erstmal, wollen wir und was brauchen wir dafür, für diese digitale Energiewende? Was brauchen wir wirklich dafür an Minimum? Okay. Ich glaube, dieser Punkt wird später bei Frage 6, wie sicher können Verbrauchsdaten sein, nochmal etwas stärker reinspielen. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei konkret angesprochene Punkte. Zum einen einmal Herr Brabeck die Frage, unterstützt RWE die EEBUS-Initiative und dann dieses Thema für Herrn Sieverding und Herrn Thien. Studien versus wie würde es in der Realität aussehen. Und Jan Dobertin hat sich dazu auch gemeldet. Dann machen wir einfach die Runde so und fangen bei Ihnen an. Also wir waren damals bei dem Projekt dabei. Ob wir das unterstützen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir entwickeln gerade unser eigenes Datenformat mit Lemon Beat. Da muss der Herr Thies gehören, das wahrscheinlich eher. Ja, Herr Verweyen will noch nicht so richtig, aber er wird schon noch kommen. Okay, gut. Aber das ist vielleicht, kann man direkt auf die letzte Frage dann nochmal antworten, was brauchen wir eigentlich jetzt wirklich, sagen wir mal, was muss man wirklich standardisieren? Ich glaube, wenn wir die Austauschprotokolle standardisieren, also die Sprache, über das läuft, und wenn wir die Verschlüsselungstechnik oder die Mindestanforderungen an die Verschlüsselung standardisieren, dann mehr bräuchten wir erstmal nicht, weil dann kann jeder die Kiste bauen, wie er will, am Ende der Tage. Das große Problem ist ja, und ich glaube, dass dadurch auch der plötzliche Widerstand kommt, bei vielen, die früher gesagt haben, oh, Smart Meter, toll, machen wir Rollout, super, haben wir eben auch gerade mal ganz kurz noch mal eine Diskussion, ist, dass man eben auf den letzten Metern dieses Rennen noch so viel Anforderungen aufgeflanscht hat, dass das so komplex und so teuer geworden ist,
dass man jetzt eben wir mit den Verbraucherschützern uns einig sind, dass die 100 Euro Schwachsinn sind, weil der Verbraucher hat nichts von dieser Riesenkiste. Ich sage es nochmal, es ist ein geländegängiger, schussfester Ferrari, wo 99% der Kunden, die keinen speziellen Vertrag haben über besondere Leistungen mit dem Versorger oder mit dem Netzbetreiber, wo die meisten wirklich mit einem getunten Golf klar kämen, wenn wir jetzt gerade sozusagen die schwarzen Käfer noch im Keller hängen haben. Ja? Und die Lösung, die meisten brauchen, dass ich ein Interface habe, dass ich für meine Bedürfnisse mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet Sachen rausziehen kann, über eine App auswerten kann, da kann ich ein Produkt anbieten, das kostet 30 Euro im Jahr, genauso viel wie der Ferraris-Zähler. Ist ein moderner EDL-Zähler, der hat ein kleines Interface, eine LAN-Schnittstelle oder irgend sowas und das wird wunderbar für die meisten Anwendungen reichen. Okay, Herr Sieberding. Ja, nochmal zu der Frage, Oliver Krischer hatte gesagt, 5-10% Einsparung. Ich hatte dann so gezeigt. Ich glaube, dass es diesen Unterschied darüber gibt, dass gerade in den ersten Jahren, als die Geräte auf den Markt kamen, als es erste wissenschaftliche Begleitungen dazu gab, das gleiche Problem, diese Untersuchungen dem gleichen Problem unterlegen sind, wie wir das in Düsseldorf, was Herr Lederer geschildert hatte. Wir haben gesagt, es gibt ein neues Projekt, wer möchte mitmachen? So. Und wer meldet sich dann natürlich bei so einer Sache? Da melden sich die Leute, die entweder die technikaffin sind oder die ökoaffin sind und die sagen, Mensch, das ist eine neue Technik, ich wollte immer schon mal wissen, wo ich noch die letzten Prozente raussparen kann und dann mache ich das. Und dann werde ich nachher gefragt, wie Sie das gefunden haben. Und dann fand das natürlich erstmal, Düsseldorf war jetzt nochmal ein Ergebnis, aber in der Regel findet man das dann alles super und sagt natürlich, ja, natürlich habe ich mein Verhalten geändert, ja, natürlich habe ich auch gespart. Wenn man dann die Zählerstände vergleicht, wird das schon wieder ein bisschen überschaubarer. Oder man hat dann wirklich, wie die Kollegen das ja auch schon mal angesprochen haben, dann diese wahnsinnige Erkenntnis darüber gefunden, Mensch, der 15 Jahre alte Kühlschrank, den jetzt, wo wir nach 4 Wochen gesehen haben im Smart Meter, dass der immer, wenn der anspringt, dann gibt das so einen Peak, vielleicht tauschen wir den jetzt mal aus. So, aber das ist auch was, da bieten wir für 5 Euro eine Stromsparberatung in unseren Beratungsstellen an oder für 10 Euro kommt jemand nach Hause, bei einkommensschwachen Haushalten ist das sogar noch kostenlos und dann gehen wir da einmal durch und dann ist das möglicherweise sogar noch von der vom Lerneffekt noch größer, als wenn man da immer auf dieses Display gucken muss, wo man am Anfang vielleicht nochmal häufiger drauf guckt, weil das Neue ist, irgendwann nutzt es sich ab, genauso wie beim Spritspartraining. Da wissen wir einfach auch aus der Erfahrung, dass das nachhaltig, dauerhaft, dass die Effekte da überschaubar sind. Deswegen sind 2% da, glaube ich, im Moment eher näher dran an der Realität als die 5-10%. Ich will aber bei der Gelegenheit, das, was auch gerade Herr Brabeck gesagt hat, nochmal ganz kurz für eine neue Dimension nutzen, die aber zum Thema passt und die sehr spannend ist. Die deutschen Haushalte geben jedes Jahr 2,5-3 Milliarden Euro dafür aus, dass der Aktienkurs von Techem, Ista und Brunata steigt. Sie wissen, worauf ich raus will. Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechner. Das ist ein Markt, die Kollegen, die zittern nämlich auch gerade, die sind genau wie wir gegen dieses Smart-Meter-Gesetz, weil sie nämlich um ihr Geschäftsmodell zittern, weil da nämlich vorprogrammiert ist dann das, was sie jahrelang gemacht haben, mit irgendwie früher mit Röhrchen und jetzt mit Funkzählern, wie gesagt, Milliardenmarkt, die haben im Übrigen gerade eine Kartellklage am Hals, Nebenbemerkung. Dass das alles dann viel einfacher wird, wenn sowieso im Haus dieser intelligente, entweder die Messeinrichtung oder eben das intelligente Messsystem da ist, wo dann möglicherweise von Google oder von anderen dann eine Smart-Home-Anwendung auch noch in den Haushalt kommt und wo dann der Messstellenbetreiber vielleicht auch ein interessantes Angebot macht, um den ganzen Haushalt mit einem intelligenten, hoffentlich datenschutzanspruchsvollen System zu versorgen, dann brauche ich keine teuren und mit den Chippreisen, die wir heute haben und Messfühlern und der Technik zu Hause in der Automation, dann brauche ich keinen teuren Vertrag mehr, den die Wohnungsbaugesellschaft oder der Vermieter eben mit Ista und ich kann mich nicht dagegen wehren oder die anderen, ich will da jetzt keinen irgendwie besonders kritisieren. So, aber das ist ein Markt, also die 2,5-3 Milliarden Euro, mit denen könnten die deutschen Verbraucher auch gut was anderes machen und in sinnvolle Technik investieren.
Ich wollte ganz kurz so eine kleine Ergänzung machen. Es gibt das in Kalifornien. In Kalifornien hat O-Power, das ist ein amerikanisches Unternehmen, O-Power Folgendes gemacht. Die hatten ein Problem mit in ihrem Netzbereich mit zu viel Strom, also nicht O-Power, sondern ein Kunde von ihnen, mit zu viel Stromverbrauch. Und die haben ein Angebot gemacht, die hatten Smart Meter Rollout schon vor Ort. Die haben ein Angebot gemacht, dass sie straßenweise den Stromverbrauch erfassen. Und dann bekamen die Leute monatlich ihre Rechnung und auf der Rechnung stand drauf, sie verbrauchen mehr Strom als ihr Nachbar. Und dann stand auf der Rechnung drauf, die Nachbarschaft verbraucht so und so viel Strom. Und nun ist der Amerikaner in seinen Suburbs hochgradig konform. Also es ist, man hat das einheitliche SUV-Modell, also die Einfahrt sehen immer gleich aus, die Rasenhöhe ist, also das ist diese Individualität, wenn Sie mal durch ein amerikanisches Suburb fahren, dann sehen Sie ein bisschen zur Frage des Weber-Grills, ist das, da geht es nur noch um das Modell, aber die Marke ist klar, es ist ein Weber-Grill. Und das hat wirklich, die haben da weit über 10% Einsparungen gehabt. Das heißt, dieser Wettbewerbsgedanke, ich will nicht mehr brauchen als mein Nachbar, weil ich will halt kein Umweltschwein sein, die Kalifornier haben da ein Bewusstsein, ich will gucken, dass das Stromnetz stabil ist, das hat wirklich was gebracht und das bringt auch nicht eine unendliche Geschichte. Bei den Amerikanern ist ohnehin unendlich viel mehr Einsparvolumen, weil die alle Klimaanlagen haben. Das heißt, die haben per se ein deutlich höheres Einsparvolumen als bei uns. Aber es gibt Möglichkeiten, sozusagen Urinstinkte des Menschen zu nutzen, um Strom zu sparen. Das ist wohl möglich. Ja. Das vielleicht als Ergänzung. Das würde auch in WGs funktionieren. Wenn Sie Ihren Stromverbrauch im Jahr mal nehmen, den durch Anteil der Tage im Jahr dividieren und durch Anzahl der Mitglieder im Haushalt, und das vergleichen mit dem, was ein Stückchen Kuchen am Tag und eine Tasse Kaffee kostet, und davon dann 20% sparen, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Das heißt, das Stromsparen muss eine ganz andere Initiative sein, als über Kosten zu reden. Stromsparen heißt also, und da brauche ich, wenn ich einen alten Kühlschrank habe, da muss ich niemanden fragen, ob der viel Strom verbraucht, dann weiß man. Da kaufe ich halt einen neuen. Dann darf ich allerdings den alten nicht in den Keller stellen. Was natürlich auch gemacht wird. Dann, so, insofern, dieses Stromsparen geht viel einfacher darüber. Und wenn ich jetzt auf die EBUS-Initiative der Normung und Standardisierung komme, alle diese Prozesse, die im gesamten Energieversorgungssystem ablaufen, laufen mit Normen und Standards, international. Damit die Hersteller, die Produkte für das Energieversorgungssystem, das in Deutschland gebaut wird, in Europa gebaut wird oder international gebaut wird, überall die Geräte gleich bauen, nach gleichen Standards, nach gleichen Regeln wird das gemacht. Beim Smart Meter ist es jetzt insofern ein bisschen anders gelaufen, weil das auf einmal eine Initiative der Regierung war, etwas zu tun. Es wäre viel besser gewesen, wenn die Bundesregierung die grundlegenden Anforderungen an den Datenschutz geschrieben hätte, und dann den technischen Experten in der Industrie, bei den Energieerzeugern, bei den Geräteherstellern sich hingesetzt haben und hätten das dann technologisch realisiert. Jetzt ist es genau andersrum gelaufen. Das macht es ein bisschen problematisch, das jetzt wieder in die richtige Normung und Standardisierung reinzubringen. Und wir haben ja in Europa dieses ganz tolle System des sogenannten neuen Ansatzes. Der ist nicht mehr neu, der ist 30 Jahre alt, wo gesagt wird, zu allen technischen Dingen gibt die Regierung und der Europa die grundlegenden Anforderungen an die Produkte und Dienstleistungen. Das heißt, es gibt eine Niederspannungsrichtlinie, in der steht eigentlich nur drin, das Produkt muss sicher sein. Da steht noch ein bisschen mehr drin, aber das ist eigentlich der wichtigste Satz. Und die Experten, die in der Normung arbeiten, sorgen dafür, durch Normung das zu konkretisieren, dass diese Produkte sicher sind. Das Gleiche gilt für elektromagnetische Verträglichkeit, für Medizinprodukte. Und überall sind es dann Normen und Standards, die dafür sorgen, dass das gemacht wird. Komischerweise wird in der Energiewende da ganz besonders drüber gesprochen. Bei Industrie 4.0, was ja diese nationale Plattform jetzt aufgebaut worden ist, Industrie 4.0, ist das selbstredend. Da redet man gar nicht darüber. Das ist einfach die Grundlage von Industrie 4.0, sind Normen und Standards. Und bei der Energiewende sind, das habe ich ja eben schon mal gesagt, man spricht über Smart Meter, die man aber eigentlich gar nicht braucht, wenn man die Energie machen will. Wenn ich Energiesteuerungssysteme haben will, ist auch nur die Frage, wie baue ich das Internet of Things auf? Wie kriege ich das Ding ins Internet? Mhm. Und dann ist es steuerbar. Okay. Wo ist das Problem? Gut, dann
Ja, ich wollte auch noch mal kurz eingehen auf die, sag ich mal, die Adressaten oder die Ziele auch von Datenerhebung generell, weil da noch mal die Frage auch war, der Steigerung vielleicht über solche Smart Meter, dass man eben sensibilisiert ist. Ich glaube, wir müssen noch mal auch die Zielgrößen schärfen. Worum es mir eigentlich geht, das hatte ich ja zu Anfangs auch schon gesagt, dass wir eigentlich auch nochmal wirklich an die größeren Verbraucher ran müssen. Und Hermann Thün hat es gerade auch nochmal gesagt, was sind denn große Verbraucher, große Liegenschaften, große Gebäudekomplexe, die eben Klimaanlagen, Klimalüftungssysteme und so weiter haben. Das sind große Potenzialträger, wo wir zum einen eben auch dann Effizienz generieren müssen. Und das ist ja vorhin noch von Elmar Krischer gesagt worden, ja, wir können da so ein bisschen für Effizienz sensibilisieren. Ich glaube, wir müssen uns auch nochmal klar machen, dass Energiewende, eine erfolgreiche Energiewende hier in Deutschland auf jeden Fall eben auch das Effizienzthema behandeln muss. Wir müssen natürlich auch Energie einsparen, weil wir können nicht überall Windräder bauen und massiv PV zubauen. Das heißt, es gibt auch da irgendwo Grenzen. Das heißt, wir müssen dieses Thema nach vorne bringen, aber dann eben im richtigen Adressatenkreis. Und da sehe ich gerade eben große Gebäudekomplexe, Gewerbe, Handel, Handelskomplexe als mögliche Zielgrößen. Und dann ist eben auch die Frage, muss ich das dann über einen zwangsmäßigen Rollout machen oder gibt es da nicht neue Geschäftsmodelle? Es gibt ganz interessante Unternehmen auch in den USA, First Fuel beispielsweise, die einfach nur durch eine externe Datenerhebung beispielsweise Effizienzpotenziale generieren, ohne jemals in dem Gebäude drin gewesen zu sein und zielsicherer sind in ihren Analysen als jemand, der eben so eine Gebäudebegehung, wie das die Verbraucherzentrale dann im Privathaushaltsbereich anbietet, gemacht zu haben. Also das ist natürlich, und da kann man dann vielleicht auch ein Stück weit die Lanze wieder brechen für solche Datenerhebungen. Es gibt natürlich da gewaltige Potenziale, aber ob ich darüber jetzt unbedingt einen zwangsmäßigen Rollout brauche, das ist natürlich sehr fraglich. Okay, vielen Dank. Wir verlassen jetzt Frage 4, haben noch ungefähr 10 Minuten für die letzten beiden Fragen. Deswegen machen wir es jetzt ganz flott mit Frage 5, nur eine Runde hier vorne und fangen rechts außen an. Die Grenzen bei der Datenerhebung sehe ich. Wo sehen Sie sie? Ja, wenn ich den Bereich des Kundennutzens verlasse. Ich sehe die Grenze bei der Freiwilligkeit. Das ist jetzt blöd, aber ich schließe mich da an. Ja. Wo die Möglichkeit besteht, dass Daten widerrechtlich erhoben werden. Also die Freiwilligkeit ist das zentrale Thema. Die Grenze sehe ich darin, wenn Daten erfasst werden, die gar nicht gebraucht werden. Ich sehe sie zum einen auch im Selbstbestimmungsrecht des Verbrauchers, aber zum anderen natürlich auch in unverhältnismäßigen Eingriffen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, beispielsweise bei regenerativen Erzeugungsanlagen, wenn ich im Nachgang dann neue wirtschaftliche Einbußen habe, die ich so vorher nicht einkalkulieren konnte. Ja, das glaube ich schon alles gesagt. Auch bei der Freiwilligkeit, aber da auch nochmal präzisierend oder hinzufügend. Freiwilligkeit kann ja auch so eine Pseudo-Freiwilligkeit sein, indem ich zum Beispiel interessante finanzielle Anreize biete oder was zum Beispiel auch meinetwegen Versicherungen ganz gerne machen, dass sie so einen Deal abschließen, pass auf, wir erhöhen deine Versicherungsprämie, deine Versicherungszahlungen nicht, aber dafür installierst du jetzt diese tolle Smart-App auf deinem Smartphone und das erhebt dann ganz smarte Smart-Daten über dich und dann wissen wir halt ein bisschen mehr über dich und können dann möglicherweise auch dein bisschen genau gucken, wie du gestrickt bist und haben dann auch nochmal Daten, die wir dann haben. Und was auch freiwillig oder was jetzt auch das Datenerheben angeht, wurde ja auch schon mehrfach gesagt, die Daten, also RWE interessiert sich jetzt nicht direkt für meine Kundendaten. Aber möglicherweise gibt es dann eben Leute, die dann an einen Energieversorger rantreten und sagen, sag mal, mach doch mal deinen Kunden günstigere Preise, damit die freiwillig dir etwas dichtere Datenintervalle bieten und dafür kaufen wir dir dann diese Daten ab und dann wird auf einmal doch wieder ein Schuh draus. Also ich will Ihnen das jetzt nicht unterstellen, noch ist das nicht der Fall, aber kommen kann es. Und sagen wir so, das wäre jetzt das erste Mal seit dem 11. September 2001, dass der Staat freiwillig auf Daten verzichtet. Und er hat bisher immer eine tolle Ausrede gefunden. Und die wird er auch in diesem Fall finden. Okay. Das ist eine spannende These zum Abschluss dieser Runde. Wir würden es bei der sechsten Frage jetzt so machen, dass wir erst die Meldung aus dem Publikum zu dieser Frage nehmen. Auch da bitte wirklich fokussiert auf einzelne Referenten hier vorne. Genau, da gibt es eine. Ja, Bernd Baunow, Stadtteil gerade vom Wald.
Aus meiner Erfahrung aus dem Sicherheitsbereich, Datenverschlüsselung und so weiter, würde ich sagen, es gibt keine sicheren Daten, es gibt keine sicheren Verbrauchsdaten. Alles ist hackbar und alles war auch in der Vergangenheit hackbar. Ob ich jetzt als Beispiel nur das iPhone von Apple nehme oder RSA-Verschlüsselung oder dergleichen, entscheidend ist doch eigentlich auch bei diesen Daten nicht die Qualität. Wir werden nie eine Qualität erreichen, die es uns sicher macht, dass diese Daten nicht trotzdem veröffentlicht oder von anderen gelesen werden können, sondern es ist die Entscheidung und die bewusste Entscheidung, wer welche Daten weitergibt. Ich denke, das ist so etwa Richtung Chaos Computer Club und der Ecke. Ist das so etwa Ihre Einschätzung in der Zusammenfassung? Okay, habt ihr die, warte mal gerade, wir sammeln jetzt Meldungen. Ich glaube, irgendwo hier hatte ich noch was gesehen eben. In der letzten Reihe war doch Achso. Oder? Hatten Sie sich nicht gemeldet? Ah, okay. Wollen Sie noch was nachmelden jetzt? Noch geht's. Nein, okay. Okay, gut. Genau, dann erst du und dann du. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen wieder in eine andere Richtung, aber das würde ich ganz gerne nochmal loswerden. Dennis Dreyer von der TH Köln. Es wurde viel über Effizienz gesprochen. Der eine Punkt ist klar, den Verbrauch, den wir haben zu Hause, den Kühlschrank schmeißen wir raus. Ist aber eigentlich eher mal uninteressant. Der interessante Punkt ist ja, wie effizient ist unsere Netzregelung? Wie effizient gestalten wir unser Netz? Und da ist die Frage, wie weit können wir die Daten nutzen, um so wenig wie möglich unnötig zu verbrauchen und wann werden wir angreifbar? Also wann ist unser Netz angreifbar, weil wir vielleicht zu viele Daten sammeln oder weil man unsere Daten manipulieren kann? Auch eine spannende, sehr, sehr große Frage. Ich hoffe, wir kriegen sie in der Kürze unter. Bitte. Also für mich ist die Frage, wie sicher sind die Verbraucherdaten davon abhängig, wer hat darauf Zugriff? Und eigentlich, wer hat Zugriff, wem gehören die Daten? Und wir haben gerade gehört, die Daten sind verschlüsselt. Das heißt, als Verbraucher kann ich nicht einfach ein Display anstöpseln, sondern das muss erst freigeschaltet werden. Das ist aber so, dass das EVU für sich natürlich selbstverständlich das Recht herausnimmt, die Daten zu nutzen, und was also direkt ein Ungleichgewicht schafft. Also ich denke, es müsste klar geregelt sein, wem die Daten gehören. Okay, vielen Dank. Wir hatten den Plan, um halb in die Abschlussrunde gehen zu können. Das heißt, wir machen jetzt hier direkt in die Frage 6. Das heißt, bitte wäre die, dass ihr eure Antwort auf diesen letzten Punkt gebt und auch die Fragen aufgreift, die angesprochen wurden aus dem Publikum. Gut, also ich kann natürlich jetzt nicht für den Club sprechen, deswegen, also das ist jetzt eine Individualmeinung, die sich aber wahrscheinlich mit weiten Teilen des Clubs deckt, haha. Der Club besteht nicht aus Maschinenstürmern, um da eine Kritik aufzugreifen, die vorhin von zwei inzwischen gegangenen Menschen geäußert wurde. Wir sind absolut technikaffin. Wogegen wir uns sträuben, ist eine schlechte Implementierung von Technik. Das heißt also, wenn bei der Programmierung von Software geschlampt wird, wenn einfach unter Zeitdruck und unter Kostendruck schlechte Software ausgerollt wird, die dann eben unsicherer ist, als sie sein müsste. Also als Mathematiker bin ich zum Beispiel der Meinung, dass es diverse Verschlüsselungsalgorithmen gibt, die mathematisch gesehen vollkommen in Ordnung sind. Doch, also da kann man, also von mindestens einem Algorithmus kann man sogar beweisen, aber das steht mal auf einem anderen Blatt. Was Sie natürlich zu Recht kritisieren, ist, dass man immer einen Weg drumherum finden wird. Das heißt, selbst wenn die Mathematik in Ordnung ist, kann ich mich auf Implementierungsfehler verlassen? Kann ich mich darauf verlassen, dass irgendwo dann einer doch ein bisschen geschlampt hat? Das ist, und dagegen wenden wir uns. Wir wollen ordentlich und gute Software haben. Wogegen wir, oder jetzt auch nochmal zum Punkt, wem gehören Daten oder wie vermeidet man die? Als Datenschützer möchte ich eigentlich überhaupt nichts tun müssen. Ich möchte keine Daten schützen müssen.
sondern im Idealfall sind die gar nicht erst entstanden. Ich weiß nicht, wer vorhin dieses schöne Wort nochmal aufgebracht hat mit dem Privacy by Design. Eigentlich gehört so ein Zeug so gebaut, dass die Daten gar nicht erst entstehen. Da brauchen wir sie nämlich auch gar nicht erst durch Verschlüsselung und weiß der Geier was zu schützen. Und gut wäre es, und da verweise ich mal auch auf so einen Zettel, den ich da bei Recherche für heute gefunden habe vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben mal so die Rahmenbedingungen spezifiziert, mit denen diese Daten oder mit denen diese Smart Meter oder überhaupt diese Energiewende herbeigeführt werden sollen. Da sind auch schon sehr, sehr intelligente Gedanken dabei, wo ich sage, ja, da sind schon die richtigen Gedanken entstanden. Die sind auf dem richtigen Weg, aber auch da stellt sich halt die Frage, wie sauber wird das umgesetzt und wie sieht es nachher in der Praxis aus? Oder kann man dann eben auch nochmal durch entsprechend geweckte Begehrlichkeiten diese eigentlich sehr schönen Standards aufweichen? Okay. Matthias Dahlheimer, vielleicht auch mit der Frage, kann es sowas wie absolute Sicherheit geben, auch das Stichwort Filia? Ja. Nein. Gut, danke. Aber noch so, um das Ganze ein bisschen plakativ zu machen, und auch kurz. An jedem Trog sammeln sich die Schweine. Ich hätte gern, dass mein Datentrog bei mir in der Wohnung steht. Ich hätte gerne, dass da keiner drankommt, weil das ist für mich was sehr Intimes. Ja, ich kann die Daten positiv nutzen. Ich kann meinen Kühlschrank steuern. Ich kann meine Nachtspeicherheizung steuern. Machen wir auch. Ja? Da macht halt einfach mein Zähler die Tarifierung. Das nennt sich Nachtspeichertarif oder wie auch immer man in der Versorgungswirtschaft dazu sagt. Und das gibt es seit 40, 50 Jahren. Das ist jetzt keine neue Technik. Die Dinger müssen nur nicht kommunizieren. Die müssen ihre Daten nicht rausrücken. Insofern muss man sich schon die Frage stellen, was sind denn das eigentlich für tolle Geschäftsmodelle, die wir jetzt irgendwie die Bürger bezahlen lassen, wenn sie offenbar einen eingeschränkten Nutzen davon haben, potenziell Datenschutzprobleme haben und es eigentlich schon Modelle gibt, wie man es komplett anders lösen könnte. Ich würde gerne eine kurze Nachfrage stellen, weil der Unterschied zu den alten Nachtspeicherheizungen ist ja, die mussten wirklich nicht kommunizieren, ja, weil man doch tun sie. Mussten sie aber ja eigentlich nicht. Ja, also eigentlich war ja quasi voreingestellt. Die wurden rundgesteuert. Ja. Aber ich sage mal, es wäre eigentlich nicht notwendig gewesen. Das ursprüngliche Ansinnen bei der Nachtspeicherheizung war ja der, dass man guckt, man braucht eigentlich den Stromverbrauch, muss man in der Nacht hochkriegen, weil man so viele Kraftwerke hat, die nicht so gut steuerbar sind. So. Und so einfach ist es ja jetzt einfach nicht mehr. Ja, also so, man kann ich kann es auflösen, ist ganz einfach. Nee, das war ja noch gar nicht die Frage. Sondern für mich war die Frage, weil Sie gerade gesagt haben, es muss gar keine Kommunikation stattfinden, sicherlich nicht irgendwie über den Zähler, aber wenn es darum geht, die Punkte, die wir eben aus energiepolitischer Sicht angesprochen haben, also zu sagen, wie steuere ich denn dann, ich sag mal, die Tiefkühltruhe oder so an, die muss ja schon irgendeine Datenverbindung haben, ja irgendeine Verbindung haben, irgendwie muss sie angesteuert werden, damit man sagen kann, dass man energiepolitisch was davon hat, dass also nicht stattdessen Windanlagen abgeregelt werden müssen, aber man da eben den Verbrauch an der Stelle steuern kann. Also das wäre für mich jetzt, weil an der Stelle macht es ja irgendwie Sinn, aber wie kriegt man das denn dann hin? Das ist ganz einfach. Im Moment transportiert man Verbrauchsdaten zum Versorger und Steuerdaten in den Haushalt. Mhm. So, ich würde gerne einfach nur die Steuerdaten transportieren. Wir haben einen Zähler, der sehr viel kann, elektronisch in verschiedenen Abmessungen, keine Ahnung, der kann einfach mehrere Tarifregister haben und ich sage dem Ding einfach, hier guck mal, morgen Abend ist viel Wind, da ist der billigere Tarif und der zählt einfach anders hoch und man hat diese ganzen Probleme. Man braucht erheblich weniger Kommunikationstechnik, wenn man das noch intelligent über Rundsteueranlagen macht. Okay, danke. Ja, wie sicher können Verbrauchsdaten sein? Ich denke, viel ist jetzt schon gesagt worden, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, sobald Daten erhoben werden, ist deutlich geworden. Von daher sind die Daten die sichersten, die eigentlich nicht erhoben werden. Und ich glaube, man muss einfach entsprechende Standards setzen und Wege gehen, um größtmöglichen Datenschutz zu ermöglichen. Gibt es ja verschiedene Strategien. Datenvermeidung ist das eine. Dann die Frage der Erforderlichkeit der Datenerhebung ist das nächste. Dann die strikte Zweckbindung auch der Weitergabe und auch die Sanktionierung von Missbrauch. Und letztlich eben auch klare Vorgaben zu Datenlöschung. Also wann müssen Daten auch mal vernichtet werden? Ich glaube, da ist eben auch entsprechend die Politik gefordert, das entsprechend strikt festzulegen und da verhältnismäßige Ansätze zu sehen oder zu finden. Mhm.
Vielen Dank. Das ist ja so ein Stück weit auch das klassische Instrumentarium des Datenschutzes, Zweckbindungen einführen, Löschfristen einführen und so weiter, technische, rechtliche, organisatorische Maßnahmen, sagt man bei uns immer. Herr Dr. Thies. Bei technischen Systemen, nehmen Sie eine Raffinerie, da haben Sie sehr viele Dinge zu lösen bezüglich Explosionsschutz und. Dort gibt es eine ganz detaillierte Risikoanalyse, um möglichst jeden Fehler, der passieren könnte, zu vermeiden. Aber trotzdem bleibt ein Restrisiko. Es gibt in technischen Systemen nichts, was 100% sicher ist. Dazu gibt es auch ganz festgelegte Verfahren, die Normen und Standards festgelegt sind, wie man solche Anlagen überhaupt konzipiert und auch betreiben kann und auch entsprechend testen kann. Das gibt es im Softwarebereich, im Datenbereich so nicht. Das heißt, wir brauchen hier eine richtige kritische Analyse in der Art und Weise, wie wir das bei technischen Systemen machen, auch in dem Softwarebereich, wo Daten erhoben werden und. Dann bleibt immer ein Restrisiko. Mhm. Gut, nun explodieren Daten seltener. Ja, das ist der Vorteil von Daten. Ja, ich bin... Ja, das absolut, aber wir müssen... Und auch so die klassischen Datenlecks bei größeren... Ja, aber wir müssen jetzt noch mal ganz kurz, wir müssen an der Stelle, das ist sozusagen der Hinweis an die evangelische Kirche, wir müssen die Kirche da auch im Dorf lassen. Ja, weil, können wir mal mit der Hand aufzeigen, wer hier vorne und da hinten ein Smartphone hat? Wer von Ihnen hat ein Smartphone hier im Saal? Wer hat ein intelligentes Telefon? Wer hat keins? Wer hat kein Telefon? Wir haben 4 Leute, das ist eine super Quote. Wir haben 4 Menschen, die kein Smartphone haben. Der Rest im Saal, das ist also relativ so. Mein Gott, weiß ich, ob das alles hier mitgezeichnet ist auf Ihrem Telefon? Google weiß sowieso, dass Sie hier im Saal sind. Ich sage nur, Livestream der Fraktion, was noch schlimmer ist, wurde ich nicht zu abgefragt, um das nebenbei zu sagen. Aber gut, das ist jetzt wurscht. Wir müssen, also ich sage wirklich, wir müssen da wirklich... Nein, wir müssen da, ich wurde dazu nicht abgefragt, ob das hier live gestreamt wird. Es ist aber auch, es ist jetzt auch nicht, die Kamera war nur auf euch beide gerichtet, nehme ich an. So, das ist jetzt nicht das Zentrale. Diese Daten, jetzt nicht, das sind überall Kameras wahrscheinlich, diese Daten, die da im Smart Metering erhoben werden, Kostenfrage ist eine andere. Ob das die Netze stabilisiert, ist eine andere. Aber diese Daten sind im Vergleich zu dem, was wir alle preisgeben, so lächerlich. Ja, das ist so. Ja, die Überwachung, die wir alle in dem Moment, wo wir, doch, sie sind lächerlich. Das Hauptrisiko, das ich sehe und wo ich wirklich sage, das will ich nicht. Ich will nicht, dass über den Rollout möglich wird, dass wir vom Netz abgeschaltet werden. Das ist für mich das Entscheidende. Weil da bin ich bei Ihnen absolut, also der Ausstieg aus dem Stromnetz ist ein Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben. Das will ich nicht, das ist der Zentrale. Ich will nicht, dass über einen Smart Meter der Staat herkommt und Hartz-IV-Empfänger anweist, dass er bitte A, B, C an elektronischen Geräten nicht mehr nutzt. Weil seine Stromrechnung, das ist ja ein großes Problem. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Da sehe ich das Problem. Aber ich sehe nicht das Problem in der Datenmenge, die Sie im normalen Haushalt erheben können. Wobei beim Smart Meter Rollout der normale Haushalt ohnehin nicht erfasst wird. Ja. Okay, vielen Dank. Udo Sieverding. Ja, schon viel gesagt, auch die sehr ausführlicher zu den Problemen, die wir auch mit dem Smart Meter Zwangsrollout, so wie er jetzt kommen soll, haben und der fehlenden wettbewerblichen Lösung. Deswegen sage ich das jetzt nicht nochmal, aber auch im Bereich der wettbewerblichen Datenschutz, der wettbewerblichen Varianten des Datenschutzthemas gibt es ja noch 2 interessante Entwicklungen, die uns auch vor neue Herausforderungen stellen. Das eine im Energiebereich, die ganze Smart Home Diskussion, wo wir jetzt am Anfang, wo ich im Moment noch sagen würde, was es da an Gebäudeautomationslösungen gibt, Smart Home, RWE bietet das an, der Konrad-Katalog vor Weihnachten war jetzt erstmalig voll davon, selbst bei Lidl kriegen sie schon so eine Sparvariante. Das kommt jetzt langsam in die Haushalte, auch durchaus mit dem Mehrwert, den Professor Greveler beschrieben hat, da kann es auch um Sicherheit gehen oder um Senioren-Sicherheit in der Wohnung, um Komfort und sonst was. Das hat erstmal mit dem Energienetz ja nichts zu tun, aber ich habe natürlich darüber, dass ich da immer mehr dieser Geräte und auch gerade in dem im Energiebereich im Haushalt, wir reden jetzt immer über Sektorkopplung, das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt immer mehr Anwendungen, insbesondere im Verkehr und auch im Wärmebereich durch Strom
auch zukünftig in der Energiewende-Welt bedient werden, sodass wir generell mehr Strom haben. Wenn wir dann über nicht mal über den Smart Meter Zwangseinbau, sondern auch über diese Hausautomation immer mehr Geräte in den Häusern haben, haben wir möglicherweise auch noch mal wieder eine Baustelle, die nämlich mit dem WLAN von aus dem Auto raus kann ich dann schon mal irgendwie den Backofen einschalten, mit einem wesentlich unsicheren System als der End-to-End-Verschlüsselung bei den intelligenten Messsystemen. Das heißt, auch da kommen wir möglicherweise in eine Größenordnung, wo wir über kritische Infrastruktur irgendwie uns nochmal Sorgen machen müssen. Und also wir sehen das selbst bei uns bei der Verbraucherzentrale. Wir haben jetzt angefangen, alle E-Mails, die von außen reinkommen, mit normalen Dock-Anhängen oder die rausgehen mit normalen Dock-Anhängen, angesichts der Bedrohung im Moment erstmal in Quarantäne zu schicken. Hätte ich nie für möglich gehalten, gedacht, das kann doch in der heutigen Zeit nicht mehr vorkommen. Das ist heute Stand. Hoffentlich nur vorübergehend. So, einen anderen Gedanken, kommt jetzt nicht aus dem Energiebereich, aber zeigt vielleicht auch nochmal an, welche Herausforderungen die Digitalisierung stellt. Fitnessarmbänder. Einige haben es vielleicht oder mit der Apple Watch. Es gibt jetzt die ersten Krankenkassen, die darauf Fitnesstarife anbieten. Das können die natürlich auch machen. Aber 2 Jahre weitergedacht heißt das natürlich auch, dass diejenigen, die so ein Fitnessarmband nicht haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise nicht nur diesen günstigen Krankenkassentarif nicht bekommen, sondern weil das Solidarsystem dann nicht mehr funktioniert, deren Tarife hochgehen. So, und das ist eine Diskussion, die wir jetzt, wo wir am Anfang stehen, im Moment haben wir das bei den Fitnessarmbändern, wir haben das bei den Kfz-Versicherungen und den Autoboxen, ob die sehen, ob ich aggressiver Fahrer bin oder nicht. Und da ist die Fantasie sehr groß, wo Politik meint vielleicht noch oder wo Geschäftsmodelle dann meinen, wenn wir da eine bestimmte Klientel anreizen, uns bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen, in einem erwünschten Verbraucherverhalten oder eben auch unerwünschtes Verhalten irgendwie zu sanktionieren, da stehen wir vor einer ganz neuen Herausforderung, wo dann dieses sehr Unschöne aus unserer Sicht gerade so Verbraucher vor sich selber zu schützen, das kriegt dann nochmal wieder eine neue Dimension. Mhm. Vielen Dank. Ich teile Ihre Ansicht nicht, dass diese Daten vergleichsweise langweilig sind. Das wollte ich nur noch gesagt haben, weil Sie vergleichsweise, aber Sie erlauben eben einen Einblick in die Privat-, also auch Intimsphäre unter Umständen und das sind durchaus sehr schützenswerte Daten. Ich wollte da durchaus was Positives sagen, also in der Regierung ist ja auch nicht alles schlecht. Also die technischen Anforderungen, die sogenannte technische Richtlinie zum Gesetzentwurf, sieht erstaunlich, sage ich jetzt mal als einerjenige, der aus der Ecke kommt, erstaunlich hohe Sicherheitsanforderungen vor. Also ich hätte gar nicht gedacht, was alles passieren kann, wenn das BSI sich mal ein paar Jahre an so einem Standard austobt. Also das ist schon sehr umfangreich. Also allein die Spezifikation des Schlüsselaustauschprotokolls, PKI, Stichwort, über 60 Seiten PDF, nur für diesen Aspekt. Viele Hersteller von diesen Geräten werden deswegen auch gar nicht rechtzeitig fertig sein, weil die einfach diese unwahrscheinlich starken oder umfangreichen, detaillierten Anforderungen noch erfüllen müssen. Das ist positiv. Das betrifft aber leider nur die Kommunikationsinfrastruktur, also sprich die Art und Weise, wie diese Daten vom heimischen System zu einem zentralen Server übertragen werden. Wenn die dort erstmal granular vorhanden sind, weil zum Beispiel jemand mal variable Tarife nutzt, also wenn es die mal jemals gibt, dann mache ich mir mehr Sorgen um das System, wo diese Daten dann eben irgendwann landen und aggregiert werden. Aber trotzdem, der Standard, der Kommunikationsstandard, die Sicherheit bei der Datenübertragung ist deutlich höher als das, was wir jetzt auch schon heute gehört haben, Italien, England, Schweden und Ähnliches. Also da, glaube ich, sind wir global sehr gut aufgestellt. Mhm. Wir wollten eigentlich wollten wir dich überspringen, Peter, und Entschuldigung, du darfst gleich, kriegst gleich einen Satz mehr in der Abschlussrunde. Ist das ein Deal? Ich glaube auch, dass die Daten, die rausgehen, sehr gut geschützt sind. Ich habe da eigentlich relativ wenig Sorge. Und der Kunde bestimmt ja am Ende selber, wem er die Daten gibt. Nur die Berechtigten kriegen ja dann tatsächlich die Daten. Was überhaupt noch nicht behandelt worden ist, die Dinger lassen sich ja steuern. So, und dafür gibt es derzeit weder ein Schutzprofil, ja, da ist noch nichts festgelegt. Bei dem anderen haben wir 3 Jahre gebraucht, beim BSI-Schutzprofil für den Datentransport raus. Jetzt müssen wir mal gucken, aber wir sollen am 01.01.2017 anfangen auszurollen. Ja? Wir haben weder die Steuerbock noch das Schutzprofil. Und da mache ich mir mehr Sorgen drum, weil ich sage jetzt mal, den Zugriff haben
4 Übertragungsnetzbetreiber. So, und dann kommen wir schon relativ, also in die Richtung, relativ nah an das Szenario Blackout. Denn dann kann ich möglicherweise eine ganze Menge Unsinn damit anstellen. Diesen Aspekt haben wir vor einem Jahr auch ein bisschen ausführlicher diskutiert. Das stimmt, dass es heute ein bisschen kürzer gekommen ist. Erstmal ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt im Grunde genommen die Fragen, die wir auch in der Runde hier diskutieren, erstmal durch. Wir haben noch 2 Fragen für die Abschlussrunde hier im Podium uns vorbereitet. Und da bekommt jetzt Peter Knietsch. Erstmal herzlichen Dank, dass du noch zu uns gekommen bist. Es ist mit alles sehr großen Widrigkeiten jetzt verbunden gewesen. Schön, dass du trotzdem noch für diesen Schluss hier bist. Ich glaube, ein herrenloses Gepäckstück war daran schuld, dass du hier so spät zu uns kommst. Wir wollen jetzt einsteigen in die Runde mit der Frage, welche Chancen und Grenzen sehen Sie für sich bei der Digitalisierung der Energiewende? Das ist quasi nochmal so jetzt die Möglichkeit, kurz und knapp die Zusammenfassung zu machen oder eben auch, Herr Brabeck hat es gerade schon anderweitig genutzt, was fehlte denn eigentlich noch in der Diskussion? Es muss jetzt auch nicht nur Sie persönlich sein, sondern vielleicht auch eben aus der speziellen Sicht dessen, weswegen Sie hier sind, für die Organisation, für die Firma. Das wäre der Aspekt. Aber an dich, Peter Knietsch, im Grunde genommen die Frage, wir haben vorhin Oliver Krischers Einführung, die ja ursprünglich von dir geplant war, schon gehört. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen diesen Blick aus NRW-Landesregierungssicht noch mal für uns hier mit reinbringen. Bitte. Ich will es gerne versuchen, Wiebke. Zunächst mal Entschuldigung, dass ich in der Tat jetzt erst zur letzten halben Stunde gekommen bin, ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass man im Zweifel doch nicht auf das Flugzeug vertrauen sollte. Ich fahre normalerweise wirklich, wenn ich nach Berlin fahre, in aller Regel mit dem Zug. Diesmal habe ich mich für das Flugzeug entschieden, weil das die Möglichkeit eigentlich geben sollte, um 17 Uhr hier zu sein. Und dann war es in der Tat erst ein widriges oder ein unsicheres Gepäckstück und nachher ein technischer Defekt am Flieger, der dazu geführt hat, dass ich jetzt gerade erst hier in Düsseldorf gelandet bin. Ich denke, die Frage richtet sich nicht an mich persönlich, sondern an die Landesregierung. Was verbindet eigentlich die Landesregierung damit? Ich vermute auch, dass viele der Dinge, die ich jetzt hier kurz und knapp versuchen werde zu sagen, schon gesagt worden sind, eine Wiederholung sind. Aber es sind, glaube ich, wirklich die Punkte, die die Landesregierung bei diesem Thema bewegt und die auch wesentlicher Punkt der Stellungnahme der Landesregierung zu dem Digitalisierungsgesetz im Bereich der Energiewende gewesen sind, die wir in der ersten Runde mal abgegeben haben. Der Diskussionsprozess läuft ja noch. Erstens, in der Tat, im Zusammenhang mit der Transformation unseres Energiesystems bleibt gar nichts anderes übrig, als ganz bestimmt auch ein Stück stärker auf Digitalisierung zu setzen. Wenn man wetterabhängige, fluktuierende erneuerbare Energien einspeisen will, wenn man auch da natürlich für einen entsprechenden Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage sorgen muss im Energiebereich, dann ist man stärker als bei dem herkömmlichen Energiesystem darauf angewiesen, dass man sehr schnell reagieren kann, sowohl im Bereich der Erzeugung wie auch im Bereich des Verbrauchs. Und das geht vermutlich nicht ohne eine stärkere Nutzung digitaler Techniken. Das darf auf der anderen Seite aber auch nicht dazu führen, dass sämtliche anderen Gesichtspunkte missachtet werden. Es darf kein Rollout um jeden Preis geben. Das haben wir in der Stellungnahme auch deutlich gemacht. Das betrifft insbesondere die privaten Letztverbraucher, für die ich durchaus erhebliche Risiken sehe. Einmal im Bereich des Datenschutzes. Das Hauptproblem bei der Sache ist ja, dass da Tropfen zu Tropfen kommt. Das ist dann der nächste Bereich, in dem Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern gesammelt werden. Udo Sieverding hat gerade ein paar Beispiele genannt, was da inzwischen schon alles mit gemacht wird. Ich könnte das ergänzen. Das ist Schwerpunktthema der Verbraucherschutzministerkonferenz, die in der nächsten Woche hier in Düsseldorf stattfinden wird. Verbraucherschutz und Digitalisierung, das haben wir zu einem der beiden Schwerpunktthemen gemacht. Mit all den Facetten, die hier benannt worden sind, variable Preise. Inzwischen ist das so, dass Kundinnen und Kunden unterschiedliche Preise für ein und dieselbe Dienstleistung angeboten bekommen, abhängig davon, ob sie von einem Apple-Gerät bestellen oder von einem anderen Gerät. Sie kriegen unterschiedliche Preise angeboten, wenn Sie auf eine Homepage eines holländischen Ferienhausanbieters gehen oder bei demselben Ferienhausanbieter die deutsche Homepage wählen, ohne dass Sie das überhaupt mitkriegen, ohne dass Sie überhaupt eine Chance haben, darauf zu reagieren.
Und wenn jetzt noch weitere Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen dazukommen, wenn in der Zukunft frei einsehbar ist, ob ich nachts oder tagsüber wasche, wie viele Elektrogeräte ich anhabe, welche Lebensgewohnheiten ich habe, denn vieles verbindet sich ja damit, dann ist das so ein weiteres Mosaiksteinchen im Bereich von Daten, von gläsernem Konsumenten, den wir eigentlich so nicht haben wollen. Also man wird schon sehr fein darauf achten müssen, dass so etwas nicht passiert. Anders ist es bei großen Letztverbrauchern, bei Industriellen, da würde ich die Risiken auch nicht so sehen, aber im privaten Bereich ist das so. Und dazu kommt noch, dass wir auch nicht überzeugt davon sind, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher wirtschaftlich lukrativ ist. Auch das ist wahrscheinlich schon angesprochen worden heute, das Risiko, dass die Installation, Zwangsinstallation von Smart Meter für die Verbraucher und den Verbraucher teurer ist als das, was man möglicherweise durch flexible Tarife einsparen kann, durch den Nutzen, den man hat. Sehen wir durchaus, und das darf auch nicht sein, dass also letztlich eine wirtschaftlich da eher ein Nachteil ist. Also das mal vielleicht so als ganz grober Punkt. Einen vielleicht noch, dasselbe gilt auch für bestimmte Erzeugergruppen. Also wir haben erhebliche Bedenken, gerade im Bereich von Photovoltaik, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, nutzbar ist, wenn man bei sehr kleinen Photovoltaikanlagen anfängt. Deswegen haben wir explizit gefordert, dass entsprechende Zwangsanschluss an solche Geräte erst ab 30 Watt KW, ab 30 KW Peak zwangsweise eingeführt werden sollen. Weil ansonsten, das kann man an Beispielsrechnungen deutlich machen, bei eh schon sehr knapp bemessenen Einspeisevergütungen im Bereich von Photovoltaik nochmal eine Kostenbelastung da drauf kommt und das sehr schnell dazu führen kann, dass solche Anlagen eben nicht mehr wirtschaftlich sind. Damit ist der Energiewende nicht genutzt, sondern ganz im Gegenteil, sie hat eher einen Nachteil. Auch unter Akzeptanzgesichtspunkt, das ist vielleicht zum Abschluss der letzte Satz, ist es so, dass man, glaube ich, sehr genau bei jedem einzelnen Schritt dieses Rollouts aufpassen muss, dass man ja nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern wirklich sehr genau schaut, Kosten-Nutzen-Analyse, was braucht man wirklich, was ist sinnvoll, was ist notwendig, was stößt auch auf Akzeptanz bei den Menschen. Nur diese Dinge sollte man machen, andere sollte man möglichst lassen. Ganz herzlichen Dank. So, wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Wir haben uns eben überlegt, dass wir die beiden Fragen jetzt zusammenziehen. Also Herr Brabeck fängt jetzt mal an, würde ich vorschlagen. Ich hatte eben schon gesagt, also welche Chancen und Grenzen sehen Sie für sich oder eben für RWE bei der Digitalisierung der Energiewende? Und weil wir ja jetzt wieder neben uns natürlich auch noch die Landesregierung hier sitzen haben, dürfen Sie natürlich auch so ein bisschen Wunschkonzert, also welchen Auftrag, welchen Wunsch haben Sie, was dieses Thema angeht, auch noch an die Politik? Ja, Chancen sicherlich, also ich sage mal, die Energiewende selber wird ohne Digitalisierung nicht funktionieren, ohne Mieter, Smart Meter wird sie bei den meisten funktionieren, ja, aber nicht ohne Digitalisierung, weil wir Massenprozesse haben und höhere Komplexität, muss alles abgerechnet werden und so weiter. Und ich sage jetzt mal, da sind eine Menge Risiken auch für klassische Versorger drin. Aber es sind eben auf der anderen Seite eben auch, sagen wir mal, wir werden unsere Rolle darin mit Sicherheit finden. Wunsch an die Politik ist, wirklich genau zu überdenken, was muss ich in dieser neuen Welt regeln und wo sollte ich die Finger von lassen? Ich muss regeln Schutzprofile, ich muss Datenschutz, muss ich regeln. Ich kann standardisieren, aber das kann die Industrie auch selber unter sich ausmachen. Gewisse Datenaustauschformate, das kann man standardisieren und von allem anderen, finde ich, sollte die Politik die Finger davon lassen. Gut, jetzt überspringen wir wieder Peter Knietsch, der ist dann zum Schluss nochmal dran. Bitte. Ja, mein Wunsch an die Politik wäre, dass man sich auf die Player zukünftig konzentriert. Also ich denke, es gibt noch drei Parteien, das ist der Verbraucher, der Prosumer und der Netzbetreiber. Und mit diesen muss man eben eine Lösung finden, bitte ohne Zwänge, auch über Anreize. Das wäre auch mein wichtiger Punkt. Ich denke, dieser Smart Meter Rollout-Zwang hat tatsächlich sehr viel Porzellan zerschlagen. Bei vielen Menschen, die sonst vielleicht sogar bereitwillig auch mitgemacht hätten mit eigenen Beiträgen zur Energiewende. Ja, das heißt, diese Digitalisierung wird kommen, die Prosumer werden kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir RWE oder Vattenfall oder andere in 10 Jahren noch haben werden. Sie sind natürlich herzlich eingeladen mitzumachen, aber sie heißen dann vielleicht anders. Aber ich denke, die Hauptchance liegt eben darin, dass wir diese großen, zentralen, schmutzigen, schwerindustriellen Stromerzeuger im Rahmen der Digitalisierung auch loswerden.
Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir die Verbraucher zu Energiewende-Gewinnern machen müssen, insbesondere da, wo sie Möglichkeiten haben, aktiv auch zu partizipieren. Die Prosumer wurden schon angesprochen, 1,5 Millionen Photovoltaikanlagenbesitzer, überwiegend in privater Hand, haben wir jetzt in Deutschland. Und ich glaube, jetzt in den nächsten Jahren und jetzt auch mit dieser EEG-Novelle müssen wir die Weichen stellen, dass das möglichst schnell mehr werden. Wir brauchen 5 Millionen Prosumer und dann irgendwann brauchen wir mal 10 Millionen. 2050 werden wir wahrscheinlich, wenn alle Haushalte, die es sich leisten können, ein Elektromobil haben und auch wahrscheinlich dann auch alle irgendwas Intelligentes im Haus haben, was das alles steuert, ob das dann eine Messeinrichtung, ein Messsystem ist oder die Smart Home Supermaschine, die das alles macht. Da vertraue ich auch ganz viel einfach noch an technischer Innovation. Aber wir brauchen dazu diese Aktivierung gerade in den nächsten Jahren, dass wir über 3, 5 und dann irgendwann zu 10 Millionen Verbrauchern, die aktiv über Photovoltaik, über Batteriespeicher, dann die sich Gedanken machen über Elektromobilität. Und da ist, glaube ich, die nächste Zeit schon, macht das jetzt bewusst noch mal ein bisschen größer politisch, auch die nächste Zeit schon sehr wichtig, weil wir gerade ja auch in Nordrhein-Westfalen, ich habe am Montag eine Diskussion um die Braunkohle hier verfolgt, das war ganz interessant auch, und das, was wir jetzt auch mit der EEG-Novelle noch mal wieder haben, wir sind, glaube ich, zwischendurch haben wir mal gedacht, wir sind schon über den Berg bei der Energiewende, und ich glaube, im Moment sind wir das nicht, und ich glaube, wir müssen da die Leute aktivieren und dann gleichzeitig aber auch natürlich nicht diejenigen aus den Augen verlieren. Da fühle ich uns selber aber auch als Verbraucherzentrale mitverantwortlich, genauso aber auch insbesondere die Sozialpolitik auch zu gucken, was ist denn im Moment mit den 38,5 Millionen Haushalten, die da nicht partizipieren, sondern die das bezahlen müssen, diese Gesamtveranstaltung auch, und die das auch zukünftig nicht können. Es wird nicht für alle irgendwie ein intelligentes Mieterstrom oder ein charmantes Mieterstrommodell geben können, und die da so, da müssen wir auch immer gucken und uns hin und wieder auch mal kneifen oder gegenseitig motivieren, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und da auch auf dem Teppich bleiben, aber dass wir das, was die Chance, was die Digitalisierung an Chancen bietet, gerade jetzt nutzen für den Schwung, den wir in den nächsten Jahren brauchen. Ich glaube, das ist eine große Chance und auch Herausforderung. Umso ärgerlicher, dass man sich so lange mit diesem 2-Meter-Zwangs-Rollout da beschäftigen muss. Okay, herzlichen Dank. Auch an Trianel Chancen, Grenzen, aber natürlich auch Wünsche an die Politik. Ja, die Digitalisierung ist, das ist so wie dieser berühmte Satz von Honecker, die hält in ihrem Lauf weder Ochs noch Esel auf. Das ist so. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Effizienzsteigerungen so gewaltig sind durch die digitale Abwicklung von Prozessen, dass sie ohnehin kommen wird. Und ich bin da bei den Kollegen, dass der Staat Schutz für Verbraucher vorgeben muss, dass er den Datenschutz für die Verbraucher viel ernster nehmen muss. Meine subjektive Wahrnehmung, das ist ja auch der Aufstieg der Piraten. Da ist eine komplette Lücke entstanden. Und wir brauchen diese Besetzung dieses Themas Datenschutz viel stärker eigentlich als je zuvor. Wir haben noch nie so ein Riesenproblem mit Datenschutz gehabt. Wir sind ja weit jenseits von dem, was Orwell sich je vorgestellt hat, im Bereich dessen, was an Daten erfasst wird und erfassbar ist. Für die Energiewende wird die Digitalisierung uns die Möglichkeit eröffnen, intelligent mit möglichst wenig Kupfer und möglichst wenig konventionellen Kraftwerken ein stabiles Stromsystem herzustellen. Und das hängt jetzt nicht am Smart Metering. Und der Wunsch an die Politik ist, ich sehe das mit der Frage Eigenverbrauch, das ist ein bisschen zwiespältig. Wir werden nämlich weiterhin die Netze brauchen. Da muss die Politik die nächsten Dinge regeln. Also ich sage nicht, dass der Eigenverbrauch falsch ist. Ja, wir selber bieten diese Produkte ja an. Wir sind da alle, also Geschäftsunternehmen sind im Zweifelsfall immer opportunistisch. Wenn der Staat irgendwas macht, wir erfinden irgendein Geschäftsmodell, irgendwie wird das klappen. Ob das dann sinnvoll ist, ist eine zweite Frage. Aber erfinden, tun was, der gelbe Sack funktioniert bis heute nicht. Und es gibt ihn trotzdem. Und ist ein großartiges Geschäftsmodell für Remondis. Also das nur als Nebenbeispiel. Jetzt zurück zum Faden. Wunsch an die Politik, durchdenkt die Sache. Durchdenkt sie und im Bereich der Digitalisierung in der Energiewirtschaft, guckt, dass der Schutz der Verbraucher da ist und guckt, dass von draußen man möglichst viel Aufwand betreiben muss, um das System zum Wanken zu bringen. Dankeschön. An Sie, Herr Thies, vielleicht eben konkret, ne, was ja braucht die Industrie, beziehungsweise wo sind dann Grenzen? Wo sehen Sie da Grenzen? Einmal
Ja, die Grenzen sind an den Grenzen von Deutschland, weil Energiewende ist nicht Deutschland, ist Europa. Wir sind miteinander verbunden. Wir müssen dort ein politisches System aufbauen. Wir können froh sein, dass die Digitalisierung und Energiewende ziemlich gleichzeitig funktioniert. Und die Chance sollten wir nutzen, damit wir das, was wir eigentlich vorhaben, mit alternativen erzeugten Energien, den kompletten Stromverbrauch in irgendeinem Jahr, vielleicht in 20, 30 Jahren zu erreichen. Und dafür brauchen wir die Digitalisierung. An die Politik. Die Diskussion heute hat so ein bisschen gezeigt, das geht mal hierüber, mal darüber, mal wichtig, mal unwichtig. Über das unwichtigste Ding haben wir am meisten gesprochen. Wollen nicht das eigentlich? Weil wir keine Systematik in dem Bereich gefunden haben. Wir haben die E-Energy-Projekte gehabt, wir haben jetzt Syntec, wir haben dann Copernicus, was alles von Berlin aus initiiert wird für die Energiewende. Wir haben es geschafft, bei der nationalen Plattform Elektromobilität zumindest hingekriegt, dass die Beteiligten miteinander reden. Die Automobilindustrie mit der Elektrotechnik, mit Maschinenbau und IT und Stecker, das habe ich jetzt unter elektrotechnische Industrie gesehen. Das haben wir erreicht. Wir werden vielleicht das Ziel der 1 Million nicht erreichen. Das hängt aber mit anderen Dingen zusammen, wenn man das Elektroauto kaputt diskutiert hat, weil die Reichweite stimmt, ist viel zu teuer, kann man gar nichts mit brauchen und. Wenn man das lange genug erzählt, dann sagen die alle, jo, das stimmt. Und dann bleibt man dabei und heute gibt es keinen Satz. So, bei der nationalen Plattform Industrie 4.0, die ja BMBF und BMBI gemacht haben, haben wir wieder die Chance, die richtigen Leute an einen Tisch zu kriegen, das Ganze bis zum Ende zu diskutieren. Bei der Energiewende laufen wir völlig durcheinander wie so ein Hühnerhaufen. Und meine Vorstellung wäre, macht eine nationale Plattform Energiewende, wo alle Beteiligten dann da drin sind und alle damit mitreden können, damit das zum Erfolg wird. Einmal weitergeben das Mikrofon zu den Erneuerbaren. Jo, ja, vieles ist ja sicherlich schon gesagt worden, dass die Digitalisierung ja erforderliche Basis oder Förderer auch der erfolgreichen Umsetzung und vor allen Dingen auch einer effizienten Umsetzung der Energiewende ist, glaube ich, ganz klar. Sie bietet Chancen für neue Geschäftsmodelle. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man nochmal darstellen muss und damit auch neue Wertschöpfung, ob das jetzt durch den Betrieb von virtuellen Kraftwerken ist oder eben durch Effizienzlösungen oder Effizienzberatung. Aber ein entscheidender Punkt ist, glaube ich, auch nochmal, dass wir in Richtung Akzeptanz denken müssen. Es ist gesagt worden, wir können Netzausbau beispielsweise sparen. Also mit der Energiewende sind wir eben noch nicht über den Berg, sondern es ist immer noch eine sehr große und weiterhin große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und wir müssen natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten. Und wenn es dann möglich ist, durch die Digitalisierung mehr Akzeptanz zu generieren, indem wir beispielsweise weniger Übertragungsnetzleitungen brauchen oder Ähnliches, dann ist das natürlich auch hilfreich. Mein Wunsch an die Politik, 2 Punkte, auch da ein bisschen angedockt an Elmar Thün. Einmal natürlich der Schutz des Verbrauchers oder des Stromkunden, also hohe Datenschutzsicherheit in dem Bereich. Und auf der anderen Seite, das ist zu Beginn ja auch mal angeklungen, sich nochmal vergegenwärtigen, dass wir natürlich mit der Digitalisierung jetzt eben 2 sensible Infrastrukturen miteinander zusammenbringen, das hatten Sie vorhin auch nochmal gesagt, nämlich Kommunikation und Energieversorgung und dass wir dafür eben auch entsprechende Schutzstandards brauchen und auch an der Resilienz des Systems, also der Widerstandsfähigkeit des Systems arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und da muss man eben eine sehr hohe Sensibilität haben. Es ist ja angeklungen, der Schutzstandard jetzt beim Smart Meter Rollout ist wohl sehr hoch. Man arbeitet daran, aber ich glaube, das muss man auch weiterhin sich bewusst machen, wenn das Energiesystem mit der Digitalisierung weiter regenerativ wird. Gut, Dankeschön. Ja, die Resilienz, das ist auch das, was ich jetzt im Hinterkopf habe. Ich sehe einfach die Gefahr, dass wir uns die Widerstandskraft unseres Stromnetzes kaputt machen. Und das ist für eine moderne Gesellschaft, Digitalisierung hin oder her, eigentlich ein sehr, sehr bedenkenswerter Zustand, den wir da anstreben. Ich wünsche mir eine maximale Dezentralisierung dieser digitalen Intelligenz, wie auch immer die aussieht. Ich hätte gerne, dass im Prinzip jeder Haushalt autonom ist, dass er vielleicht mit seiner Nachbarschaft kommunizieren kann, dass er vielleicht sagen kann, hey, ich bin heute Mittag nicht da, nutz meinen Photovoltaikstrom, weil du bist da. Oder dass auch andere Gewerke davon profitieren können. Wer sagt denn, dass es nicht vielleicht sogar mal sinnvoll sein kann, dass ich meine Photovoltaikenergie direkt in Wärme verwandle, weil ich sie abends gebrauchen kann. Ja? Also ich denke, man ist da im Moment in so einer Smart-Meter-Debatte gefangen. Und das Smart Meter ist überhaupt nicht das Problem.
Und ich glaube auch, dass der Smart Meter Entwurf, so wie er im Moment diskutiert wird, einfach an Geschäftsmodellen orientiert ist, die noch gar nicht umgesetzt sind. Insofern halte ich das für einen bedenklichen Schritt, den man jetzt im Moment geht. Schön. Last but not least. Okay. Jetzt darf ich die Leute rausscheuchen, fein. Na, das macht vielleicht der Matti Blöd. Ah, super, okay, dann. Sehr schön. Wurde ja das meiste schon gesagt, also die Energiewende kommt, hoffe ich zumindest mal ganz stark. Das heißt also, Digitalisierung ist halt so die Technik, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, also werden wir sie dafür nehmen. Auftrag an die Politik, wurde auch schon gesagt, Zwangsbeglückung ist jetzt nicht so schlau als Strategie. Was ich mir von der Politik wünsche, ist die Förderung offener Standards. Das heißt, dass man eben die Technik, die da eingesetzt wird, versteht und überprüfen kann, dass dadurch Transparenz entsteht. Privacy by Design soll gefördert werden, das heißt also auch dafür zu sorgen, dass Daten gar nicht erst entstehen. Insgesamt, oder auch zum Beispiel, was jetzt auch Transparenz angeht, es gibt so ein Konzept, das nennt sich Security by Obscurity, mit anderen Worten, ich verrate den Leuten nicht, wie meine Sicherungsmechanismen aussehen und hoffe, dass dann schon keiner so genau mitkriegt, was da los ist und dass sowas halt nicht gefördert wird, sondern dass man eben sagt, wir gehen in offene Standards, damit man einfach drauf gucken und sich selbst ein Bild machen kann. Gilt übrigens nicht nur für die Smart Meter oder was auch immer jetzt hier gerade mit der Energiewende als neue tolle Technologie beworben wird. Insgesamt wünsche ich mir, dass die Politik stärker auf ein datenschutzfreundliches Klima hindrängt. Das ist jetzt auch nicht nur in Verbindung mit der Energiewende eine Forderung, sondern im Moment ist Datenschutz mal wieder bäh. Und ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass auch mal wieder gezeigt wird, dass Datenschutz was durchaus Gutes und Schönes sein kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt geht zum Abschluss noch mal kurz an Peter Knietsch und ich kann noch eine kurze Nachricht von Oliver Krischer noch mal mitbringen. Er hat sich noch mal per SMS bedankt, fand es sehr schade, dass er gehen musste und hat vielleicht auch so eine Kurzzusammenfassung. Er hat nämlich gesagt, dass er erstaunt war, wie breit die Kritik an dem Smart-Meter-Gesetz war, dass sie eben nicht nur aus einer Richtung kam, sondern wirklich sehr, sehr breit. Das vielleicht streue ich einfach noch mal so in die Runde. Und jetzt an dich die Frage, Peter, es ging jetzt das meiste eigentlich in Richtung Bund, aber trotzdem die Frage, nimmst du irgendwas daraus mit oder bestärkt dich das in einem bestimmten Aspekt, die Punkte, die jetzt hier zum Schluss nochmal genannt wurden? Also Sie machen mir nochmal deutlich, aber das ist an sich eine Binsenweisheit, dass es Chancen und Risiken gibt und dass es einfach notwendig ist, das genau auszutarieren und weder in das eine noch in das andere Extrem zu verfallen. Digitalisierung, das habe ich hier bei allen gehört, wird grundsätzlich für notwendig erachtet, ist vielleicht auch vom Grundsatz her erstmal etwas, was auch eine Reihe von Chancen beinhaltet und nicht schlecht ist, was aber dann, wenn es nicht gut gemacht wird, wenn es nicht richtig gemacht wird, wenn man nicht gleichzeitig auch die Risiken mitdenkt und bereit ist, dann entsprechende Schutzvorkehrungen mit einzubauen, wenn man nicht mitdenkt, dass es im Übrigen auch etwas ist, wovon man Menschen dann überzeugen muss, man wird sie nur überzeugen, wenn man eben auch solche Schutzstandards einbaut, dass es dann eben sehr schnell auch vielleicht gerade auch in Verbindung mit anderen Entwicklungen, die hier genannt worden sind, umkippen kann. Das Beispiel oder den Punkt, den Jan Dobertin vorhin genannt hat, der hat das im Prinzip ja umgedreht. Er hat gesagt, sie kann akzeptanzfördernd sein, wenn sie in der Tat dazu führt, dass Netzausbau, der nicht besonders beliebt ist, Hochspannungsnetze, ne, quer durch die Republik, dann kann das akzeptanzfördernd sein. Es kann umgekehrt, das waren die Beispiele, die ich genannt habe und mit denen ich konfrontiert werde, dann, wenn private Letztverbraucher gezwungen werden, bestimmte Geräte bei sich einzubauen, bestimmte Dinge preiszugeben, möglicherweise sogar auch noch Kosten entstehen, die sie nicht kompensieren können, dann kann das die Energiewende auch durchaus in der Akzeptanz schmälern. Und da muss man eben wirklich schauen, wo findet man einen vernünftigen Mittelweg und wo findet man Regelungen, die beides im Ergebnis berücksichtigen. Das nehme ich heute auch noch mal aus dieser Diskussion mit. Das Beispiel, das da vorhin gebracht worden ist mit dem Ochsen und dem Esel, ist vielleicht kein besonders glückliches, weil wir wissen ja, wo Honecker letztlich, ne, gelandet ist. Und das System, das er damals vertreten hat, zumindest die Ausprägung, die Art und Weise des Systems, hoffen wir mal, dass das mit der Digitalisierung so nicht sein wird. Mit der Energiewende darf es so nicht sein, sondern die Energiewende muss ein Erfolg werden.
Da müssen wir wirklich alle fein drauf aufpassen, dass diejenigen, die möglicherweise immer noch der Auffassung sind, das muss nicht in diese Richtung gehen, dass die nicht obsiegen, denn die hat so viele Vorteile, da will ich jetzt gar nicht anfangen, sie im Ergebnis aufzuzählen. Ich mag dieses Wort von dem Alternativlos eigentlich nicht, aber im Energiebereich ist das Umsteuern auf regenerative Energien wirklich, da sehe ich nicht, welche Alternative es geben sollte. Vielen Dank, Peter. Ich möchte zum Abschluss mich zunächst mal ganz herzlich bei Ihnen und euch bedanken, dass ihr zu uns gekommen seid, auch sehr intensiv euch da an der Diskussion beteiligt habt. Viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten, sagt man immer so schön. Gerne auch zum Beispiel durch das Studium unseres Readers nochmal im Nachgang zu der heutigen Veranstaltung. Ich möchte dann mich weiterhin bedanken bei Markus Frey für das Graphic Recording. Auch da nochmal die ganz herzliche Einladung, dass ihr euch das im Anschluss nochmal anschaut, die Bilder verinnerlicht und dadurch vielleicht eine ganz andere Dimension der heutigen Diskussion noch mit nach Hause nehmen könnt. Das wird auch in die Dokumentation aufgenommen, natürlich. Dann darf ich mich bedanken bei unseren Referenten. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, ja, an einigen Stellen harmonisch. Ich fand es vor allem sehr, sehr voll von Fakten und sehr sachverständig und an manchen Stellen, das ist ja für uns dann auch wichtig gewesen, auch mal kontrovers, das fand ich super. Und zum Abschluss einmal der herzliche Dank an diejenigen, die wirklich aktiv sind, bevor wir hier aktiv werden, nämlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Veranstaltung organisiert und vorbereitet und auch organisatorisch begleitet haben. Das sind auf der Regierungsbank Katrin Uhlig und Laurenz Lange. Das ist Christian Wieder, da ganz hinten. Das sind Julia Heidfeld und Sebastian Tigges. Und das ist einer, den ich nochmal ganz besonders hervorheben möchte, Robert Wendt, der bei mir im Büro arbeitet und heute seinen allerletzten Tag bei mir hat, weil er in ein anderes Büro wechseln wird. Und Robert, dass du bis 7:50 und jetzt auch noch darüber hinaus an deinem letzten Tag bei mir bist, vielen Dank dafür und vielen Dank für die letzten 5 Jahre. Kommt gut nach Hause und noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.